Mädchen gesehen mit dem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus. Hallihallo, Hallöchen, Popöchen. So, Leute, sorry, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe mit dem Intro. Küsse gehen raus. Ich mach mal ganz schnell, sag mal ganz schnell den Subs, danke, bevor die auslaufen. Serienjunkie, Kuss geht raus. Vielen Dank. Nana G, vielen, vielen Dank. Wannabe hat einfach 109 Euro rausgehauen. Wir haben nicht mal angefangen. Was ist denn eigentlich los? Digga. Wir haben schon über 1000 Daumen nach oben und wir haben nicht mal angefangen mit dem Stream. Wir haben einfach eine 100er Donation von Wannabe, wir haben nicht mal angefangen mit dem Stream. Wannabe, was ist mit dir? Ich küsse dann auch vielen Dank für den Support, aber du weißt, das ist viel zu viel. Viel zu viel Cash in the Tash. Ich danke dir, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, 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 danke. Kuss. Gilo, vielen, vielen Dank. Mr. Emerald Slime, Kuss.
Linus König aller Welten. Danke dir. Say once free. Kannst du meine Freundin Lena grüßen? Gucken wir jeden Tag zusammen. Liebe Grüße, Nico. Kuss. Lena, Grüße gehen raus. Kuss, 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 Kuss. Christoph Lersch, willkommen bei Tier 1. Sub. Kuss. Arif, vielen Dank. Sub, Boss. John, hallo, hallo, Simon. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unglück. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Mir geht's sehr gut. Gestern ging es mir nicht so gut tatsächlich. Ich habe immer mal zwischendurch so kleine Downs. Ihr wisst ja, was vorgefallen ist. Zieht mich immer auch runter. Ist immer noch nicht so, dass das für mich das Thema so abhaken kann. Aber jetzt gerade geht es mir wieder sehr gut. Ich muss mir noch was trinken holen, weil meine Wasserflasche ist schon fast leer. Also muss ich mir noch schnell was trinken holen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut wieder. Kuss. Mavi, heute wird ein guter Stream, wie immer. Das spüre ich. Danke für deine Streams, feiere ich mega. Ey, ich danke dir für die motivierenden Worte. Und der Stream wird wirklich geil heute. Ich freue mich. Maxim Hohl, als ob da jemand noch 200 raushaut. Leute, bitte. Das ist viel zu viel. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte jetzt schon wieder offline gehen. Ciao. Maxim, vielen Dank. Kalle, Gehaltserhöhung gegönnt bekommen. Was könnte ich mit dem Geld anfangen, lieber Unge? Kalle Ehrenmann, ich danke dir. Kuss geht raus. Kuss, 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 Kuss. Vielen, vielen Dank. Leute, aber wirklich, das ist zu viel. Oh mein Gott. Ich finde das unangenehm. Ich finde das unangenehm, weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh mein Gott, Night Stalker. Moin Simon, ich suche seit längerem einen ergonomischen Gaming-Stuhl und wollte fragen, ob du mit deinem Backfrost auch nach langer Zeit zufrieden bist. Feier die Firma mega, wünsche einen guten Stream, Kuss. Ich bin wirklich mit Backfrost sehr zufrieden. Die Sache ist, viele sind das vielleicht nicht gewöhnt, weil der Backfrost ist halt made in Germany und hat etwas, ich sag mal, einen etwas gehobeneren Preis im Vergleich zu solchen Billig-China-Stühlen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Meiner Meinung nach ist der Preis das Mindeste, was ihr eurem Rücken antun könnt. Denn das ist wirklich einfach nur ein hammergeiler Stuhl. Und ich finde die Preis-Leistung für das, was man bekommt, für einen wirklich geilen, ergonomischen Made-in-Germany-Stuhl, absolut hammermäßig, wirklich. Also ich bin von dem Stuhl ultra, ultra begeistert. Aber man muss natürlich sagen, der ist schon eine größere Investition. Also vielleicht ein bisschen sparen. Aber lieber den Stuhl hier holen, anstatt drei China-Stühle, die nach ein, zwei Jahren kaputt sind. Und auf den Stuhl habt ihr auch 10 Jahre Garantie. Müsst ihr euch auch wissen, ja. Backforce, 10 Jahre Garantie. Küsse, Night Stalker, Kuss. Nils Aura. Also der Stuhl ist auf jeden Fall wert. Der Stuhl ist auf jeden Fall wert. Nils Aura, Kuss. GänseTV, Kuss. Trickvlog, hey, da. Oddsworld Soulstorm ist jetzt draußen. Wirst du streamen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab Bock auf das Spiel. Ich hab ultra, ultra Bock. Und morgen gibt's auch ein geiles Spiel. Zeige ich gleich schon mal. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Ah, Senpai, I like trains. Er hat... Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber Senpai haut 200 Euro, 300 Euro raus. Wannabe, Leute, ich sage euch eine Sache. Ich sag mal ganz kurz noch Danke an die kleineren Donator, weil die laufen schnell ab. Ringe mal bitte auf Helmut von New Universe, bitte. Alles klar, vielen Dank für die Empfehlung. Ego Gino, hi, Kuss, Kuss, vielen, vielen Dank. Und I am Groot, Dankeschön, danke euch. Okay, jetzt nochmal zu euch. Leute, ich weiß nicht, woher ihr das Geld habt, aber ich sag euch eine Sache. Das ist so viel Geld, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir unangenehm. Es ist einfach zu viel, okay? Also ich danke euch von Herzen, weil ich möchte nicht über euer Geld entscheiden, ja? Ich möchte nicht über euer Geld entscheiden. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ihr dürft das nicht, ihr sollt mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Aber ihr wisst ja selber, dass es mir finanziell echt gut geht. Und dass so eine hohe Summe an Geld absolut nur dann gerechtfertigt ist, wenn ihr einfach nur scheiße, stinkend reich seid und wirklich Geld scheißt. Nur dann ist es gerechtfertigt. Ansonsten muss ich sagen, es ist viel zu viel, zu viel, zu viel Geld. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich. Ich danke euch von ganzem Herzen für den Support. Ich danke euch von ganzem Herzen. Aber bitte an alle Zuschauer, bitte, 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 kommt nicht auf die Ideen, irgendwelche hohen Donations rauszuhauen, wenn ihr das Geld für irgendwas anderes Sinnvolles nutzen könnt, okay? Ich küsse eure Augen. Kuss, 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 Kuss. Vielen, vielen Dank. Senpai, ich danke dir vielmals. Wirklich, danke von Herzen. Ich weiß es schätzen. Ich weiß, dass es eine absolute Ehre ist, aber das ist mir einfach auch zu viel. Ich danke dir. Und Wannabeen, vielen Dank nochmal. Kuss. Unangenehm. Alter, ich danke dir von ganzem Herzen, wirklich. Ich danke dir. Ich weiß, ich kann euch beiden nur, also ich sag allen, die gerade zuschauen, auch einfach danke. Ich bin jedem, der gerade zuschaut, dankbar. Jeder, der gerade hier eingeschaltet hat, ich bin sehr, sehr dankbar. Das sind einfach Sachen, das geht darüber hinaus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil einfach nur Danke reicht da schon wieder nicht. Das ist einfach zu viel. Ich danke euch von Herzen, wirklich, danke. Besser CD, Dankeschön und Maximilian Fischer, vielen, vielen Dank. Küsse. So, wir gehen rein. Ein Groot, vielen, vielen Dank. So, ich teste heute den Brave Browser aus. Ich habe es euch ja schon einmal gesagt.
Ich habe es ja schon einmal gesagt, ich werde heute mal einen anderen Browser ausprobieren und ich werde heute mal den Brave-Browser ausprobieren. Das ist ein Krypto-Browser. Ihr wisst ja, ich arbeite auch sehr viel mit Krypto, trade viel und so weiter und so fort. Das ist ein Krypto-Browser, der wird auch in der Krypto-Szene sehr viel benutzt und so. Man kann in dem Browser auch einstellen, dass man, wenn man als User den Browser benutzt und Werbung zum Beispiel schaut, kann man damit Krypto-Tokens verdienen. Was ganz nice ist, also vielleicht auch für manche von euch interessant. Das habe ich eigentlich noch nicht eingeschaltet. Ich will erstmal den Browser probieren, ob der stabil läuft, weil das Problem ist, der Browser, genau wie Opera, laufen beide auf der Chrome Engine. Das heißt, falls mein Problem an der Chrome Engine liegt, dass es leckt, also mich hat der Problem mit Chrome, dass es ein bisschen geleckt hat, falls es an Chrome liegt, dass es geleckt hat, könnte es hier auch passieren. Ich werde es im Auge behalten, wenn es klappt, super. Browser sieht auf den ersten Blick nice aus, ich bin sehr gespannt. Man kann die gleichen Plugins benutzen wie für Google Chrome. Ich bin sehr gespannt. Wenn der Browser ebenfalls gerade Probleme machen sollte, ich habe ja gerade irgendwie Chrome-Probleme, dann werde ich wahrscheinlich erstmal einfach nur den normalen Edge-Browser benutzen. Aber mal gucken. Bis jetzt ganz gut. So. Ja, also danke vielmals für den kranken Support. Zocker spielt. Evanio hat 100k aufs Video. Habe ich schon gesehen. Ungart, Frischfleisch. Oh mein Gott, habe ich schon gesehen. Krank. Ich zeige es euch sofort. Ich danke dir. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Frey, danke. Wir haben sehr viele geile Videos auf der Liste und ich gehe jetzt erstmal, ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen mal rein. Zu Evanio, tatsächlich, ich habe es auf Twitter schon gepostet, tatsächlich hat Evanio, wie sehen eigentlich meine Haare heute aus? Ich sag dazu nichts. Tatsächlich hat Evanio wirklich auf dem Video, vor allem, ich dachte, das Video wird nicht mal so viele Klicks bekommen, weil eine Woche Cola trinken, ich habe es schon mal gesagt, für manche Leute oder für viele Leute ist das normal. Viele Leute trinken nur Cola oder so und gar kein Wasser. Und ich dachte, das wird für viele Leute sogar normal sein, aber das Video ist echt gut abgegangen und es hat es tatsächlich geschafft. Mehr als jeder Dritte hat im Durchschnitt das Video geliked, was richtig krank ist. Das ist richtig, richtig krank. Das wäre so, als hätte unser Stream jetzt schon, wenn jeder Dritte liken würde, wäre es so, als hätte unser Stream jetzt schon, so 2500 Daumen nach oben. Das wäre krank. Bisschen mehr sogar, 2000, keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Haben wir fast tatsächlich. Also es hat auch fast, tatsächlich hat auch fast jeder Dritte von euch den Stream geleckt. Also auch vielen Dank dafür. Es ist sowieso so krank. Wir haben schon über. Oh, jetzt haben wir 2004. Jetzt haben wir 2600. Okay, ich danke euch. Auf jeden Fall, Evanio hat gesagt, wenn er auf dem Video, ich könnte noch mal kurz reinschauen. Evanio hat gesagt, wenn er auf dem Video die 100.000 Likes knackt, wird er nach Madeira auswandern. Und es ist jetzt passiert, nach zwei Tagen, was ich da habe ich wirklich gerechnet. Bei 100.000 Likes werde ich so schnell es geht, so schnell wie möglich einfach auswandern. So schnell wie es geht, da bin ich mal gespannt. Ihr kennt auch so dieses Ansporn, so mäßig, ah, das soll, ich sag das nur, damit es nicht klappt. Ich mal vor 100.000 Likes, Digga, ich weiß nicht, ob 100.000 Menschen das Video hier sehen werden. Alter, ich weiß nicht, ich lasse es, ich gebe es einfach mal in eure Hände. Während ihr liked, trinke ich ein bisschen Cola weiter. Oh, jojo, ich wünsche dir ganz viel Kraft, mein Lieber. Küsse. Ich freue mich, dass du da bist und ich hoffe, du bekommst halt ein bisschen Aufmunterung und ich würde mich freuen, wenn das mit Corona, wenn das alles ein bisschen weniger geworden ist, dass, wenn du hier mal das ganze Urlaub und so mäßig machen kannst, freue ich mich sehr. Hey Unge, keine Freundin und ich gucke jeden Tag deine Streams. Kannst du mal einen Tipp geben, wie ich ein bisschen, wie ich sie, was? Hä? Was? Warte mal, was? Hey Unge? Ach so, du meinst wahrscheinlich meine Freundin. Meine Freundin und ich gucken jeden Tag deine Streams. Kannst du mal ein paar Tipps geben, wie ich sie ein bisschen aufmuntern kann? Naja, du könntest ihr ein kleines Küsschen geben auf die Stirn. Du könntest ihr vielleicht auf die Hand ein kleines Küsschen geben. Du könntest ihr den Rücken massieren. I don't know. Ich weiß nicht, was deine Freundin. Ich weiß nicht. Nicht dislike, like mal. Was denn? Okay, es gab Lags oder was? Manche schreiben Lag, manche schreiben, es hat nicht geleckt. Okay, ich werde es mal beobachten. Da liegt es wirklich an der Chrome Engine. Dann habe ich irgendein Problem gerade. Ich muss meinen PC vielleicht nochmal aufsetzen. Ich habe irgendein Problem mit der Chrome Engine. Das Problem ist, der Browser läuft auf der gleichen Engine wie Google Chrome. Okay. Ich werde es beobachten. Ich werde es beobachten, Leute. Und wenn es gleich nicht geht, wechseln wir zu Edge. Der hat immer gut geklappt. Okay, auf jeden Fall, Evanio hat auf jeden Fall das Ziel erreicht. Ja, mal gucken. Ich hoffe, der kommt diesen Mord rüber, weil sonst ist er ein Heuchler. So, dann noch was sehr Cooles hat heute der Kennst du dich geteilt auf Twitter. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar
hat der Kennst du nicht heute das hier auf Twitter geteilt. Habe ich auch gar nicht so mitbekommen, wie gut es gelaufen ist. Moment. So. Hab gar nicht mitbekommen, wie gut es gelaufen ist. Aber tatsächlich hat Portugal, im Januar hatten wir noch extreme Probleme in Portugal. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Portugal hatte extreme Corona-Probleme. Portugal hat gerade mal 10 Millionen Einwohner ungefähr. Und jeden Tag kamen 15.000 neue Fälle Corona dazu. Was richtig krass war. Für portugiesische Verhältnisse, was ultra krass war. Das war die schlimmste Situation fast in Europa. Also Portugal hatte richtig, richtig Arschkarte. Und dann gab es einen richtig harten Lockdown in Portugal. Und ja, ihr wisst ja, Portugal hatte einen sehr, sehr harten Lockdown. Und jetzt hat Portugal es geschafft, nur noch 150 neue Fälle pro Tag zu haben. Anstatt 15.000 nur noch 150 neue Fälle. Ja, also die Inzidenz ging von 900 auf eine Inzidenz von 30. Also richtig, richtig krass. Portugal hat es tatsächlich echt gut geschafft. Portugal hat es echt gut geschafft, wieder die Corona-Zahlen runterzuballern. Jetzt ist wieder auch alle, also bei uns ist wieder alles eigentlich offen hier auf Madeira. Die Restaurants sind offen, es ist alles. Ich habe im Januar, habe ich ja noch allen Leuten gesagt, wenn ihr irgendwie plant, Urlaub oder so zu machen, kommt auf gar keinen Fall, weil im Januar war die schlimmste Zeit. Guckt hier, 7. Januar ging es hoch und wir hatten im Januar so viele Fälle. Wir hatten hier die höchsten Fälle jemals. Ich habe im Januar gesagt, bitte auf gar keinen Fall irgendwie nach Madeira kommen oder nach Portugal reisen. Das ist gerade ganz schlimm hier. Und jetzt ist es wieder komplett runtergegangen und wir sind wieder halt komplett auf einem sehr, sehr guten Weg. Und in Portugal muss man auch sagen, wird sehr viel geimpft, muss man auch dazu sagen. Also Portugal impft sehr viel. Wir haben jetzt schon seit ein paar Monaten hier 400.000 Impfdosen nach Madeira auch bekommen. Und wir haben ja nur 250.000 Einwohner. Das heißt, wir haben doppelt so viele Impfdosen wie Einwohner hier. Und es wird fleißig durchgeimpft. Es geht hier nach dem Alter bei uns. Also erst werden die Alten geimpft, dann danach die etwas Jüngeren, so was weiß ich, 50 bis 60, dann 40, dann die 30-Jährigen und so weiter und so fort. Also es wird von Alt nach Jung durchgeimpft. Das klappt sehr gut. Und der Lockdown hat echt sehr, sehr, sehr stark geholfen. Wir hatten einen richtig harten Lockdown. Wenn man rausgegangen ist im Lockdown und man wurde erwischt, hat man 200 Euro Bußgeld bekommen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh, 200 Euro ist doch gar nicht so viel. Hier steht auch schon, ich habe auch schon gelesen, hier hat jemand geschrieben, 200 Euro Strafe, 2000 werden angebrachter und mit diesem Geld dann die Leute, die es schwer haben, unterstützen. Die Sache ist, ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass 200 Euro für Portugal schon sehr viel Geld ist. Also Portugal, die Portugiesen verdienen einfach weniger als im Durchschnitt in Deutschland. Und 200 Euro, wenn du 200 Euro Strafe bekommst, das ist für viele ein Drittel ihres Monatslohns. Und das ist schon heftig, deswegen, also es waren schon heftige Strafen. Und die Portugiesen haben sich auch sehr, sehr gut dran gehalten. Also der Lockdown hat sehr gut geklappt und jetzt sind wir wieder auf einer richtig guten Corona-Zahl. Und ich hoffe, das entwickelt sich weiter so positiv. Ich hoffe, das wird in Deutschland und in anderen Ländern auch jetzt alles runtergehen. Das wäre sehr schön, würde ich mich sehr freuen. Aber ich denke, dieser harte Lockdown war auf jeden Fall besser als diese Wischiwaschi-Lockdowns. Guck mal, jetzt, ich sage euch mal was. Wir gehen jetzt mal rüber zu Xuna. Ich sage euch mal was. Also, Deutsch Memes, die Capital Bra, die trinken. Also. Okay, fangen wir gleich mit an. Also, diese Wischiwaschi-Lockdowns, wo wir sagen, ja, wir machen ein bisschen was da, die bringen irgendwie gefühlt nicht so viel, weil die Leute nehmen das einfach nicht so ernst. Und ich glaube, ein harter Lockdown hätte schon viel mehr ausgerichtet als diese ganzen 1000 Soft-Lockdowns irgendwie. Also, ich bin kein Politiker und so, ich will auch überhaupt nicht irgendwas hier. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwas besser wüsste. Ich denke, das sind sehr schwierige Themen. Die muss man auch gut überlegen. Aber ich glaube nicht, dass diese Wischiwaschi-Lockdowns wirklich so hilfreich waren in Deutschland. Also ich glaube, ein harter Lockdown hätte da mehr geholfen. Herr Simon, bin heute 16 geworden, würde mich über Geburtstagsgrüße freuen. Kannst du Sari Nande sagen, dass sie stinkt? Gerne Vollbild. Stinkt sehr. Sari Nande, du stinkst sehr. Kuss geht raus und Moritz. Happy Birthday, mein Lieber. Happy Birthday, Moritz. Und Sari Nande, Kuss, du auch stinkst. Kuss, du auch stinkst. Deutsch, du auch nix können. So, und nochmal Marsch hier, Unge. Aber vergiss nicht, ihr habt keinen Jens Spahn und Scheuer. Ja, das ist richtig. Wir haben tatsächlich nicht so viele korrupte Politiker hier in unserem Land wie in Deutschland. Das stimmt. Das ist ein Vorteil, wenn man gegen die Corona-Pandemie kämpft. Tammy, ihr liebt die. Küsse gehen raus. So, Leute, wenn wir anfangen, ich hole mir ganz kurz ein frisches, kaltes Wasser. Ich brauche unbedingt was zu trinken, weil ich habe eben was Herzhaftes, Salziges gegessen und ich habe so einen übelsten Durst.
Und auf die Frage, ob ich mich impfen lasse, natürlich. Sobald ich dran bin, lasse ich mich impfen. So, mit AstraZeneca natürlich. Spaß. Bin doch nicht blöd. Nein, Spaß. Also ich nehme das, was da ist. Aber AstraZeneca ist ja jetzt schon eher für Ältere gedacht. Ich hol mal kurz das Trinken. Ich bin sofort da. Dann geht's los. So, also, natürlich, wenn ich Sachen über Corona sage, dürfte ich nicht alles zu 100% ernst nehmen. Ich bin auch kein Hater von AstraZeneca. Ich glaube einfach, dass da viele Sachen schiefgelaufen sind, deswegen sind auch viele Leute verunsichert. So, oh, ganz kurz ein kaltes, oh, guck mal, wie kalt das ist. Ich liebe kaltes Wasser, weil das ist so kalt, dass man hier so, das so sauber putzen kann. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Oh ja, oh geil. Oh, Dennis, es tut mir leid, dann vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Danke, danke, danke. So, Leute, erstmal vielen Dank für alles. Ich küsse eure Augen. Prost. Ah. Mh. Eieieiei. So. Wir gehen rein. Wasser, die Quelle allen Lebens. Okay. Let's go. Deutsche Memes. Xuna. Immer wenn ich die Frau sehe, muss ich lachen. Aber nicht, weil es lustig ist, sondern wegen so einer unangenehmen Situation. Ich will ja nicht flexen oder so. Das ist nicht meine Art, aber ich habe halt schon 8 Solo-Wins, ne? Und wie viele Spielstunden hast du? Über 2000. Bitte sei vorsichtig. Ich? Habe ich nicht gecheckt. Es hat geleckt, ne? Ja, habe ich gesehen. Okay, wir wechseln ganz kurz zu Edge. Dann liegt es an der Chrome Engine. Die Sache ist, ich finde den Browser trotzdem sehr nice. Ich denke, wenn ich das mit dem Chrome-Problem behoben habe, werde ich wahrscheinlich sogar auf diesen Browser umsteigen. Vielleicht werde ich auch Firefox eine Chance geben. Aber dann werde ich jetzt erstmal, Edge benutzen. Es ist so traurig, dass Edge besser läuft als Chrome, aber es ist halt einfach gerade, ist halt gerade einfach so, da muss man mit leben, ne? So. Wir gehen rein in die gute Stube. Let's go. Deutsche Meme. Okay, ich mach mal kurz Fenster, wechsle ich mal durch. So. Okay, mit Edge habe ich nämlich keine Probleme. Das ist nur Chrome-basierend. Ich muss herausfinden, was das für ein Problem ist. Man, wirklich, bei technischen Problemen, da könnte ich ausrasten, könnte ich alles zusammenschlagen. Da könnte ich einfach nur ausrasten. Da bin ich wirklich der ungeduldigste Mensch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. So, ich habe den Chat jetzt hier auf dem Handy, weil ich will nicht, dass es für euch leckt. Ich will, dass ihr das bestmögliche Guckerlebnis habt. Auch wenn ich jetzt nicht so eine nice Situation habe, weil ich kann jetzt. Muss jetzt ein bisschen andere Sachen gucken, aber passt. Monika, alles Gute Nachricht zum Geburtstag. Küsse, Monchi, Küsse. So, dann nochmal Tim Kempf, vielen, vielen Dank. Hab mitbekommen von Safe und Octanes, was ich davon halte, kann ich dir sagen. Seid vorsichtig damit, gerade bei so Low-Volume-Tokens. Wenn ihr ein bisschen Geld überhaupt zum Gamblen, könnt ihr das machen. Das ist nämlich wirklich das, es ist Gamble. Wenn ihr Geld da reintut, was euch nicht wehtut, wenn es weg ist, könnt ihr es machen. Ich würde aber nicht so viel Geld da reintun. Bleibt eine Gefahr. Ne? Es bleibt trotzdem, es kann alles verloren gehen. Ich finde es aber auch interessant. Indria, liebe deine Streams, habe heute Birthday, bekomme ich einen Gruß, Ständchen. Indria, Happy Birthday zum Geburtstag. Happy Birthday zum Geburtstag. Ich bin heute so lost. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday, Kuss. So, und jetzt nochmal ein Dankeschön an Wurst in Pelle. Hey Unge, der super hammermäßige Kanal. Tiernotruf.de. Achtung, Suchtgefahr, braucht sowas wie einen Kameramann. Ah, okay, alles klar. Chat, guckt gerne mal rein, vielleicht habt ihr Interesse. So, wir gehen rein. Let's go.
Ja, dann was machen die da? Was machen die da Kuchen? Die machen Kuchen, die machen da Käsekuchen. Warum? Ich frag mal ganz kurz Sabine. Edge ist auch Chrome? Hä? Aber weil Edge laggt es nicht. Ich verstehe es nicht. Hä? Okay, wir gucken jetzt mal, ob es laggt. Warum wollen die Kuchen? Warum laggt es? Ich verstehe es nicht. Ah, ich drehe durch. Ich muss den PC neu aufsetzen. Ich drehe durch. Ich könnte heulen. Machen. Ich könnte heulen. Lecker schmeckt. Jungs. Bisschen aufwärmen vor dem Fortnite-Grind. Ich renne noch einmal kurz um den Block. Vielleicht noch zweimal. Und dann bin ich online. Was geht ab? 17 Uhr. Zwischenruf auswärts von der Platte. Wir grinden Fortnite, Alter. Was geht ab? Jetzt reicht's mir aber gleich! Ich freue mich auf das lange Wochenende, damit ich entspannt zocken kann. Auch ich. Ah, der Edge ist ohne Chromium-Unterbau. Hätte mich auch gewundert, weil Microsoft nimmt doch keinen Chrome-Unterbau. Hätte mich auch so gewundert. Okay. Als 10 Jahre alt war, dachte ich, das Spiel würde schneller laden, wenn ich so tue, als wäre es mir egal. Ich fühle es so hart. Alle 13-Jährigen zur Zeit. 50 Euro für Capital Bra ST ausgegeben. Ich war völlig in meinem Film gewesen. Ich war mit einem Kumpel unterwegs und erst zu Hause habe ich eigentlich realisiert, was ich getan habe. Ich bin süchtig nach diesem Eistee. 10 Frauen, mit denen ich dich betrügen würde, Bro. Okay. Als erstes natürlich niemanden, weil ich dich liebe. Warum hast du das dann gemacht? Für nix. Mello! Wenn ich die Videokonferenz verschlafe, aber dem Lehrer schreibe, dass mein Internet nicht ging. Wieder ausgetrickst, Hund! Wieder ausgetrickst, Digga. Ich bin einfach der Beste, Digga. Ich war schon immer der Beste und es wird auch immer so sein, Digga. Einfach ausgetrickst. Den Lachs. Der Nächste, der lacht, fliegt raus. Ich und mein Kollege. Sagt X, aber mit S am Anfang. Okay, Edge ist auch Chromium. Ja, keine Ahnung. Er läuft auf jeden Fall ohne Lex scheinbar. 6. Ganz kurz, Trip, ich höre dich sehr schlecht. Wie stelle ich denn die Stimmen lauter? Alter 4. Ja, super lustig. Ne? Jetzt habe ich den technischen Support von der Schule anrufen müssen, um hier wieder ins Meeting reinzukommen. Jetzt haben wir 15 Minuten kostbare Unterrichtszeit verloren. Ich kann gar nicht mehr reden. Leute, ihr bringt mich wirklich auf die Palme. Arsch! 1. April! Schwarz, ich werde nicht mein Kanal schießen. Ihr kennt mich schon. April, April! Der hat uns ganz schön aufs genommen. Ich hatte so Angst, dass er gesagt hat, er löscht seinen Kanal am 1. April. Dachte ich, oh Gott. Oh Gott, bitte nicht den Kanal löschen, ich bin doch Fan. Und dann hat er doch genau einen April-Scherz gemacht. Da war ich erleichtert. Ich hab euch mal reingelegt. Wenn er sagt, gib mal einen Schluck. Handgelenk? Ja, meine Handgelenk. Ich hab halt die ganze Zeit ultra chillig. Ich hatte jetzt seit 3 Stunden gezockt. Ich hatte dauerhaft einfach den Ständer. Hat zwar ein bisschen im Nacken weh getan, weil du ein bisschen nach unten geguckt hast. Du hattest aber jetzt durchgehend einen Ständer. Die ganze Zeit, ja. Okay. Ich versuche meine Mutter zu überzeugen, dass ich nüchtern bin. Oh, die arme Katze. Ja, aber Ananas, das heißt ja nicht in Englisch auch Ananas, weißt du? Ist das Video einfach so leise? Oder habe ich irgendwelche. Habe ich irgendwie Edge so leise? Ne, Edge ist volle Lautstärke. Ananas heißt doch Ananas. 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 Ah, Weihnachten. Hä? Uns auch schon ein paar Namen für sie überlegt. Ich habe zum Beispiel Mia vorgeschlagen. Ah, Luca. Bruder, pausier mal. Hä? Sehr ehrlich, musst du auch gerade an Mia Khalifa denken? Boah, nein, Bruder, ich guck keine Porn, ich bin ja Moslem. Woher weißt du dann, dass Mia Khalifa aus Pornos ist? Als euer Stuntman des Wissens werde ich mich betrinken, natürlich nur im Auftrag der Wissenschaft. Thema zurückzukommen, Hash Brownies haben auch immer eine ganz gute Wirkung früher gehabt, Digga.
Die habe ich mir mal damals gemacht, Digga, und bei der Arbeit immer gesnackt. Ich habe einmal bis jetzt in meinem Leben das gegessen und ich habe es gar nicht geschoben, Mann. Doch, Digga, es war übelst nice, Digga. Du sitzt im Pausenraum und haust hier so ein Brownie rein, Digga, alle Chat-Pines nicht. Und dann läufst du übelst verstrahlt auf der Arbeit rum. Gut, aber da wurde ich auch gekündigt. Ja, moin. Hat keiner gepeilt. Nachdem ich meinen Crush im Keller eingesperrt habe und der keine andere Möglichkeit hat, außer mich zu heiraten. Ich bin ein Psychopath! Krank, einfach nur psychisch krank. Normale Reaktion versus Monte. Hier normal. Ist es aber schön. Der mir immer auch mit einem Gedanken zumindest bevor, wie ich da ficken würde. Oh normal. Nein, das arme Tier. Das Haus zeigt mir nicht von alleine, so ist es. Wow, was meinst du, wie viele Laster noch vorfahren? Formel ist sicher versteckt. Wenn meine Eltern was vor mir verstecken wollen. Und zwar an einem ganz geheimen Ort. Unter ihrer Matratze? Ein Ort, auf den niemand, noch nicht einmal Plankton, je kommen würde. Darf ich mal raten? Sie haben sie zu Hause unter ihrer Matratze. Verflucht! Da ist die Tadeus. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Angela Merkel, mach Shisha. Mach Shisha auf, Merkel. Wer hat Schuld an Corona? Ist nicht so, oder? Ist nicht so, oder? Wer hat Schuld an Corona? Bilder? Nein. Ich wollte schon sagen. Dinkelberg? Nein. Dinkelberg. Ja, das ist mir scheißegal. Wenn sie auf den Bildern hässlich ist und du trotzdem 100 Kilometer zu ihr fährst. Hauptsache, ich krieg einmal einen rein. Das ist mir doch nur wichtig. Ich will doch nur rein. Einmal einen versenken. Abiturzeugnisvergabe, Mädchen. Oh mein Gott, hoffentlich habe ich noch unter 1,8, damit ich es zu 100% in die Psychologiestudium schaffe. Jungs. Holy shit. 3,4? Bro, sick. Mann, Digga, ihr tut so, als wenn ich alle Wörter so krass falsch ausspreche. Cent, real talk. Wheel talk. Hätte man auch mit W-E-E schreiben können, so wie Wheelchair. Wheel talk. Rooney. Was? Wheel-Life? Wheel-Life Videos. Szene, Leute. Mach mal Szene. Szene. Die FIFA-Szene. Ich schwöre auf alles. In meinen Augen hört sich das ganz normal an. Krass, oder? Ich kenne auch nicht den Unterschied zwischen Fisch und Fisch. Legoshi, schon Windows plus R gedrückt und dann Prozent eingegeben und die unwichtigen, manchmal oft fehlerhaften vielen Dateien gelöscht. Falls was ploppt, überspringen. Okay. Kann ich mal ausprobieren, Legoshi. Aber jetzt gerade. Oh, jetzt schon. Upsala. Aber jetzt gerade läuft ja alles. Jetzt gerade läuft ja alles stabil, oder? Es gab keine Lags mehr. Seit ich Edge benutze, gibt es keine Lags mehr, ne? Digga, Microsoft Edge, das ist es einfach. Lehrer wollen, dass wir dem Feuer entkommen. Wer hat die Fortnite-Challenge gewonnen? Die Wette hat G-Time gewonnen. Aber der Gewinner der Wette bin ich. Oh mein Gott, Küsse gehen raus an Xuna. Übrigens, Leute, manche haben es vielleicht eben schon gesehen, das zocken wir morgen. Ja? Ihr wisst ja, dienstags, donnerstags ist immer Fest Among Us mit unserer Gruppe. Mit der Dido-Gruppe, die nennen wir die Dido-Gruppe, die Dienstags-Donnerstags-Gruppe, Dido-Gruppe. Und morgen am Mittwoch zocken wir Outriders. Und zwar zocken wir das zu dritt mit meinem Bruder Mickey TV
und noch einer Person. Da lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall, morgen zocken wir Outriders. Es wird sehr wild. Es ist relativ neu draußen. Und sehr, sehr geil. Zocken wir morgen. Und Miki zockt auch mit. Wird sehr, sehr wild. So, wir gehen rüber zu kein Konzept. Let's go. Inscope hat sich schon wieder nicht bestanden. Okay. Kein Konzept, legendär und die Kids wollen mehr. Das ist heute schon Hä, hey, Napoleon ist doch der, der Amerika entdeckt hat. Stimmt. Und Christoph Kolumbus war der war in Frankreich der Heini, klar. Oder? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Bringt nichts, in Twitch-Streams kann man sich nicht verbessern. Wenn du einmal was falsch sagst, ist falsch. Was ist 7 plus 7? 7 plus 7? Ja. 14? Mhm. 7 mal 7? 47? Satz. Das ist Pythagoras, Digga. Ich hab seine Mutter gehört. Oh ja! Aber das ist das Spiel! Das ist das Spiel! Davon habe ich gerade geredet! Das ist das Spiel! Das ist das! Das ist Outriders! Elotix hat auch schon gespielt! Das ist das Spiel! Das ist Outriders! Das ist Outriders! Das spielen wir morgen mit Mickey und noch einer Person. Da seid ihr mal gespannt. Das ist das Spiel. Also, wenn man vom Teufel spricht. Aber es ist halt einfach so ein geiles Gefühl, wenn man sie dann tot fängt! Ich komm für euch! Es sieht auf den ersten Blick jetzt aus wie ein Shooter, aber keine Sorge, es ist kein reiner Shooter, sondern du hast verschiedene Klassen. Und das ist richtig, richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Ist kein Basic-Shooter. Der Tod naht auf zwei Füßen! Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Ist das? Marmorstein und Eisen bricht. Ja! Oh! Boom! Oh! Wer war zuerst? Oh! Ja, zu dem Song haben sich meine Eltern getrennt. Kritisch. Digga. Ups, da hat's mich geschüttelt. So. Was soll der Clip jetzt sagen? Haben wir einen Pass? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ja, Kamera. Ich guck. Move rechts. Und kratz mir an meinen Mund. Und ich kratz mich. Ich wollte einfach mal kurz jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Geh zur Seite und kratz mich am Mund. Wie kann man so ein 31er sein? Home Insurance. Okay. Home Insurance hat über 200.000 Suchergebnisse versus Vienna, also Wien. Wie viele Suchergebnisse hat Vienna? Ja, mehr. Mehr als 200.000, oder? Vienna heißt übrigens Wien auf Englisch. Das ist die Hauptstadt von Schweiz. Durchs Haus zu führen. Oh, man sieht seinen Kopf. Einfach mal zeigen, es hat sich in den letzten Jahren auch sehr vieles verändert. Ich habe die beiden neuesten Next Level Geier gefunden. Ich möchte euch kurz vorstellen, weil die beiden Jungs sind wirklich die Next Level Geier. Und zwar einmal Niklas und einmal Sydney, okay? Niklas hier nämlich am Reagieren auf den Vlog von Elena. Hier, Niklas, okay? Und Sydney, diese Fußballtypen, ja? Jedenfalls, ihr müsst euch überlegen, warum weiß ich das? Ich bin nämlich auch Mission failed. We'll get them next time. Der Mond, der wievielte Planet ist der Mond in unserem Sonnensystem? Der Mond ist gar kein Planet. Der ist ein Mond. Es gibt Planeten und es gibt Monde. Verschiedene Planeten haben Monde. Zum Beispiel hat der Saturn hat auch einen Mond. Ich glaube, der Mond vom Saturn heißt. Ich glaube, der Mond vom Mars heißt, glaube ich. Der Mond vom Mars heißt, glaube ich, Europa, wenn ich mich nicht irre, oder? Also jetzt so ganz kurz jetzt gucken, ob ich hyperintelligent bin. Wie heißt der Mond vom Mars? Nee, ich hab falsch. Phobos ist der innere Mond. Welcher Mond heißt Europa? Ah, das ist der vom Jupiter. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich dachte von Mars. Ah, Europa ist der Mond vom Jupiter. Ah, das ist der zweitinnerste Mond des Planeten Jupiter. Ich bin dumm. Ich bin scheiße dämlich.
würde sagen, der dritte. Was? Hä, Marius? Marius, was? Okay, ich dachte, ich wäre dämlich. Aber er sagt einfach, der Mond ist der dritte Planet unseres Sonnensystems. Marius? Marius? Okay, alles gut. Ich hab. Okay, dann bin ich ja überhaupt nicht mehr unzufrieden. Auch Chat, Micky Weise. Wenn. Oh, Entschuldigung. Ich hab meinen Satz vergessen. Warte, wir machen das jetzt. Wir reagieren jetzt auch so drauf, ja? Da steht auch noch nicht erschrecken übrigens. Holy shit, Mann! Tja, hätte er ein Headset von Razer gehabt, wäre das nicht passiert. Just saying. Denn diese Headsets sind einfach zu geil. Oh ja, oh yes, oh yes. Nicht bestanden! Ich war kurz davor, mein Handy zu nehmen, gegen meinen Tischkante ganze Zeit zu hauen. Wie kann man so blöd sein? Titanic. Mann, ich hab doch danach gesagt, dass das nicht Titanic war, sondern hier Herr der Ringe. Jetzt mal ganz ehrlich, ich probiere ganz kurz einmal die Töne zu treffen und ihr sagt, ob es gut war, okay? Okay, ich hör zu. It's beginning to look a lot like Christmas. Gut, ich nehme alles zurück über das Razer-Headset. Denn das kann selbst ein Razer-Headset nicht gut klingen lassen, was er gerade gemacht hat. Oh, ich glaube, ich muss meine Ohren abnehmen lassen. Everywhere you go. Gibt's keinen anderen Weg zu sagen, dass ich kein Roboter bin? Kann ich dir eine Frage beantworten? Egal wie gut das Razer-Headset ist, wenn Nico anfängt zu singen, da bringt dir gar kein Headset mehr was. Antworten 7 plus 4 und dann sage ich 10. Bumm! Du plus du ist vor! So als Kind, ohne Scheiß, als Kind habe ich so gedacht, dass so Kängurus einfach so süße Tiere sind. So, oh, die hüpfen so voll, sehen ja voll besonders aus, haben so diese kleine Bauchtasche, weißt du, boah, voll süß. Aber so, irgendwann gettet man dann halt, Kängurus sind einfach Tiere. Stell dir mal vor, der steht so vor dir. To save himself, he launches a right hand to the... Boah, was? Der gibt dem Känguru eine Backpfeife? Junge, ich hoffe, das Känguru schlägt ihm jetzt mal richtig in die Fresse. Känguru snap. Der wäre jetzt hier schon wieder, Also das finde ich gar nicht gut, ein Känguru einfach in die Fresse zu schlagen. Da werde ich ja wild. Den 5.4. Heute ist Ostern. Ostern ist in anderen Religionen der erste Advent. Für viele. Ja, da gibt es 5 Adventskerzen und das heute brennt schon die erste. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner check die Klicks. Ich mach Memes. Schön gemacht. Aber warum hat er diesen Erschrecker reingebaut? Am Ende asozial. Asozial. Asozial, frech. Sag ich dazu nur frech. Okay, wir gehen rüber zu... Ich möchte auch einmal kurz dieses Spiel spielen, wo man raten muss, was ist mehr, was ist weniger. Wie heißt das, Chat? Wie heißt dieses Spiel? Ich suche es. Raten, mehr oder weniger suchen. Keine Ahnung, wie heißt das Spiel? Zahlenraten, mehr oder weniger? Nein, wie heißt diese Scheiße? Was wird mehr gegoogelt? Ist es das? Wie heißt das? Higher or lower? Higher, lower. The higher, lower game. Ah, okay, perfekt. Cool. Ist es das? Ich werde es machen. Okay, Classic. Okay. Ich will einmal kurz machen, gucken, wie weit ich komme. Okay, einfach nur gucken, wie weit ich komme, okay? Einmal ganz kurz gucken. Okay, Chat. Kitty Genovese wird 49.000 Mal gesucht, habe ich noch nie gehört.
Refugee Crisis. Ja, die Flüchtlingskrise wird auf jeden Fall mehr gesucht als irgendeine Frau, von der ich noch nichts gehört habe. Also von der Flüchtlingskrise habe ich schon was gehört. Ich glaube, auch viel mehr Leute haben von der Flüchtlingskrise gehört als von Kitty Genovese. Ich weiß nicht, was sie macht. Ich möchte nicht so nahe treten. Ist bestimmt eine nette Frau, aber das ist auf jeden Fall öfter gesucht. Was? Digga! Was? Die Flüchtlingskrise wird nur 18.000 Mal gesucht und die Frau, die ich nicht kenne, mehr? Okay, mach einen Versuch noch. Hä? Warum? Ja gut, Frau, hi. Lower. Okay. Die Flüchtlingskrise oder Mark Zuckerberg? Ja, Mark Zuckerberg ist mega berühmt. Der wird bestimmt millionenfach gegoogelt. Ja, da bin ich schlau. So. John McEnroe. Also, da wird Mark Zuckerberg aber mehr gegoogelt. Ja. Oh, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir im Game. Let's go. Segways. Oh, 165. Segways waren früher mal beliebter, aber jetzt nicht mehr so. Die Flüchtlingskrise war früher auch mal. 2015 war die viel öfter gegoogelt, bestimmt. Ah, ich weiß es nicht. Ich sag, Segways werden. Ich weiß es nicht. Ich sag lower. Oh ja. Okay, let's go. Essstörung oder Segways? Ja, Essstörung viel, viel mehr. Viele haben Essstörungen. Die googeln danach, sagen, oh, was ist los mit mir? Oder was ist mit meinem Kind los? Oder, ja? Ja, let's go. Weiter geht's. Miami Heat ist irgendein Basketballverein wahrscheinlich aus Amerika, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann sage ich, Basketball ist in Amerika ein sehr, sehr populärer Sport. Der wird häufiger gesucht. Oh ja, natürlich. Nintendo Wii wird gar nicht mehr gegoogelt. Die ist tot, die Konsole. Dobermann wird sehr hoch gesucht. Jeder will einen Dobermann haben. Guck, wie süß der ist. Ja, oh, gleich viel. Was? Ein Dobermann, oh, das war ganz schön knapp. Ein Dobermann wird genauso oft gegoogelt wie Nintendo Wii. Krass. Die heißt Luna. Die ist süß. Dobermann. Okay. The Big Bang Theory wird häufiger gegoogelt als Dobermann. Ja, natürlich. Boah, ich mache hier einen krassen Lauf. Schau dich das an. 9 Punkte schon. Winter Solstice. Ich weiß nicht, was das ist. Sage ich lower. Ich habe noch nie gehört, deswegen google ich das auch nicht. Liposuktion. Ach du Scheiße, nein! Ah, jetzt kommt wieder die Werbung. Okay, schade. Egal, ich wollte es einfach ausprobieren. Ich war okay. Jetzt waren zwei Sachen, die ich beide nicht kannte. Das war unfair. Das war gemein. Ich bin sauer jetzt. So, Blind Cat has unique eyes. Eine blinde Katze hat einzigartige Augen. Okay, wir gehen rein. Let's go. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This cat is completely blind, but has some unique looking eyes. Oha, krass, sieht echt crazy aus. Oh Gott. Finde ich ganz schwierig, da hinzugucken. This professional crazy, auf jeden Fall crazy. Oh, das kenne ich. Das hat Red Bull auf Twitter geteilt. Das ist so ein Typ, der hat irgendwo in der Schweiz oder in Österreich irgendwo durch so eine Stadt ist er mit seinem Paraglider durchgeflogen. Richtig krass. Completely took over the ski village. Richtig krass. Das ist nur ein ganz kleiner Teil vom Video. Das Originalvideo ist viel länger. Das war nur ein ganz kleiner Teil. Das Originalvideo ist viel länger und es ist viel krasser noch. Viel, viel krasser. Das Originalvideo ist viel krasser. Das war nur ein ganz kleiner Teil vom Video. Das ist richtig krass, das Originalvideo. Müsst ihr euch mal angucken. A prank using a fork and a magnet.
Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. These guys pretended that they were hit by a car to try and extort money from people, but didn't realize that this was an undercover police car. Das ist Instant Karma. Was für ekelhafte Jungs. Was für asoziale Scheißkinder, dass sie so tun, als wären die vom Auto angefahren worden. Und wenn das jetzt kein Polizeicar gewesen wäre, die Frau oder der Mann am Autosteuer hätte das nicht beweisen können, weil die wahrscheinlich keine Dashcam gehabt hätte. Das haben die verdient, Alter, diese kleinen Arschlöcher. This poor puppy was terrified of the vacuum. Oh, das arme Schatzi-Mäuschen. Oh, das kleine Mäuschen, ich könnte es totknuddeln. An astronomer captured this amazing video of the surface of the sun. Ach du Scheiße, so richtige so Wirbelstürme auf der Sonne. Solarstürme. Sonnenstürme. Digga! Hä? Können die Mods jetzt auch Nachrichten anpinnen? Können die Mods jetzt auch Nachricht anpinnen? Irgendjemand hat eine Nachricht angepinnt. Und zwar. Iceman hat. Nee, das, da steht angepinnt von umgespielt. Hat Sabine das angepinnt? Ich habe gar keine Nachricht angepinnt. Ich habe gar keine Nachricht angepinnt. Hat Sabine die angepinnt? Iceman, wer bist du? Ich habe die angepinnt? Also, ich habe da nichts angepinnt. Da muss es Sabine gewesen sein. Ich habe da nichts angepinnt. Hä, hey, wann habe ich das angepinnt? Habe ich aus Versehen angepinnt? Wer hat denn diese Nachricht angepinnt? Du warst das? Nein, ich habe die nicht angepinnt. What the fuck, Alter? Ich muss mal kurz Sabine fragen. Aus Versehen? Wirklich aus Versehen? Habt ihr es gesehen? Könnt ihr mir einen Clip sagen, wie viel... Ja, scheiß drauf, Digga. Aus Versehen? Ich habe die aus Versehen angepinnt? Krass. Okay, wer möchte angepinnt werden? Ich pinne jetzt irgendjemand an. Ich pinne jetzt Rebecca an. Die hat auch Lost geschrieben. So. Rebecca, jetzt bist du angepinnt. Kuss. Joana, hallo Unge, vielleicht kannst du ja mal auf dem Kanal von Tiernotruf reinschauen. Sein letztes Video, der braucht Hilfe. Ganz liebe Grüße. Habe ich eben schon gelesen. Küsse gehen raus. Der braucht einen Cutter, habe ich gehört. Also falls jemand Cutter ist, Küsse gehen raus. Support den Channel. Könnt ihr gerne mal gucken, was er machen kann. Hat es geklappt mit meinem Pin? Ach, irgendwie klappt hier gar nichts. Ich raste aus. Chosen one. Geil. This guy has some amazing Oh mein Gott, die Haare sehen ja sowas von geil aus. Stretchy hair. Oha, wie so Sprungfedern. Oha, die sind so krank aufgelockt wie eine Sprungfeder. Ey, der hat so lange Haare, aber durch dieses Aufgelockte sind die viel kürzer. Wenn die alle lang gezogen wären, hätte der überschulterlanges Haar. Richtig krass. That's the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Crazy. Crazy. Sehr, sehr nice. Wir installieren jetzt mal ganz schnell die neuen Mods von Among Us zusammen. Und dann starten wir rein in die Among Us-Runden. Wir haben nämlich heute, spielen wir wieder Among Us mit Mods. Und zwar, gehen wir jetzt mal kurz rüber zu Among Us. So. Eigenschaften. So. Lokale Dateien. Spieldaten auf Fehler durchsuchen. So. Jetzt die Among Us-Daten. Die muss ich einmal ganz kurz, Sekunde, ich mache mal ganz kurz Monitor, weil ich muss ganz kurz mir eine Datei öffnen auf WhatsApp. Nicht, dass ich hier irgendwas leake. Sekunde. Sekunde.
So. So. Okay, perfekt. Kann wieder Bildschirm anmachen. Hab den Ding runtergeladen, den Ordner. So, füg den Ordner hier rein. Und fertig. Wir haben die neuen Mods installiert. So schnell geht das. Zacki, zacki. Und rein in die gute Stube. Rein da. Let's go. Let's go. Let's go. Kennst du nicht? Bratan, Mois würde gerne mal mit dir Mario Kart spielen. Grüße aus dem Keller. Gestern war sein Mario Kart Party Stream mega nice. Ey, super, super gerne. Ich habe gestern oder vorgestern noch mit Mois geschrieben. Und wir machen auf jeden Fall was in der Zukunft. So. Hallo. Oh, sorry. Hör ich jemanden hin? Ey, Freunde, yeah, was geht ab? Hallo, yo. Hallo. Hi. Ey, leise. Ja, was geht ab? Ich hab die Mod noch nicht installiert. Es tut mir leid. Ey, leise jetzt, ruhig. Warte mal, du hast sie um 7:30 reingeschickt und sie selber installiert? Hallo? Ja, ich hab das. Hi. Ich hab das verpeilt. Hi. Leise. Ruhig. Entschuldigung, habt ihr gerade gelästert? Nee, ja. ich hab dem Chat gesagt, er soll leise sein. Ey, Simon! Ja? Nix. Ich weiß, dass du nichts sagst, aber ich hab gedacht, also vielleicht willst du aufhören damit, aber nee. Dann nicht. Ich hab gehofft, ich hab was Besseres an Menschen gehofft. Kannst du bei Caruso. Ey, Simon, ich hab dich lieb, Mann. Vertraust du jetzt mir? So. Jetzt so, komm. Caruso? Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Simon. Dann frage ich dich was, Caruso? Oh nein. Ja. Wie geht's dir? Mir geht es wunderbar. Mir geht's wirklich unfassbar gut. Mir geht's richtig gut. Freut mich sehr. Richtig gut immer. Heute. Es geht mir so gut. Es war, ey, ich hab ein Schüssel Echt Erdbeeren jetzt? Vor mir. Ich hab ein. Oha. Im Winter. Wasser neben mir. Oha. Digga, ist auch grill. Ja, aber hat's bei dir nicht geschneit heute? Imagine auf Madeira. Schnee. Bei uns war Knärpel im Garten. So, mal eine ganz kurze Frage. Die Mod, die ich euch geschickt habe, die neueste Other Roads. Das ist die V2.0.0 Beta. Hallo. Okay, ja, alles klar. Hallo. Dann gehe ich mal da rein. Schau mir das kurz an. Hallo, shit. Das soll funktionieren, glaube ich. Hallo, Vlesk. Hallo, Vlesk. Hallo. Ich kenne sie gar nicht mehr. Haben sie sich gut erholt? Ja. Ja, ich kenne Vlesk auch nicht mehr. Ich bin so. Vlesk hat mich aus seinem Leben gestrichen. Ich bin noch nicht mehr in seinem Werk. Hä? Wir haben doch am Donnerstag. Am Donnerstag haben wir noch Samstag gespielt. Mir hätte auch niemand gesagt, wer heute mitspielt. Also, ja, da würde ich auch tendenziell erstmal Matteo die Schuld geben. Ja, ich bin ein bisschen überfordert. Ich musste gestern noch die Gruppe machen. Dann heute Morgen sind mir zwei Leute abgesprungen. Heute wieder. 4 Uhr morgens wieder alle Leute rein. Macht einfach irgendwann die Lobby auf, dann ist alles vergeben und vergessen. Warte, ich muss die Mod doch installieren. Also 2.0.0, oder? Ja, du hast mir das in WhatsApp eben geschickt. Genau den Link einfach anklicken. Ja, ich weiß doch, Simon, Mann! Du hast sie doch selber hier reingeschrieben, oder? Klick da einfach drauf. Ja, klick da einfach drauf. Ich kann doch nicht immer. Ey, Matteo, aber alles Gute zum Zuschauerrekord bei LT4. Danke, Mann. Ey, spielt es mal alle. Spielt das alles, spielen wir alle wirklich. Was ist das denn? Erzähl mal, was ist das mit dem Ritter? Das ist Jump'n'Run, ne? Lass mich mit dem Huhn und dem Ritter. Das ist wirklich geil. Okay. Hat so ein bisschen was von hier, Getting Over It in 3D. Ja, so genau, so ein bisschen so der Frustgame, der Vibe. So Frustgame-mäßig vom Vibe. Okay, dann werde ich mal ausprobieren. Ja. Wenn du es empfiehlst, geil, Matteo, dann glaube ich dir, dass es gut ist. Dann muss es ja gut sein. Dann muss es gut sein. Ich werde zusehen, Simon, bei dir. Wann spielst du es? Ich werde zusehen. Ich weiß jetzt noch nicht, aber vielleicht am Sonntag? Aber ich weiß nicht, wann du Zeit hast. Ich stelle mich an dich ein. Wenn du zugucken möchtest, spiele ich es. Sag mir die Uhrzeit, ich spiele es dann. Also ich kann immer außer... Wenn du selber streamst. Von, ja, genau, weil dann streame ich. Ja, aber streamst du jeden Tag immer abends? Ja, ich streame von Sonntag bis Donnerstag ab 20. Deswegen. Ja, toll. Alles andere geht. Freitag habe ich dann streamfreier Tag. Samstag? Was Samstag? Samstag könnte ich machen. Aha. Für dich. Aha. Dann will ich einen Matteo Only Stream machen. Ja. Ich schreibe auch einen Titel. Ich schreibe den Titel einfach. Stream nur für Mäntel. Okay, da bin ich sowas von dabei. Okay, cool. Da bin ich sowas von dabei. Egal. So,
Entschuldigt bitte, ich muss jetzt immer noch das installieren, weil ich kann nicht reden und Sachen machen. Kennt ihr das? Das ist ganz schlimm, ja. Seit du mit AstraZeneca geimpft wurdest. Seitdem ist auch so eine 5G-Antenne am Kopf gewachsen und ich höre die ganze Zeit Stimmen. Aussagen distanziere ich mich jetzt. Ey, wisst ihr, was Insane Pfeifert ist? Wisst ihr, was Insane Pfeifert ist, wenn man so ein, also ich will jetzt nicht für Matteo reden, aber wenn man so in unserem Alter ist, man kann sich dieses Jahr... Man kann sich dieses Jahr zur Bundestagswahl als Wahlhelfer melden und dann wird man davor geimpft. Oha. What? Ja, und was wolltest du sagen? Das ist Pfeifett? Free Impfung. Ach, kostet aber Geld oder was? Nee, aber sonst würdest du halt, keine Ahnung, 2024. Ach so. So smart. Ja. Oh mein Gott, einfach das System. Ja, okay. Ja, Mann. Okay, aber dann musst du ja dafür arbeiten, das ist ja scheiße. Du musst ja den ganzen Tag kündigen dann, wenn du die Impfung hattest. Ach ja, stimmt. Ja gut. Ja, voll schlau. Tatsächlich gibt es aber auch so Angebote, habe ich heute gehört, von Kliniken, die zu viel Impfstoff haben, die das Zepter jetzt einfach selber in die Hand genommen haben. Die sagen, ey, hier kommt keiner zum Impfen, weil die Alten irgendwie nicht ins Internet kommen, kommt ihr vorbei. Ja, sonst muss einfach eine Bitcoin abdrücken, dann wird das auch. Ich wohne nicht in Deutschland, sonst hätte ich das natürlich in Anspruch genommen, dieses Angebot mit dem Impfhelfer, aber ja. Wahlhelfer. Okay. Also wenn du zu Besuch kommst, kann ich dir eine klären. Also musst du nur sagen. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut versorgt. Hi. Mein Sound ist jetzt wieder normal. Mein Sound war gerade komisch. Sorry, ich muss Alter, hallo umstellen. Linda. Hallo. Baso kam jetzt erst. Ich warte die ganze Zeit, bin ready. Nein, ich war vor 5 Minuten schon hier und da ging mein Sound. Ich musste erst mal klarkommen, sorry. Ah, das war gut. Sorry, Matteo, warst du die letzte Einladung? Okay, ja, ich sehe euch. Matteo war auch der Erste, der hier ready war gerade. Ja, ich warte schon seit einer Stunde im Prinzip. Ja, Entschuldigung. Krass. Danke, dass ihr gewartet habt. Ihr seid alle so großzügig. Okay, und geil. Geduldig. Also, und sag einfach, ihr kranken Ehrenmänner. Oh, Schuschu, neue Haare? Ihr kranken Ehrenmänner. Oha. Habe ich extra für dich gemacht. Oh, echt jetzt? Ja. Hä, für Timmy machst du dir neue Haare? Oha, sogar blondiert. Ja, Wahnsinn, ne? Oha. Warte mal, ich muss updaten. Bist du sicher, dass es der richtige Link war? Ja. Ja. Chantau? Aber ich habe heute aber auch eine Stunde aus dem Discord genommen. Ja. Was ist denn los? Also, alles das okay? Discord ist auch. Ist er falsch, dem Discord? Nee, der ist richtig. Sicher. Komm noch rein. Das ist ein Chantau-Problem. Ja. Okay, warte. Alles okay, Chantau? Ich bin ein bisschen dümmlich, glaube ich. Ah, ist richtig. Möchte ich nicht denyen, Chantau. Okay, Leute. Was sagt ihr denn? Sollen wir einfach alle Rollen aktivieren? Nein. Doch bei so einer großen Map ist doch geil. Ja, ich glaube, das wäre auch so. Ich komme also komm nicht rein. Wollt ihr Airship überhaupt spielen? Wenn wir Airship spielen, können wir Morphling-Camouflage nicht anmachen, weil die auf Airship ein bisschen buggt sind. Was? Und es gibt eine neue, die heißt Eraser. Okay, was nochmal? Also auf Airship, was geht da nicht gut? Morphling und Camouflage. Auf Ersche, genau. Auf Ersche? Wenn du in der Animation bist, dann ist das bugged. Ah, okay. Wenn du nicht dein eigenes. Ja, müssen wir mit Demokratie entscheiden. Wollt ihr lieber die beiden Rollen oder wollt ihr lieber die neue Map? Das ist die Frage. Auf Ersche, ja. Ersche. Auf Ersche? Also, ich bin auf jeder Map scheiße, deswegen ist es mir egal. Okay, also wir machen es so. Les stellt einfach die Rollen ein und dann erklärt er, welche an sind und was sie machen. Ja, wir müssen ja erstmal entscheiden, ob wir auf Airship gehen oder ob wir... Also, Les, hast du denn gerade... Hast du denn Airship auf oder nicht? Ja. Ich hab Airship immer auf. Ich kann da nicht mehr drauf klar, das hört für mich jetzt wirklich ein anderes Wort. Es tut mir leid. Okay, also wir könnten es so machen. Wir starten auf Airship und machen die gebackte Imposterrolle raus und später können wir auch ein paar andere Maps probieren. Aber das sind ja beide verbuggt. Ja, aber wir haben ja 5. Eraser kann man spielen oder Vampire oder so. Was ist ein Eraser? Was macht der Eraser? Der kann Crewmates die Rollen klauen. Was? Ja, deleten. Also wie der Swapper oder was? Ah, nee, deleten. Nee, einfach deletet. Er erased die Rolle. Oha, Also du bist dann kein Sheriff mehr, sondern einfach nur noch wieder Crewmate. Oh. Also ich für immer oder nur für kurze Zeit? Ich glaube für immer. Das ist ja auch OP. Hey, das ist ja mega krass. Da will ich niemanden von euch sehen im Game. ja. Ey, ja, Bless, sag du. Ja. Ich meine, da sind alle ein bisschen geändert worden. Ich gehe nochmal kurz drüber, steht hier, glaube ich. Was ist denn Hacker? auch was Neues. Okay, der Time Master ist reworked worden. Der kann jetzt nicht mehr die Zeit zurückdrehen. Da kann sich selber ein Schild geben. Wenn er in der Zeit getötet wird, dann wird die Zeit zurückgespult. Ah. Aber auch der Kill-Cooldown vom Imposter. Medic hat sich ein bisschen geändert.
Der kann jetzt nicht mehr den Color Type und den Namen sehen. Der sieht nur noch die Zeit, wann Body gestorben ist oder wann die Person gestorben ist. Die Fähigkeit von Medic hat jetzt der Detective, weil diese Fußspuren und alles, was Farben und sowas anzeigt, geht nicht mehr durch Camouflage und Morphling durch, weil das Camouflage und Morphling halt ziemlich useless gemacht hat. Der Leiter hat jetzt nicht mehr die ganze Zeit so einen übel hohen Vision-Radius. Er muss vorher auf den Knopf drücken, dann kriegt er den für eine bestimmte Zeit. Das ist alles nicht mehr aktiv. Ja, Crewmates sind alles ein bisschen genervt worden, damit sie ein bisschen mehr balanced sind. Ja. Shifter ist nicht mehr eine neutrale Rolle, ist jetzt auch Teil der Crew. Der kann jemandem die Rolle klauen, das wird aber erst aktiv nach dem nächsten Meeting. Und der ist dafür da, wenn jemand zum Beispiel sagt, er ist Sheriff und hat jemanden umgeschossen, könnt ihr der Shifter die Rolle klauen und den damit saven. Oder die Rolle damit saven, nicht die Person. Die Person würde wahrscheinlich trotzdem sterben. Kurze Frage dazu, wenn er dann aber Imposter klaut, stirbt er trotzdem, ne? Ja. Oder was? Nee. Gehe ich von aus, habe ich noch nicht draufgeklickt. Hört sich aber sehr gut an, muss ich sagen. Hört sich sehr gut an. Ja, hört sich geil an. Bisher sehr gute Verbesserungen. Der Hacker, ist neu und das ist der alte Spy. Den Spy gibt es jetzt vorerst nicht mehr. Ja. Der Hacker sieht nach wie vor so auf dem Admin-Table, wo Leute sind. Und wenn er eine Ability aktiviert, sieht er den Color-Type. Also nicht mehr alle Farben. Er sieht nur noch hell oder dunkel. Weil es halt sonst auch ein bisschen OP war. Ja. Camouflage und Morphling sind jetzt halt deutlich stärker, weil Detective und Hacker und so nicht mehr durchsehen können, soweit ich weiß. Also Hacker vielleicht schon, ist aber nicht so wichtig, denke ich. Und das Child, also das Kind, kann jetzt auch Imposter sein. Genau das heißt, weiß ich selber noch nicht. Das heißt, der kann Racer assisten, wenn er klein ist, wahrscheinlich. Ja. Genau, wahrscheinlich. Und, das heißt, ganz wichtig, krasseste Änderung wahrscheinlich, der Mayor, der ignoriert jetzt die maximale Meeting-Anzahl, weil es jetzt eine neue Option gibt, mit der man Meetings begrenzen kann. Einfach nur auf den Button draufgehauen werden die ganze Zeit. Kann man ausmachen. Warte, lass maximale Meetings 3 machen oder so. Das heißt ja. Das finde ich sehr cool. Jeder hat ein Meeting, aber man kann nur 3 mal insgesamt drücken. Du meinst zwei Meetings, jeder hat eins, man kann zweimal drücken, der Mayor kann einmal extra drücken. Ja, dann ist ja sogar das Child eine gute Rolle mittlerweile, wenn man dadurch sozusagen als Imposter Child wird, weiß keiner mehr, was los ist. Eigentlich ganz cool. Ja, so, und wenn du dann denkst, oh, es ist die ganze Zeit nur ein Mord. Zwei Drittel ist es Crewmate und ein Drittel halt Imposter, logischerweise. Ja, okay. Warum? Damit es fair ist, ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Lass alles anmachen. Wenn das Kind halt Imposter ist, wenn das Kind Imposter ist und du votest es raus, bevor es erwachsen ist, dann haben alle verloren. Ja. Aber du weißt ja, was das Kind ist. Ist der doppelten Kill-Cooldown, bevor es 18 ist. Okay. Finde ich geil. Stell dir mal vor, du wirst von so einem Kind abgestimmt. Ja, aber so geil. Okay, wenn wir Airship spielen, dann lassen wir Morphling und Camouflage raus, oder was? Dann lass es einfach mal raus. Wollt ihr Airship spielen? Doch, würde ich sagen. Natürlich. Also aber macht das die Rollen aus, dafür wäre das Imposter-Child. Nicht nur. Ich würde auch später gerne auch ein bisschen Polos wieder und die anderen Maps spielen. Ja. Ich find Airship persönlich überhaupt nicht geil so. Ich finde scheiße. Aber hast du Airship schon mit den neuen Rollen gespielt? Hast du schon mit den neuen Rollen gespielt? Ich kann es nicht mehr anders hören. Ja, ich auch nicht. Ist ja auch egal. Ich finde auch, das ist zu groß, aber ohne Rollen, vielleicht ist mit Rollen ja nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Experience, weil es dann noch halt andere. Ich würde das nicht machen, weil ich das nicht will. Ich wollte nur sagen, so, ich finde es persönlich halt nicht so gut. Ja, also Sonntag habe ich schon mal mit Rollen gespielt und da muss ich sagen, das ist wirklich schon nochmal ein deutlicher Unterschied, weil du gefühlt halt sonst auf dem Airship halt nichts zu tun hattest und mit den Rollen ist schon nochmal irgendwie ein bisschen besser. Ja. Das kacke ich würde so machen. Wir starten jetzt einfach direkt die Map, bevor die Lobby stirbt. Dann gucken wir, wie es sich anfühlt und dann können wir ein bisschen feinjustieren für die nächste Runde. Ja, lass einfach alle Rollen anmachen, oder? Ich mach gerade einfach alles an, außer die sind halt brutal lang, weil die sind so Tracker und Snitch zum Beispiel, lass ich erstmal. Und was ist Chakal? Denk dran, die eigene Imposter. Denk dran, die Rollenanzahl auch noch hochzustellen. Chakal kennst du doch, Simon, dachte ich, oder? Nee. Ja, das ist eine dritte Imposter-Rolle. Also der ist wie ein Imposter, aber der spielt als eigenes Team. Der kann Imposter töten und Crewmates. Ja, lass doch den auch anmachen, oder? Ja, der ist geil. Der ist schon hart unfair. Das Problem ist, da haben wir doch schon in den letzten 2 Runden drüber geredet und meinten dann, den machen wir aus, weil es nichts bringt bei 10 Leuten. Ja. Richtig, wir hatten vorgeschlagen, den anzumachen. Lass ihn aus jetzt. Okay. Mega dumm eigentlich, ne? Was, wenn wir auf 10% machen, dass er ganz selten mal drin ist, dass es so ab und zu mal so Braindead-Runden gibt? Nee. Okay. Aber dann weißt du ja trotzdem, du weißt ja nicht, was passiert. Ja, das stimmt. Ich würde den auslassen. Okay. Bei 10 Leuten würde ich den halt. Okay, dann machen wir Tracker Snitch und Chakal aus. Okay. Hatti, du meintest, ich soll irgendwas umstellen. Was meinst du? Ja, ganz oben. Du hast noch Number of Crewmate Neutral Roles auf 0. Achso, ja. Dann haben wir gar nichts. Wäre unlucky. Number auf dem Boss 1 bis 2. Okay. Ich hab Haare. Endlich! Ich hab wirklich, ohne Scheiß. Ah, geil, Mann. Ich freue mich. Ersche! Und das ist Beta, soll ich dazu sagen, sprich, es kann Bugs geben, so
Oh, ja, dann so, bin ich raus. Tut mir leid. Tschüss. Okay. Oh. Hallo, hallo? Hallo? Okay. Ah ja, Airship, nice. Das ist nicht das Airship, ja. Aber ist egal. Spielen wir trotzdem ohne hier starten, das geht ja, nicht. Ich bin zwar Imposter, aber... Nee, lass halt die Runde einfach spielen jetzt. Dann lass uns doch die erste Stunde hier spielen und die nächste Stunde dann so... Ihr könnt doch einfach danach ändern, man kann in der Lobby ändern. Ach so, mittlerweile so, okay. Okay. Ey, dann viel Spaß bei der Runde. Also Chat, ich habe übrigens keinen Chat offen. Ich kann nichts lesen, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hallo. Good mornings. Ich habe eine schwarze Leiche gefunden. Und zwar von Shushu. Und sie liegt direkt vor dem, wo man Lifeline. Ich habe vergessen. Oh, da waren noch gerade voll viele direkt Leute. Vor dem, wo man Lifeline. Ja, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, aber jetzt weiß ich. Ja. Okay, ich war gerade eben Admin und da waren die ganze Zeit nur 2 Punkte oben bei Office. Das heißt, Simon ist ein Mörder und hat selbst reported. Erwischt. Das ist kein Instant Report. Nein, er hat mich erwischt. Caruso. Okay. Nee, versuch mich nicht zu verteidigen. Sorry, Simon, ich muss dich verteidigen. Okay. Also. Ist das der gerade noch am Admin-Table steht? Yes, ich stehe Matteo, die ganze Zeit noch da. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Also, ich bin gerade von dem unteren Wasserrad hochgelaufen, bin reingelaufen und schnurstracks zur Lifeline, weil ich reingucken wollte, da lag die Leiche. Also, ich habe niemanden umgebracht. Okay, und wer hat gesagt, dass das kein Instant-Kill war? Wo weiß die Person das? Das ist Carousa, der ist, ich habe so eine Fähigkeit, mein kompletter Bildschirm war blau und das 2-mal, als die beiden Leichen gestorben sind. Und wenn der in Admin liegt, dann bin ich schnurstracks in die Camps gelaufen, als ich mein Bildschirm blau wurde. Und ich habe im Admin noch Basu rauslaufen sehen, rechts aus Admin raus, an der Lifeline vorbei nach rechts. Das ist aber schlecht für Basu. Ja, ich zum Verständnis zu der Seas gerne. Ja, was ist das mit dem Blau? Sehr ist geändert worden. Wenn jemand tötet, dann kriegt er sehr einen Indikator dafür. Ah, Link sehr gut. Wow. Genau, ich bin quasi die laufende Lifeline. Also, Basu, als du rausgegangen bist, leider schon eine Leiche? Nee, da waren, als ich drinne war, waren so 4 Leute oder so bei der Lifeline. Da weißt du, ich wer? Swipe-Card weißt du gemacht wer? Und bin rausgelaufen. Ich glaube, Vlesk, ich und noch 2 Leute. Keine Ahnung. Ja, Mäntel wahrscheinlich. Aber das kann ich sagen. Das wollte ich auch noch sagen, weil Vlesk ist nämlich in Specimen reinkommen und mir gerade entgegen. Ich stehe nämlich jetzt auch am Admin-Table und habe da gerade noch wen gesehen. Aber das kann nicht sein, Linda, weil mein Bildschirm hat aufgeflackert. Dann bin ich an den, an die Kameras, habe durchgeswappt und habe dich rauslaufen sehen. Ich war so eine blaue Umrandung. Labor. Heißt es, du hast ein Schild oder heißt. Ja, das heißt, Basis wir können Basis nur. Ach, man kann Schilde wieder sehen. Ja, ich habe halt nicht, ich hab einfach nicht alles angestellt bekommen. So. Okay, okay. Kein Problem. Ich dachte erst, wir hatten 2 Kinder, aber Parsival hat ein Pet dabei, was aussieht, als wäre es noch ein 2. Kind. Ja. Ach so, lol. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, ich bin auch so. Ihr müsst einmal auf die Einstellungen klicken oben rechts und dann könnt ihr euch wieder bewegen. Ja, danke. Noch eine Sache. Das Kind wird jetzt immer größer. War vorher auch nicht so, glaube ich. Cool. Doch. Okay. Ruhe bitte.
Da musste der Seher leider wegschauen. Hallo? Hallo? Ah, Mist, vielleicht sogar ein Reifen. Hätte hochlaufen sollen. Ich bin ein Specimen mit dem toten Körper meines Berliner Kameraden Caruso 1G. Mhm. Oh nein, ich hab den jetzt zurückgelassen in und Specimen. Und er wurde zurückgelassen von Simon Unge. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Joker ist, weil, wie gesagt, ich habe auf Attentable geguckt. Da waren zwei Personen drin, das waren Simon Unge und Nummer 2. Kam da links raus, war nur noch eine Person drin und ich bin reingelaufen, liegt eine Leiche. Ist so offensichtlich, dass ich gar nicht glauben will, dass es wirklich ist. Also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich bin nicht Joker und ich bin mit Caruso zusammen reingelaufen. Ich hatte allerdings keine Tasks in Specimen. Er ist an Förmchen, glaube ich, gegangen. Ich bin einfach durchgelaufen. Und als ich gegangen bin, hat er gelebt. Also entweder war das jemand, der gewendet ist, Unge, oder es war Jeff. Nein, Jeff war nämlich vor dem gewendet kann nicht niemand wenden. Haben wir den Vampirenposter drin? Nee, den habe ich ausgemacht. Also Jeff ist danach nur zu Specimen gegangen. Ja, aber ich habe Unge nicht gekreuzt. Das ist das Ding. Hä? Musst du doch auch nicht, um Caruso zu töten. Jeff habe ich gerade noch vor Office gesehen, glaube ich. Ich bin aber nicht mal einmal in Specimen reingegangen. Ah, du bist in Specimen rein. Ja, okay, ich habe dich nur oben im Lab gesehen, deshalb dachte ich, okay. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es Simon war. Ich habe Baso die ganze Runde gesehen. Ich habe die Befürchtung, dass es Vlesk mit Self-Report war, weil er wusste, dass Caruso der Seher ist. Das könnte sein, weil Vlesk ist reingelaufen und hat ihn reportet. Er könnte gekillt haben und reportet haben, aber es ist auch irgendwie ein bisschen stupid. Matteo, du kennst mich jetzt schon so lange. Guck mir in die Augen und sag mir, dass ich keine Seele bin. Ich mach kurz einen Stream auf. Guck mal in die Kamera. Aber kurz Stream aufmachen, jawohl. Also die Sache ist, die Szene für dich. Ich mach jetzt den Stream nicht auf. Also ich hab nur die Infos, dass ich Parsifal noch gesehen habe im Lab. Parsifal ist aber Kind, also kann der nicht irgendwie mal ermordet haben, oder? Doch, klar. Doch, kann der jetzt auch Imposter sein, oder? Aber ich finde tatsächlich ein gutes Kind. Okay, also dann behalte einfach Unge, Vlesk, Parsifal. Unge, Parsifal, Vlesk. Ich habe auch links gesehen, sehr viel auf der Seite. So würde ich auch rausnehmen. Was sagt ihr dazu? Bin ich ein gutes Kind? Ist das, kann ich das, also ist das? Es kommen nur drei Leute in Frage. Unge, Vlesk, Parsifal. Merkt euch, falls ich sterbe. Ah, Parsifal könnte sein, okay. Passwort könnte sein. Ja, aber ich war dann schon in Comms, also ich bin auch nie da oben. Aha. Okay, wir dürfen jetzt nicht Vlesk und Passwort töten. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Jetzt war der tot. Okay. Sie sind beide relativ frisch. Ich bin zwischen Lifeline und Admin gependelt. Jeff, warst du denn Specimen? Ich war ein Specimen. Mir ist dann Fless reingekreuzt, wo ich aus Specimen oben in Lab rausgegangen bin. Okay, und wo bist du danach hin? Zu dir gerade, nach links. Okay. Wo liegt Leiche genau? Die Leiche liegt also direkt vor dem Electrical Kasten. Wer war der zwischendurch ins Dropship reingerannt ist vor so 10 Sekunden? Okay, vermutlich einer der Imposter. Wer war die Person in Storage? Ich war in Storage. Hast du da eine zweite Person gesehen?
Ich habe eine Person im Lichtkegel links vorbeilaufen sehen, aber ich habe nicht die Farbe erkannt. Aber der ist nicht in Storage rein? Ich habe absolut nicht. Also nee, in Storage war ich alleine. Auf dem Admin, ist jemand ganz kurz in Storage drin gewesen. Ich gehe davon aus, dass jemand gewendet ist. Dann muss der gewendet sein. Also ich war kurz in Storage, bin obere rechte Task gewesen. Dann bin ich runtergelaufen. Und darf ich mal. Jo. Darf ich mal das Mikrofon an Linda übergeben und sie fragen, ob sie weiß, wer der Imposter sein könnte, den wir rausputten sollten? Am meisten Sass bin ich auf Unge tatsächlich, wegen der Lifeline-Geschichte mit Shushu und wegen der... Also das Problem ist halt entweder du oder Unge, Christian. Einer von euch muss auf jeden Fall den Specimen-Kill gemacht haben. Das Problem ist halt, dass Unge in der Nähe von der Lifeline war mit Shushu. Oder hast du den reported, Unge, sogar? Das ist gerade gar nicht. Ja, doch, den Kill hast du sogar reported. Ja. Ist halt die Frage, ob ein Imposter so einen Early Kill reporten würde. Ich habe auch mal Theo leider. Shushu hat doch Caruso gesagt, da würdest du für eher in Frage kommen als ich. Und ich habe die leicht reported, ein deutliches Stück nachdem die getötet wurde, hat er sehr gesagt. Blesk, warum wolltest du jetzt an Basu übergeben? Weil ich dann raushören kann, ob sie eventuell Imposter ist oder das nicht. Problem ist, ich bin mir sehr unsicher mit der Specimen-Sache, weil ich könnte mir vorstellen, dass du das reported hast, weil du gesehen hast, dass jemand reinkommt, Chris. Also ich wurde auf Flesk. Weil ich dem Kind vertraue. Nee. Das ist für mich so der Common. Das für mich nicht Sass. Wie habt ihr mich denn jetzt rausgevotet bekommen? Ihr seid ja das Problem ist der Specimen-Kill gewesen. Gewotet. Mein Vote hätte nichts mehr geändert. Flesk, bist du Dinges? Bist du Jester? Hä? What? Nein! Ihr Schlingelchen! War leider schon zu spät. Ich dachte, Linda hat Jeff Alibi gegeben, aber ich wusste nicht, ob es Unge und Jeff sind oder Linda und, oder Bart. Ich war so offensichtlich, aber erste Runde direkt im Post, ich da muss auch voll, ja, ey. Ich musste diesen offensichtlichen Kill an. Ich sag mal kurz, warum ich Caruso so offensichtlich getötet habe. Caruso hätte in der nächsten Runde, oder sobald es notwendig wäre, hätte er gegen Barso gefeuert, weil er wusste, Barso hat den Kill gemacht, weil er als Seher, er wusste, Kill ist passiert, er guckt den Camps, Barso läuft raus. Und deswegen musste ich Caruso loswerden, sonst wäre Barso halt hops gegangen. Und ich habe einfach darauf gespielt, so ein bisschen der unwissende Jester oder Dummkopf. Ich habe in der Runde die ganze Zeit Caruso gesucht, weil ich der Eraser war und ihn seine Rolle löschen wollte. Und dann kommen wir ins Meeting und er ist schon tot. Ich denke mir so, okay, so geht's auch. Mein Problem gerade war, dass der Kill in Specimen, der war für mich so offensichtlich, dass ich dachte, okay, es ist nicht Unge, dann muss es Jeff und Base sein, weil du hast ja Jeff auch gedeckt bei dem Specimen-Kill. Jo. Und dann dachte ich, das ist jetzt auch offensichtlich. Aber dann muss ja Jeff der eine sein, Unge oder Base Nummer 2. Dann war für mich halt klar, ich wurde erst Jeff und das ist halt komplett falsch. Was sagt ihr, Chat? Oh, nice. Let's go. Ja, sehr schön, erste Runde. Alle drei Schimmels falsch gelegen. Oh Mann. Ja, sorry, Chris. Das ist das, was mich am meisten verwirrt. So, aber ich so einen Bock mache. Ja, ist auch so gut, Basus, was du gesagt hast, dass du mich verdächtigst. Das war so wichtig. Ja, ich musste ja. Das war auch gut, war auch wichtig, Blesk, andere Map. Oh, hätte ich natürlich sagen können. Ich war Medic, hab dich geschildert, Linda. Ja, also, ich hab gesehen, dass du hast mir Schild gegeben und ich dachte, ob es genauso gekommen ist. Ich meine, danke, aber sorry. Ich hab bei dem Kill in Specimen nicht dran gedacht, dass ich die Zeit vom Report sehen kann. Dann hätte ich ja sofort gewusst, dass es Unge ist, weil war nicht so alt, die Leiche. Aber ich stelle das nur eben um. Ist nicht gut, wenn sich der Medic selber prüfen kann. Linda, ich war sogar Sheriff und ich habe echt überlegt, ob ich drauf hau bei dir. Oh, und dann tötest du mich einfach. Aber warte, dann, ich hatte ja eh ein Schild, ne? Es wäre ja. Ja, aber dann hättest du gesehen, dass es gegangen ist, oder? Ja, ja, true. Mhm. Ja. Ah, stimmt. Eieiei, war das ganz schön wild. Ich war voll aufgeregt. Ja, also der Kill war zu wild. Aber ich wusste, wenn Caruso überlebt, das nächste Meeting ist zwar so halt weg. Auch wenn er seine Rolle gelöscht bekommt, er hat zu viel schon gewusst. Caruso wusste zu viel. Für mich war Baso auch danach, nachdem was Caruso gesagt hat, clear. Hä, Shifter? Ja, clear. Denkst du clear? Also im Sinne, dass ich Imposter bin, meinst du? Nein, nein, clear im Sinne, dass du es bist, genau. So ja, mancher. Also klar, dass du es bist. Ja. Was wolltest du wissen, Jeff? Ja, ich fand, das war, ja. Was genau der Shifter genau? Simon, Unge, du bist böse. Der Shifter ist jetzt eine Crewmate-Rolle, der quasi die Abilities haven kann, die wichtig sind. Das heißt, wenn genau wie jetzt gerade Caruso zum Beispiel sich als Sia offenbart, kannst du ihm die Sia-Rolle klauen, dass, falls er stirbt, dann nur der Shifter gestorben ist und weiterhin. Aber auch nur in der Runde. Der Sia hat übrigens noch eine zweite Fähigkeit. Er sieht in der Runde danach, an dem Todesort von Leuten, sieht er so Seelen, die dann irgendwann verschwinden. Also er kann, wenn jemand sagt, der ist da gestorben, kann er das halt gegenchecken.
bekommen, weil da die Seelen aus der letzten Runde fliegen. Das ist ja heftig. Für 15 Sekunden. Nee, komplett. Du klaust ihm die. Ist es wie sonst der Shifter, nur dass er für die Crewmates spielt und du ihn halt ein bisschen anders spielen musst. Wollt ihr noch den wechseln, oder? Ja, aber ich finde es voll schön, mit euch zu reden, aber schöner sind die Meetings, wo wir so 120 Sekunden Zeit haben und über. Und Caruso tot ist. Lass am besten, genau, lass am besten Start klicken und die nächste Runde. Da hab ich richtig Bock drauf. Viel Spaß! Oh, der Swapper! Let's go! Oh, wir gehen mal in den Engine Room. Ich bin ein Cyborg, eine Cyborg-Pflanze. Ich bin eine Cyborg-Pflanze. Ich bin eine Cyborg-Pflanze. Eine Cyborg-Pflanze. Ich bin eine Cyborg-Pflanze. Ich bin eine Cyborg-Pflanze. Ich muss die Dusche reparieren. Nee, die Dusche ist gar nicht kaputt. Oh oh, es ist verdammt dunkel hier. Okay, Chantau vertraue ich irgendwie. Ist das dumm, dass ich Chantau vertraue? Ich will Chantau vertrauen. Ich bin der Swapper, falls ihr euch fragt, was der Swapper kann. Der Swapper kann die Votings ändern. Also ich kann, wenn jemand gewotet wird, kann ich das lieber anders austauschen und ich kann jemanden rausschmeißen damit. Lila ist tot, Lila ist tot, Lila. Moiners. Bibu. Hi. Hallo. Hallo. Schuschu, erzähl. Ich habe die Leiche gefunden. Ich war gerade, ich suche gerade die Map nur. Da, wo man diese Burger machen kann, Kitchen Room müsste das sein. Genau, ich war vorher Security, bin dann links rüber gelaufen und der liegt quasi da, wenn du durch den Viewing Deck läufst, an der Tür. Viewing Deck? Okay. Also hoffen da, wo man, nee, da, wo also man genau das an der Licht Tür fixt? Zwischen, ja, genau, genau. Weiß ich ja. Nicht, ich bin nicht weiter ja, reingelaufen. Da war ich gerade noch. Nee, wie lange ist es her? Da warst du nicht. Da war er nicht. Nee, war nicht. Da war ich auch gar nicht. Kleinen Spaß gemacht. Das war echt witzig, ey, wirklich. Wow. Erik, sag ich, Chantau und Unge waren in Cargo Bay, Timit und Base waren in Cargo Bay. Ja. Caruso war auch rechts auf der Seite. Ist auch sehr schwer, dass der einen Kill gemacht hat. Ich auch. Sechs Leute, die schon mal direkt raus. Ganz am Anfang. Jo. Ja. Und ich würde dir. Nee, das war bei weitem nicht ganz am Anfang. Okay, dann bin ich nicht im Cargo Bay. Ich stehe nämlich, beziehungsweise stand dann am Viewing Deck mit Jeff zusammen. Und zwar kurz nachdem ich Matteo bei Security gecrossed bin und Vlest bei Electrical. Bin dann dahin, bin wieder raus zu Armory, hab meine Waffentask gemacht und dann ging der Reaktor an. Dann bin ich Chantau und Unge aus Mainhall kommend gecrossed. Ja, Chantau vertraue ich übrigens, der hat mich gut eingekauft. Ich war aber zwischendurch nochmal am Admin-Table und am Admin-Table waren auf jeden Fall, die ich für ihn herausnehmen kann, zwei zusammen in Medbay und drei zusammen in Electrical. Es war allerdings auch jemand im Vault und ich kann mir gut vorstellen, dass nachdem ich aus Admin rausgegangen bin, derjenige runtergewendet ist bis zum Viewing Deck und Jeff getötet hat. Ach, der arme Jeff. Ich find's sehr verwirrend, dass er nicht Jeff heißt, sondern RXZ. Ja, same. Aber also ich war nur ganz kurz Security, davor war ich Electrical und da ist irgendjemand an die Leiter hochgelaufen bei Electrical, wenn ich es richtig gehört habe. Und das waren Chantau und Unge. Okay. Ja. Und dich habe ich da davor gesehen, Baso, deswegen Baso, ja, weiß nicht, wobei ich sehe gerade auf der Karte, ist dann... Also, ich weiß nur, dass Chantau zu 100% nicht ist. Nee, Chantau will ich auch rausnehmen, Chantau war rechts. Ich weiß, dass es Vlest zu 100% nicht ist. Okay. Ich würde für den Kill auch Timid rausnehmen, der war mit mir rechts die ganze Zeit und ist mir hinterher gelaufen wie so ein kleiner Hund. Ja, Timid und Baso halte ich auch für unwahrscheinlich. Nee, Timid und Baso halte ich auch für unwahrscheinlich. Ey. Wenn man potenziell Time Master wäre, was könnte nochmal der Time Master? Viel Spaß. Kannst du ihm ein Schild geben, wenn er in der Zeit stirbt, dann wird die Zeit zurückgedreht. So, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? So. Aktive Ability mittlerweile. Dings. Wo ist mein gelber Freund?
Habt ihr gesehen, Chat? Das kann ich machen, falls ihr nicht wusstet, was der kann. Oh, Augenklappe. Goldener Hut. Und Jeans. Ehre. Oh, oh. Timid. Timid, rennt einfach weiter. Ah, da ist Chantal. Mein guter Freund Chantal. Nein, Chantal ist weg! Ich wusste es, wenn ich die Aufgabe fertig habe, ist Chantal weg. Ich wusste es, ich hasse es. Warum ist Chantal so? Warum? Oh oh. Boah, Alter, wenn man in Dunkelheit in die Dunkelkammer geht, ist ja ganz Horror. Hallo, Sekunde, einmal mehr pullen. So, ich habe gefunden, Parzival, der liegt im Gap Room, wenn man die Leiter darunter geht, auf der rechten Seite, wo man auch Licht anmacht. Ich bin da gerade runter, die Leiter mit Unge an meiner Seite und als ich unten war, habe ich instant reported. Ich habe noch gehört, dass im Gap Room jemand rübergeflogen ist mit diesem Flappy-Ding. Ich bin rübergeflogen. Ach, du warst es, okay. Ich habe gedacht, du wirst mich abstechen, deswegen bin ich weggelaufen. Nee, nee. Und dachte, ich nehme das Gap-Ding schnell, dann kann ich dir schön. Okay, dann warst du das, winken. Nevermind. Ja. Dann als wahrscheinlich erste, der Vent da unten. Ja, als erster Alarm losging, also der Reaktoralarm, da habe ich mit Parzi zusammen den Code eingegeben und dann ist er rübergeflogen mit diesem Ventilator-Ding. Ja, ich sag mal so, wie es ist. Flappy-Ding. Heißt da ich mit Baso ja gerade da war, also ich wusste nicht, dass die Leiche unten liegt, weil es war so dunkel und ich habe auch nicht mehr Baso gesehen, ich bin ein bisschen vorgelaufen und bin dann mit dem Flapp-Ding rüber. aber dadurch, dass Baso mich nicht gesehen hat, das auch so vertrauenswürdig rüberbringt, glaube ich, dass sie einen kleinen View-Radius hat und deswegen glaube ich, dass Baso schon... Aber wieso hattest du dann Angst vor ihr, abgestochen zu werden? Ich habe jetzt keine Angst mehr, weil jetzt hat sie ja gesagt, dass sie mich nicht gesehen hat. Und ich habe nicht gesehen, gesagt, dass er das war, nein, er meint, er hat nicht, ich habe nicht gesehen, dass er dieses Flappy-Ding benutzt hat. Ja. Ich habe gesehen, dass er mit mir da hingelaufen ist und dann habe ich ja noch gesagt, jemand hat das Flappy-Ding benutzt. Die Frage ist... Aber er hat ja auch gesagt, er hatte Angst vor dir abzuhören. Ja, weil sie mir hinterhergelaufen ist. Aber ich bin da runtergegangen und habe dann gemeldet. Wir standen vor der Tür zusammen. Haben wir Lifeline-Info? Ich sag dir, warum ich Angst hatte. Wir standen vor der Karten. Ich habe Admin-Info. Bei der Dusche. Oh, sag mal. Einer war Viewing Deck. Einer war Meeting Room. Vier waren Gap Room. Ich war im Meeting Room. Kurz vorm Report tatsächlich. Ja, wer waren die zwei beim Gap Room, denn die Leiter hoch und runter gegangen sind? Ich habe die gehört. Da waren zwei Leute immer Leiter hoch und runter. nee, du kannst doch alle, ich glaube, Leitern über die ganze Map hören, oder? Na, vielleicht waren es andere also Leitern. Also das Ding ist, dadurch, dass Unge hat den Kill auf keinen Fall gemacht. Und wenn er dieses Flappy-Ding benutzt hat, dann muss der Imposter, der da unten gekillt hat, den Vent benutzt haben, weil er sonst da nicht rauskommt. Außer er steht da noch in der Ecke, was ich nicht glaube. In Main Hall oder Gap Room auf der anderen Seite. Das heißt, entweder, probably war der da im Vent auf der anderen Seite vom Gap Room, wenn da vier Leute waren. Also dich nehme ich für den Kill raus. Ich vertraue jetzt. Wo weißt du das denn? Baso und Chantal. Ich vertraue jetzt Baso und Chantal. Mir auch. Also, Simon, mir auch. Oh nee, noch nicht. Also Timid kann es auch nicht gewesen sein, wenn es zeitlich stimmt, weil Timid und ich waren an den Camps. Das musst du beweisen, Bless. Beweis deine Unschuld. Es ist verbuggt, ich kann Lichter nicht fixen. Das Fenster geht immer wieder zu. Bist du vielleicht eine Rolle? Nein. Ja, ich kann das nicht fixen. Matteo, geht's bei dir? Ja, okay. No. Okay, ich bin dumm, das lag an meiner Rolle. Der Swapper kann das Light nicht fixen. Ja.
Tintor, bleib bei mir. Chantau, renn nicht mal weg von mir. Nein, wo ist Chantau? Mann, ich hasse es. Ich verliere immer Chantau. Ich kann es leider gar nicht fixen, stimmt. Stimmt. Ich bin ja Swapper. Swapper kann ja gar nichts. Scheiße. Ich bleib einfach hier oben. Oh Gott, oh Gott. Tim, ich wollte mein Fluggefährt mir klauen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 Tim, nein, nein. Oh Gott, ich hab Angst. Oh, ich hatte Angst vor Karuse, jetzt ist er tot. Ich muss mich kurz entschuldigen, dass ich... Darf ich ganz kurz was sagen, bevor du redest? Ich muss mich kurz entschuldigen, dass wir... gesprochen habe beim Licht. Es lag doch an meiner Rolle, ich habe es nicht gecheckt und ich dachte, das wäre wär buggy. Ja. Tut mir leid. Du kannst es nicht. Ja, ja, ich kann es nicht. Ja, ich kann kein Licht ausmachen. Ja, ja. Genau. Sorry, ich bin... Du hast mich ja sogar mit Bless geswappt. Ja, genau. Ich wollte ein bisschen rein. Ich kann, glaube ich, ein bisschen Info geben, wenn ich mich jetzt zurecht erinnere. Ich war im Cockpit und so circa 5 Sekunden vorm Report waren entweder 2 Cargo Bay oder 2 Medical. Ich denke an meine Lifeline. Wo ist denn die Lifeline? Ja, ich bin schon tau. Also ich bin bei Caruso, Lifeline, also in dem Gang nebendran. Caruso liegt vor der Lifeline. Chantau steht mit mir da, der ist auch in den Raum reingelaufen gerade. Da war ich halt vorhin auch noch. Hätte ich instant reported, hätte ich Linda noch gerettet. Ich habe nämlich, bevor ich reported habe, kurz auf die Lifeline geklickt und in genau dem Moment ist Linda gestorben. Also die ist beim Report gestorben quasi. Okay. Chantau kann ich höchstwahrscheinlich für beide Kills rausnehmen, weil er ansonsten auf Airship zur Leiche zurücklaufen würde. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Linda ist gestorben an der Security Cam, höchstwahrscheinlich. Irgendwo da in der Gegend. Ja, das ist sehr schade, weil ich habe Baso vertraut. Ich vertraue Baso und Chantau. Jetzt ist eine von beiden tot. Ich habe sehr Angst, dass Matteo eventuell Joker ist, könnte aber auch nur so spielen. Aber Matteo stand rechts unten an der Wand einfach AFK da und ich laufe halt nach links und da liegt Caruso tot. Ja. Deswegen. Aber die Leiche ist Medical, ne? Dann, wer war denn Meeting Room? Weil die Person kann es dann nicht gewesen sein. Ich war Meeting Room, weil ich einfach raus. Nur noch also Angst zumindest hatte. Für den Killer Caruso. Ja. Ich glaube, Timmy, das ist auf jeden Fall einer. Und ey, pass auf. Ihr werdet es mir nicht glauben, ich bin unter allen Rollen Crewmate. Es ist no joke. Ich habe so ein Rage. Das glaube ich dir wirklich nicht und deswegen werde ich dich jetzt auch voten. Nein. Noch nicht, ich vote noch nicht, aber... gleich. Aber ich glaube schon, Sekunden. Du hast auch schon. Ja. Chantau, was denkst du? Ja, also. Ich sag Matteo, aber ich glaube, er ist auch. Matteo könnte wirklich Jester sein, rein theoretisch, aber er kam halt aus der Richtung und stand dann da. So aber wenn Matteo Jester wäre, hätten dann die Imposter nicht schon gesagt, nee, votet denn nicht? Ich vote Matteo. Maybe. Nee, also Tim, wenn du so auf mich pushst, dann bist du das. Ja, ich habe jetzt Matteo gevotet, weil. Schade. Oh, beide Imposter auf mich? Oh, haben wir verloren oder gewonnen? Geh weiter. Ich hatte Angst. Oh, mal gucken. So, ich werfe jetzt Handtücher hier rein. Ich sortiere sie ganz liebevoll ein. Sehr gut. Jetzt mache ich hier die Kabel. Oh oh, Vlesk.
Oh, der Timeshifter wurde umgebracht. Schon wieder wurde er umgebracht. Aber ich kann das Licht nicht fixen, stimmt. Nein! Verdammt! Aber wir haben richtig gewollt, sonst wäre das Spiel schon vorbei. Ich habe eine Frage. Wer ist hier gerade gestorben? Das ist gut. Ich habe mich getimeshieldet und dann hat mein Bildschirm blau geleuchtet, während Shushu neben mir stand. Das heißt was? Ja, wenn, also du bist gestorben und die Zeit ist zurückgesetzt worden. Ja. Das heißt, dass jemand dein Schild angegriffen hat. Und dann musste der Imposter natürlich denjenigen nochmal töten. Aber das ging auch zweimal, oder? Ja, aber es ist irgendwie zweimal bei mir geleuchtet. Ich weiß nicht, also... Hat auch zweimal geleuchtet. Also ich würde jetzt sagen, Shushu ist es halt, ne? Weil die Stadt neben mir hat blau geleuchtet. Ja. Ich weiß lass Shushu erstmal. Lass gesehen erst mal hast. Wo warst du? Na, in Security. Ich stand an der Kamera und dann habe ich dich da reinlaufen sehen, habe präventiv auf mein Schild gedrückt und dann hat es blau geflackert. Das ist ganz wild, weil, to be honest, ich bin gar nicht Security und ich war auch gar nicht Security. Ich stehe im Cargo Bay ganz unten rechts an dieser Task und ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Könnte auch gemorpht haben, ne? Ich weiß nicht, wie du mich gesehen hast. Aber Shushu stand halt, ja, okay. Also ich war im Cargo Bay und dann bin ich jetzt oben in dieser Toilette, weil ich die Task unten nicht hinkriege. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Könnte ich gemorpht haben, Timmit? Ich gebe dir mal 15 Sekunden, kannst du mal drüber nachdenken, ob ich wirklich gemorpht haben könnte. Timmit. Haben wir keinen drin, oder was? Nee, wir haben noch kein Camouflage und kein Ding drin. Haben wir nicht drin? Ah, okay. Nein, wusste ich nicht, sorry. Und ja, des Weiteren gibt es natürlich zwei Sachen. Also, Timmit kannst du nicht sein, der hat zwei Votes gerade. Sprich, beide Imposter haben drauf gewotet. Matteo war offensichtlich richtig. Wir hatten 7 Votes, sprich. Du bist Meier. Relativ. Ich bin Meier. Chantau ist der Einzige, der gesagt hat, er ist Time Master. Ja, das wird schon. Alles andere wird keinen Sinn ergeben, weil es ja angegangen ist. Also, es gibt ja nur die Option, dass es Shushu ist, an der Stelle leider. Vielleicht schon, vielleicht aber nicht. Aber ich frage mich, warum es zweimal. Ich dachte, wir haben das drin mit den Camouflage und so. Blau auf. Ja, ich kann dir die Frage auch beantworten. Weil du ihn zweimal getötet hast oder was? Ne, weil ich zweimal auf dich drauf gedrückt habe und nicht gedacht habe, was du mit mir machst. Ich bin immer so nach hinten gebeamt worden und bin immer zu dir gelaufen. Was machst du denn? Sehr gut. Und dann bin ich aber weitergelaufen und hab ungesehen. Shushu einfach in dieser anderen Zeitschleife. Ich wusste schon, ey, Shushu hat mich im ganzen Spiel 4-mal gecrossed und ich hab bei jedem Mal gedacht, nicht. Sehr gut. Shushu, hast du meine Leiche reportet? Ja, ich weiß. Ja? Wir haben im Maximum 8 Rollen, also wir haben immer mindestens 2 Crewmates. Ah, okay. Gigi? Wir haben immer 2 bis 3 Crewmates. Ja. Ich wollte zuerst Timmit voten, aber dann habe ich doch Mantle gewotet. Ja, war auch gut, weil ich habe Caruso gekillt und bin einfach einen Gang weitergelaufen, habe mich hingestellt und habe so gesagt: Alter, das ist so ein geiles Versteck. Chantau kommt durch die Tür, sieht mich. Ich so, oh. Ich habe mal eine Frage wegen diesem Eraser. Wenn ich jemanden die Rolle klaue, sieht er dann, dass er keine Rolle mehr hat? Nee, erst in der nächsten Runde, oder? Muss er ja. Nach dem nächsten Meeting. Nach der nächsten Runde. Nach dem nächsten, weil das habe ich nicht gewusst, weil ich mich nicht getraut habe, wenn ich irgendjemanden die Rolle wegnehme, dass er dann ja weiß, dass ich es eigentlich sein muss, wenn ich ihn gecrossed bin. Deswegen habe ich nichts gemacht. Okay. Aber das ist good to know, dann ist es ähnlich wie sonst beim Morpher, dass man zumindest so ein bisschen darauf achten muss, wer einen in der Runde gecrossed hat. Okay, nice to know. Geil. Mit dem Eraser kann man eigentlich ganz nice das Mic-Day machen, dass man sagt, man ist Engineer. Und dann kann man auf einmal nicht, also als Imposter, dann kann man danach nicht mehr wenden, weil man erased wurde. Ja, das ist smart, das ist smart. Oh, stimmt. Das macht Bock mit den Rollen. Ja, finde ich auch gut. Die Sache ist, ich habe noch nie Swapper gehabt und habe versucht, das Licht zu fixen. Das war erst zum ersten Mal und es fühlt sich an, als wäre es verbuggt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das wollte ich euch mitteilen. Dann habe ich aber gemerkt, dass es dumm von mir war. Ja. Nee, war ja okay, weil... Ja, du wusstest es ja nicht. Das nächste Mal. Ich glaube, Meier kann das auch nicht, oder? Was? Ich glaube, du hast nicht an, dass bei den Lovern beide sterben. Ich glaube, es ist aus. Ich glaube nicht. Warst du gerade Lava, Patsy? Nein. Ist es in der Mod hier richtig so, dass der Leiter trotzdem, wenn die Lichter ausgeht, aufliegt? Doch, ist an. Was sieht der dann? Also ich war Leiter und wenn die Lichter ausgehen, habe ich trotzdem nichts gesehen. Du musst den Skill aktivieren. Ja, du musst den Skill aktivieren. Der Leiter hat jetzt eine aktive Ability.
Mit der sieht er halt einfach mehr, wenn er sie aktiviert. Aber wenn Lichter aus sind, ist der Leiter jetzt trotzdem betroffen davon. Er sieht aber mehr als ein normaler Crewmate. Also 075 statt 05. Ich habe mich richtig lustig gefühlt. 5 Sekunden siehst du so die ganze Map und dann hast du 30 Sekunden Cooldown. Und dann habe ich so, okay, 5 Sekunden nur. Oh. Ja, 5 Sekunden. Und auch nur 075. Willst du es nicht wenigstens auf 1 oder so aufstellen? Aber wenn Licht aus ist, kannst du es trotzdem aktivieren, oder? Auf 075. Ja, never mind. Ja, aber 5 Sekunden nur so. Ja, das ist ja trotzdem gut, wenn es Licht aus ist. Ich glaube, für 10 Sekunden wird auch nicht schaden mit dem Leiter, weil so OP ist die Klasse nicht. Also 10 Sekunden beim Button. Ja, oder vielleicht diese 30 Sekunden so auf 25 oder so runter, würde ich was machen. Die ist schon echt gut. Ja, aber das sind 5 Sekunden, also du läufst durch den Raum und dann ist es wieder aus. Ja, wenn ich stell mal die Active, wenn du die bei Lights Out anmachst, ein bisschen hoch so. Boah, das wäre nice. Dass man ein bisschen mehr sieht. Geht? Jetzt wirst du nie wieder Leiter. Und die Duration halt. Ja, das ist okay, dann gönn ich den Leiter jemand anderen von euch. Ist auch lustig, als Unge gesagt hat, so ich glaube, dass du einen normalen Vision-Radius hast und nicht so einen Leiter. Manchmal. Aber du hast nichts sagen an dem Punkt. Aber hast du denn gesehen, dass ich das so auf dem Flug gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also ich hatte wirklich nur 5 Sekunden und dann ist es instant wieder aus. Sehr, sehr gut. Gar nichts. Ey, ich habe gerade gesehen, dass Senpai eben nochmal 200 Euro donated hat. Viel Spaß, ich wünsche euch mega viel Spaß. Ey, geil. Ey, viel Spaß. Senpai, ich weiß nicht, was abgeht. Ich küsse deine Augen. Oder sind das. Ist es von mir verbuggt oder ist es wirklich 600? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss Chat wieder zumachen. Ich küsse eure Augen. Okay, ich bin jetzt Detektiv. Ich sehe jetzt Fußspuren. Aha, hier ist also rot. Basis ist ein kleines Kind! Okay, ich sehe Fußspuren. Die Fußspuren sind ja komplett useless, wenn es keine Leute gibt, die sich verwandeln können, ne? Schade, ich habe die Burger-Quest nicht und das ist meine Lieblingsquest. Basis ein Jahr alt, 2 Jahre jetzt Basis jetzt alt. Wo ist Basis? Da. Okay, ich muss auf die Fußspuren achten. Rote Fußspuren. Okay, Basel macht die Dusche, repariert die Dusche. Okay, Basel ist zu 100% ein liebes Kind. In meinen Augen ist Basel ein liebes Kind. Good mornings. Hallo. Okay, meine Liebe. Caruso hat es schon mal verraten. Caruso Imposter. Ja. Ich würde ihn ja auch direkt voten. Wollen wir direkt? Ja, lass uns direkt voten, dann können wir das Meeting sparen. Oh, ja, dann perfekt. Haben wir verloren, weil er Jester ist. Ich hab's gesehen. Mental erzähl. Also, ich bin an der Kamera und war vorher an Lifeline. Da war Shu schon tot. Dann bin ich von der Kamera weggelaufen, als das Licht ausging. Und sie liegt in der Küche. Ich habe nur Report-Button gehabt. Oh, da war ich zusammen mit Caruso und Baso. Hm. Aha, also Caruso. Habt ihr gesehen, dass ich klein bin? Ja. Ausschließen kann ich jetzt schon mal Parzival, weil der hat so überzeugend die Task mit den Dokumenten gemacht, dass ich ihm glaube, dass es echt ist. Weil auch direkt am Anfang. Ja. Bei Bless muss ich sagen. Ja, ich gebe dir jetzt nämlich den Live weg. Ich dachte mir schon, als die Kamera an war. Wenn ihr bei Records einfach mehrmals auf die Akte draufklickt, könnt ihr alle auf einmal machen. Ihr müsst aber nur wenn du die Schrankdinger hast. Nur wenn man die Schranktask hat. Genau. Okay, interessant, weil ich habe dich beobachtet und dachte, okay, ich habe diese Task gerade eben gemacht, das sah bei mir anders aus. Ja. Einfach ein paar Mal draufklicken. Dann ich weiß auch eine Sache weg. Und zwar war so, halte ich für ein liebes Kind, nicht für ein böses Kind. Weil sie hat diese Handtücher-Task so gut gefaked, dass... Ja. Ja, und? Ich hab die wirklich und die gemacht. Hörner, ja. Die Hörner sind's auch. Oh Mann, nein, ich bin einfach viel zu süß. Hallo. Das gibt einen guten Nudelstern. Wenn man so klein ist. Ich krieg mehr Taschengeld jetzt. Also, Basis ist noch nicht fertig. Ja, aber ich hab nicht gekommen, wo die Leiche war. Wo war denn die Leiche? In der Kitchen. Ich war Matteo, ich war zuletzt hier duschen. In links neben Schauer. Zuletzt habe ich gesehen, Simon Unge und Bajo. Die sind könnte nicht gewesen sein. Guten Hunger. Der Kill ist nicht so ganz frisch. Ich kann Matteo auch ausschließen, weil ich bin hinter ihm dann her. Ich bin auch durch Cargo Bay durch, nachdem ich noch gefuelt hatte. Shushu war, wie gesagt, auch an Lifeline schon tot. Ich bin zu Matteo an die Cam und dann bei Lights Out, während Lights gerade noch ausging, habe ich da diese Kassettenrekorder. Ich habe Map gerade nicht auf, aber Shintao ist in Cargo Bay gespawnt und ist nach oben weggelaufen. Sprich, zeittechnisch ist auch nicht möglich. Ja, er war bei den Toiletten. Damals. Ja, du hast irgendwas da gemacht, ne? Pömpel oder sowas. Ja, ich habe. Ja, dann war das Jeff.
Okay, Jeff, wir voten dich jetzt. Ich bin. Hab ich gewotet. Matteo ist Swapper und swappt wahrscheinlich jetzt mit irgendwem, aber mit wem genau? Nicht mit mir! Nee, nee, okay. Ich bin kein Swapper. Oha, es haben wirklich zwei Leute auf Jeff gewotet. Die Votes hat Caruso bekommen. Nee, 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 es haben zwei Leute anscheinend auf mich gewotet. Nein, 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 du hast die Votes von Jeff bekommen. Warum sollten die Leute nicht draufvoten? Das ist gefährlich. Ich glaube, Caruso hat es schon gecheckt, dass es nicht auf ihm war. Nee, nee. Nee, nee, es muss Caruso alles erklären. Was? Na gut, na gut. Oh nein, diese Aufgabe. Ach, scheiß drauf. Scheiß auf diese Scheiße. Ach komm, disabled. Okay, ich halte Jeff jetzt für vertrauenswürdig. Ich check das irgendwie nicht. Jeff hat irgendwie keine Fußspuren die ganze Zeit. Hä? Was macht... What the fuck? Ich hab gerade noch Chantau gesehen. Mornings. Der ist aber tot. Ja. Also... Aber noch nicht so lange. Der liegt genau vor Lifeline. Okay. Ah. Ja. Okay. Und ja, ist schwer zu sagen, wann er gestorben ist, weil als ich Lifeline gecheckt habe, lag er halt schon davor, ne? Also ich... Ich bin ganz verwirrt, Mantel. Wenn du fertig bist, darf ich mal kurz was sagen. Sag mal, ja. Also, ich möchte jetzt mal kurz meine Rolle hier revealen, die irgendwie nicht so sinnvoll ist, weil es ja keine Camouflage und sowas gibt, ja? Ich bin Detective. Ich sehe ja so Fußspuren am Boden, die hilft mal mehr, mal weniger. Aber was mich extrem verwundert hat, ist, ich bin Jeff hinterhergelaufen. Und. Der Mörder? Jeff? Ja. Nein, Jeff ist nicht der Mörder. Der ist auf jeden Fall safe. Aber Jeff hat keine Fußspuren. Es gibt keine lilanen Kleckse. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber es gibt keine lilanen Fußspuren. Aber da, wo ich Jeff hinterhergelaufen bin, waren rote Fußspuren, türkise Fußspuren, gelbe Fußspuren. Also irgendwo da in der Nähe, gerade noch zwischen dieser Fotoentwickelkammer, war auch noch gelbe Fußspuren. Also ich weiß nicht, wie lange die Fußspuren da bleiben, aber da, also ich sehe deine Fußspuren auf jeden Fall nicht. Ja. Jeff und du sind gerade von der Main Hall zum Engine Room durchgelaufen, ne? Ja, und dann habe ich ihn verloren. Ich hab euch so durchlaufen jemand gesehen, ist gewendet, als Pazzi, Matteo und ich im Cockpit waren. Ist von Cargo Bay rüber zu Showers und dann von Showers Richtung Records gelaufen. Ich wollte die Person abfangen, bin hoch zu Gap Room gelaufen, hab die Person aber nicht gefunden, weiß nicht, wo die hingelaufen ist. Wie alt also ist nicht mit Party, nicht Matteo, nicht Caruso. Ich war zwischendurch in Security und jemanden, den ich in Records gesehen habe, war Caruso, aber ich weiß halt nicht, wie lange das her ist mit dem Band. Also es passieren langsame Kills. 40, 45 Sekunden oder so? Ich würde Jeff ausschließen. Ich würde Jeff ausschließen, weil, von dem Verhalten her. Aber das, was, okay, das, was, ja, Matteo, ich weiß, was Linda, das, was Les sagt, stimmt. Ich bin rüber geflappert. Geflappied. Ja, also ich sag's nochmal jetzt für alle. Die Chance, dass Baso als, Verb dafür. Als Kind Imposter ist, ist noch gegeben. Ja, stimmt. Na, so ich so bin small, Matteo. Patzi, hast du eine Rolle? Too cute. Ja, ich hab eine Rolle. Ich hab auch deshalb reingeschissen. Ich hab schon zweimal jetzt versucht, das Licht zu fixen. Also ich glaube nicht, dass Baso ist und ich glaube nicht, dass Jeff ist. Das will ich nur sagen. Ich weiß, ich swap jetzt Caruso. Ich glaube tatsächlich,
schon, dass es Jeff ist. Ich nicht. Aus der ersten Runde. Ich hab gerade unten links Licht gefixt. Ich glaube, Matteo hat den richtigen erwischt, aber dann weggeswappt. Weil wenn man dem glaubt, was Matteo sagt, und das glaubt man ja, weil er Swapper ist, du denkst, ist Caruso? Dann bleibt wohl Jeff recht dazu. Ich glaube nicht, dass es Jeff ist. Ich glaube nicht, dass es Jeff ist. Ich glaube es nicht. Aus der ersten Runde bleibt sonst niemand übrig tatsächlich. Jetzt hätte ich eine lila Fußspur. Grüne Fußspuren. Ich sehe manchmal Fußspuren einfach nicht. Manchmal sehe ich die Fußspuren einfach nicht. Ich sehe jetzt schon wieder gelbe Fußspuren überall, obwohl Gelb schon lange tot ist. Sind überall gelbe Fußspuren, obwohl Gelb schon lange tot ist. Und jetzt sehe ich Carusos Fußspuren. Das macht alles keinen Sinn, was hier passiert. Ah, oh, ich wusste es. Ich bin gerade weggelaufen, weil ich es wusste. Ich wusste es. Mornings. Hallo. Oh, ich laufe immer noch. Ich sehe mich noch links laufen am Bildschirm. Ich habe Simon unten in Elektrik gefunden, wenn man die Leitern runtergeht, direkt davor. Wenn man die Leitern runtergeht, davor. Caruso, hast du Simon alleine gelassen? Ja, an Camps irgendwann. Also ich bin ja mit Simon während Lights Out die gecrossed. Wir sind an Camps vorbeigelaufen. Ja, ja, ja. Ich bin dann weiter nach links gelaufen zum Lightsfix. Bitte. Und ja. Bitte. Ich also bin Caruso jetzt gerade hochgelaufen zu den Wapperinos und ich laufe immer noch links gegen die Wand. Also Caruso ist ja auch für mich der Killer, der, Simon hat an seinem Arsch geklebt die ganze Runde. Nee. Okay. Also nicht die ganze Runde, jetzt so nicht am Ende. Nicht die ganze Runde? Wo er tot war, nicht mehr, das stimmt, ja. Timid, wo kamst du gerade? Nee, auch am Anfang nicht. Wir sind ja nicht zusammen gespawnt. Ausschaue. Mein Bildschirm hat vor 2 Sekunden blau geblinkt. Ich stehe gerade in Vault. Oh, vor 2 Sekunden, das ist eine gelogen, Blask. Du bist Imposter. Das ist gelogen. Das ist nicht gelogen. Na gut, dann haben Patsy und ich uns natürlich verguckt, weil wir waren an Lifeline und wissen, wie lange der Tod schon ist. Ich würde Blask jetzt rausvoten. War der schon tot, bevor du zum Licht gelaufen bist? Ja. Warum wolltet ihr jetzt Blask raus? Ich kann mir daran denken, dass auch ein Joker sein könnte. Erstmal Caruso! Du kamst ja von Caruso. Erstmal Caruso, doch nicht Blask! Erstmal Caruso. Und dann sind wir zusammen an Lifeline. Zusammen an Lifeline waren wir jetzt vor 3 Sekunden oder so. Und da war ja, okay, also Blask, wenn du erweitern kannst auf 3 Sekunden, dann kannst du. Ist es möglich? Dann kann es möglich sein, ja. Nö, ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Matteo, er kann auch Joker sein, ja. Baso hat also Angst. Baso Caruso. Kannst du diese Info mit dem Vent vorhin auch ausgedacht haben? Es hat ja niemand von euch was dazu gesagt zu der Vent-Sache. Warum wird so slow gekillt? Warum wird so slow gekillt? Timmit, hast du eine Sonderrolle? Aber dann ja. Was denn? Also, wenn ich jetzt auflöse, Matteo, pass auf. Okay, du löst warum auf. Warum denkst du, dass Baso einwirft, dass ich Joker bin? Könnte es daran liegen, dass sie weiß, dass ich nicht Imposter bin? Nö, das liegt einfach daran, dass ich nicht wollte, dass du jetzt random rausgevotet wirst. Ich habe 2 Votes, probably, bei einem Imposter-Vote. Nö. Ja, weil wenn wir jetzt random voten auf 7, wo wir nicht voten müssen, ist halt die Chance hoch, dass es nur Joker ist. Ja, ist alles gut, ich bin sehr. Also, das ist wahrscheinlich ein Self-Report gewesen. Also, Baso und Caruso. Warum geht meine Klimaanlage nicht an? So, jetzt ist sie an. Bisschen frische, bisschen kühle Luft. Ja. Warum verdächtigt Vlesken so krass Jeff? Ich hab doch Jeff rausgenommen. Thank you.
nein, nicht diese Quest. Nein. Oh ja. Oh ja, ich bin Boss in der Quest, Alter. So, letzte Aufgabe. Okay, es muss Caruso sein. Hm? Ich bin gerade in... Okay. Ich bin hochgelaufen mit Flash zum Reaktor. Ich bin direkt rüber geflogen, weil er links gefixt hat, ich rechts. Dann bin ich wieder nach links rüber geflogen, er ist nach rechts rüber geflogen. Dann habe ich Carusos Name ganz kurz unten gesehen, bin nach unten gelaufen und habe Parzival gefunden. Mhm. Hast du meinen Namen? Also er ist unten gerade weggelaufen. Ja, er ist auch eben mit Simon rumgelaufen und dann war Simon tot. Okay. Dann setzt ich hier Jeff aus der ersten Runde noch. Ultimate. Na, ich möchte noch aus der aber Runde nee, jetzt darf ich mich erstmal verteidigen, weil du mich anschuldigst, dass ich jemanden getötet habe. Habe ich aber nicht. Ich weiß nicht, was für einen Namen du gerade gesehen hast, aber ich war gerade im Cockpit. Nee. Wo hast du Parzi reported überhaupt? Hast du das schon gesagt? Oh ja, das stimmt. Caruso war wirklich im Cockpit. In Engine. Ja, war bist, bist du so schnell in den Cockpit reingekommen? Ja. Ich war im Cockpit. Ich war im Cockpit. Ich habe Punkte gesehen. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wo, weil das irgendwie ein bisschen groß ist für. Also, ich habe dann auch gemerkt, am Admin ist irgendwie nicht so smart, auf einer neuen Map zu sein. Ich hätte mir dann gewünscht, okay, ich bin an einem anderen Ding, weil ich bin mit meinen Task allen fertig. Ich dachte mir, was mache ich jetzt, um irgendwie was Sinnvolles zu machen, damit ich als Crewmate jetzt nicht reinscheiße? Jetzt werde ich hier beschuldigt als Killer. Ist für mich unlucky gelaufen, dass ich mir jetzt wenigstens die Info gemerkt habe. Ich war mir 1000% sicher, dass es Jeff ist, aber die Leiche ist schon ein bisschen älter. Und der war gerade mit mir älter am Fixen. Der war mit mir im Gaproom Fixen. Ja. Die Leiche ist nicht älter, weil ich komme gerade von Lifeline, da war noch niemand tot und da wurde 2 Sekunden später reported. Ich bin gerade mitten im Electric. Das kann nicht sein. Kann sein, dass die Sia-Rolle vielleicht einfach auf der Map verbuggt ist und ist jetzt der zweite Self-Report ist von Jeff? Nein. Nee, Jeff. Timmy, hast du nicht Parzival auch noch gesehen vor 20 Sekunden? Ja. Wo ist der nach oben gelaufen überhaupt? Wir müssen uns jetzt einigen gleich. Wenn jetzt nicht Caruso wollte, ist vorbei. Ja, ich müsste wählen. Wenn ich wählen würde, Caruso. Caruso. Nee. Ja. Davor war es aber auf Jeff heißt, ne? Ja, aber Jeff ich konnte mich aus der ersten Runde nicht verteidigen die ganze Zeit. Ja, du bist ja auch einfach der Killer in der zweiten Runde gewesen mit dem Self-Report. Ja, ich bin wirklich gerade im Cockpit gewesen. Ich werde mit Jeff wählen. Hey, warum hat er nur 2 Votes? Dann ist es wirklich Caruso. Nee, warte, was? Die Imposter gehen mit auf Caruso. Nein. Die Imposter gehen mit auf Caruso. Hä? Wir sind im Arsch. Es macht alles keinen Sinn, was man Mantel sagt. Ist Mantel der Zweite? Ich dachte, das wäre Baso. Aber diesmal hat er nicht geswappt. Oh. Ist nicht gemutet. Diesmal hat er nicht gemutet. Und... Och, komm schon! So, entschuldigt bitte, da ich den Meeting-Button drücken musste. Wir dürfen ja aber einmal, glaube ich, oder so. Oh mein Gott, ja. Matteo, entweder das. Oh mein Gott. Tim, ich glaube jetzt, dass ich Imposter bin, oder was? Nein, ich wollte gerade auf Last schießen, weil ich Sheriff bin. Warum? Weil ich ein bisschen Angst hatte, dass Caruso falsch war. Ich glaube auch, dass Caruso falsch war, weil... Aber warum waren dann... auf Jeff haben gewotet, Blesk und ich. Ja. Warum hat der zweite Imposter nicht mit auf Jeff gewotet, wenn Caruso falsch war? Das ist meine Frage. Also, oder ich habe jetzt ein bisschen beide Angst vor dir gehabt, tatsächlich, weil ich davon ausgegangen bin, dass du irgendwie versuchst zu baiten, weil du denkst, dass ich Imposter bin, dann swappst. Ach so. Hey, Parzival war doch der Swapper. Parzival war Swapper, die ganze Zeit. Ach so. Ja. Oh, du streust so viele weirde Informationen rein, Blesk. Ich glaube, du bist Joker, ne? Dann bist du ja gar nicht safe. Nein, ich dachte, Matteo war. Ich habe das nicht gehört und dachte, Matteos Info aus der ersten Runde war safe. Nein. Weil er Swapper hat ist. Doch gesagt, er ist Swapper. Nein. Mann, ich habe die ganze Zeit gesagt, Parzi ist Swapper. Ich bin aber safe. Also ich. Warum? Also. Ja, weil ich weiß ja meine Rolle. Also, Caruso, jetzt pass auf. Caruso ist aus meiner Sicht relativ sicher Imposter gewesen. Jeff ist es dann offensichtlich nicht, weil Caruso und Jeff aufeinander schießen die ganze Zeit. Genau. Aber warum wollten dann 2 Jeff? Die Votes haben mich halt gewöhnt. Das müssen doch hier im Postal gewesen sein, auf Jeff oder nicht? Nein, Blesk und ich haben Jeff gewotet. Ja, aber es waren 4. Woher weißt du, dass Blesk auf mich gewotet hat, zu 100%? Ja, dann macht ja gar keinen Sinn. Ich hab Caruso gewotet. Ich hätte von Anfang an nicht... Ich bin so verwirrt von euch beiden, ey. Seid ihr beide im Postal, Matteo und Blesk? Nein, keine Ahnung, ihr sprecht euch die ganze Zeit, das verwirrt mich so hart.
Nein, also Vlesk hat mich fälschlicherweise für den Swapper gehalten. Also, ja. Pass mal auf. Deswegen habe ich deine Infos geglaubt, weil ich dachte, dass du die Kills nicht gemacht haben kannst, weil du Swapper warst. Ja, meine Infos waren aber auch richtig. Meine Infos waren ich richtig. Denke, dass Vlesk dachte, Matteo ist Swapper und er Caruso wieder swappt mit ja, Jeff oder so. Ja, aber warum sagt so. Denn Matteo, Vlesk hat Jeff gewotet? Vlesk hat doch gar nicht Jeff gewotet. Jeff hat doch Caruso gewotet. Er hat Caruso gewotet und dachte, Matteo ja, swappt warum? Mit... Ich wollte so Vlesk, weil er dachte, Jeff und Caruso werden geswappt. Er hat gedacht, Und das ist die ganz komische Leute, Matteo er dachte, und Caruso also und Jeff werden geswappt. Aber ich glaube, es sind Jeff und Baso einfach. Aber dann würde ich ja Jeff voten und nicht Caruso. Wenn ich Caruso gewotet haben will, dann würde ich Jeff voten. Macht ja gar keinen Sinn. Ich muss da unten meine letzte Aufgabe erledigen. Ich bin ein feiner Geist. Ich bin ganz feiner. Ich bin ganz feiner Geist. Ein Feini. Ich bin ein Feini. Ich bin Feini. Okay. Ich verfolge jetzt mal Mantle. Also entweder ist Mantle oder Baso, aber Mantle ganz seltsam, wie er es verhält. Ganz seltsam, wie er es verhält. GG. Hä? Okay, what happened? Wer hat geschossen? Ja, Jimmy hat mich abgeschossen. Ach, du warst doch Vlesk? Was war denn da los? Boah, ich hab den Officer-Cooldown leider nicht hochgestellt und ich habe ja noch übel lange Cooldown, sprich, da habe ich keine Chance. Aber warum? Boah, ich war so doof. Ich dachte, Matteo ist Swapper. Ja, dachte, deswegen. Nee. Er dachte er swappt ja. Caruso mit Jeff. Ja. Aber warum hat denn Matteo gesagt, dass Vlesk für jemanden gewotet hat, für den er gar nicht gewotet hat? So, Matteo und Vlesk haben sich die ganze Zeit widersprochen und ich war so verwirrt davon. Oh mein Gott, ich war auch verwirrt. Ja, Matteo, ich wusste gar nicht mehr. Ich hab gedacht, Vlesk und Matteo sind beide oder so, ich weiß nicht. Ich habe Caruso gewotet, weil ich dachte, dass Matteo mir nicht glaubt und einfach swappen wird und dann die Votes auf Jeff gehen werden, aber Parsi war wenn ich Caruso vote. Aber also, Parsi war swappen, das habe ich nicht mitbekommen. Also hat er nicht gewonnen. Die ersten vier Runden habe ich Vlesk ja auch die ganze Zeit beschuldigt und gesagt, so ey, Vlesk labert Quatsch und ist doch gelogen und so. Aber dann am Ende dachte ich, nee, irgendwie passt es doch. Also ich kann nur sagen, ich könnte den Detective... Bei mir hat gar nichts gepasst. Den Detective könnte ich theoretisch ausstellten, weil... Am Ende, als mir Caruso hergelaufen ist und noch ein paar andere Leute gekreuzt haben, grün, habe ich keine grünen Fußspuren gesehen, habe keine türkisen Fußspuren gesehen, aber ich habe weiterhin gelbe Fußspuren gesehen, obwohl ich dann tauschend tot war. Also, Detective ist, also die Fußspuren, die sind verbuggt. Hast also, du den Killcode dann hochgestellt, Vlesk? Ja, muss ich jetzt und Shift da funktioniert ja, auch. Ja, an der Stelle keine Chance mehr, weil wenn ich wente, bin ich sowieso aufgeflogen. So, also ich kann ja nichts machen, wenn du mir... Ja, dann lass doch ein bisschen aussieben. Shifter weg Joker und... Was wird Shifter nochmal? Was wird Shifter nochmal? Ja, Shifter ich hab wirklich geschiftet, Unge, und ich habe deine Rolle einfach nicht bekommen. Also. Ah. Ja, das ist nämlich die Frage, die ich habe. Ich hab insgesamt 5 Leute erased. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gebracht hat. Ich habe die kompletten... Ich habe die komplette erste Runde damit verbracht, quasi nur Leute zu erasen. Ich habe 2 in der ersten Runde erased. Aber wen? In der Runde danach noch 2. Ich habe Jeff erased. Ich habe eigentlich Parsival erased. Jeff, was für eine Rolle hattest du? Ich war Stifter. Okay. Ja, ich habe auch weiterhin rumgeswappt. Also, ja, also der Eraser funktioniert nicht. Okay, dann nimm Eraser auch raus. Lass mal alle Buggy-Rollen einfach rausnehmen, weil ich glaube, das nimmt auch Fehlerquellen Unge habe ich auch erased. Genau, ich habe auch Unge erased. Ach, warte mal ganz kurz. Habe ich vielleicht deswegen die falschen Fußspuren gesehen, weil ich erased wurde? Heißt erasen vielleicht... Da siehst du gar keiner. Ja, aber heißt es vielleicht, dass man einfach nur seine Rolle, dass sie kaputt gemacht wird? Nee, du verlierst die einfach. Du verlierst die, okay. Dann verlierst die, ja. Nee, dann aber ich habe euch ja vorher... ich habe euch vorher gesagt, das ist Beta. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Fehler geben. So, wenn er welche findet, machen wir die halt auch. Ich hab auch in der ersten Runde einfach ziemlich gekillt, es tut mir leid, aber ich habe so gedacht, okay, vielleicht bringt erasen mehr, so dann... Keine Ahnung, dann fallen die Alibis der anderen. Weil sie so sich auf ihre Rolle berufen, aber es ist dann natürlich scheiße, wenn die Rolle nicht so richtig ist. War eine coole Runde. Aber die Sache ist, Eraser schadet ja letztendlich nicht, weil wenn du erased, kannst du ja trotzdem direkt killen, theoretisch. Und wenn du nicht killen kannst... Ja, wir können ja Morphling Camouflage anmachen und nochmal ein paar Runden auf Polo spielen und dann einfach nochmal zurückswappen, wenn er Bock hat. Ja, können wir machen. Aber ich finde, es hat gerade voll Bock gemacht mit den Mods auf der großen Map. Jo, ich fand's auch nice auf der Airshippen. Ich hasse die trotzdem, bleiben wir erstmal hier. Ja, dann machen wir doch mal 1-2 Games. Juhu. Erst mal 1-2 Games und dann gehen wir rüber. Genau. Aber lass doch wirklich die Buggy-Rollen rausnehmen, weil das sind ja. Ja, ich bin gerade schon dran. Genau, weil es gibt nur Verwirrung. Detective ist raus jetzt, ein Shifter mache ich dann auch erstmal raus. Ja. Wir haben ja trotzdem noch übel viele Rollen drin. Und es gibt ja sowieso ein Cap an Rollen, die drin sein können. Ich werde Crewmate. Sheriff ist hochgestellt, weil es ist halt, wenn du als Imposter kein Counterblagging Sheriff hast. Und Eraser hat halt, wie gesagt, nicht funktioniert, ne? Außer ja, aber ob der jetzt an ist oder aus, ist doch egal. Also, er kann ja erasen, aber genau. Wenn das halt nicht funktioniert, sondern er kann ja noch töten trotzdem. Ja, das Problem ist, wenn du dich drauf verlässt als Imposter, dann. Ja, okay.
100% okay, let's go. Ja, dann lieber normaler, dafür haben wir ja immer noch Lover oder Imposter Child. Das so, stell dir vor, du gehst ins 101 so, ja, so. Dann mach gleich das Licht aus, obwohl du gerade den Engineer hast wetten sehen, du erased ihn, ja okay, dann mach gleich das Licht aus und dann macht er wirklich das Licht aus. Und ja, dann so, how kann did der Engineer this happen to me? Mod? Ich hab Mistakes. Ja, probieren wir die Rollen gleich nochmal auf Polus. Nach dem Meeting? Ja, nach dem Meeting verliert man die, ja. Theoretisch sollte man. Gucken wir gleich nach Polus, ob Eraser bei Polus funktioniert. Vielleicht liegt es an der Map. Polus und Ersche, Mann, ich liebe die Maps. Poloch. Poloch und Ersche. Bro. Ich Spaß. Wenn ich noch einmal gesagt werde für Good Mornings, Alter, dann. Ja, aber du bist ja wirklich ganz immer. Ganz traurig. Du warst ja wirklich Imposter. Ich hab in der Crewmate auch Good Mornings gesagt, das hat einfach nichts geändert. Ich liebe dich trotzdem, Simon. Stimmt, du warst ja wirklich Imposter. Stimmt. Oh, ich kann wenden. Ich liebe es. Da, 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 da. Hier in diesem Schlafzimmer, da fühle ich mich wohl. Ich liege im Bett. Bisschen. Ich würde gerne hoch, aber ich habe gerade Angst zu sterben, deswegen warte ich erstmal noch ein bisschen. Wir bleiben erstmal im Underground. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise. Wir bleiben ein bisschen im Underground. Oh, da kommt Baso. Baso war in der Küche. Oh! Hallo. So, good morning. Good morning, Caruso. Good morning. Hä? Timmy, du hast gedrückt. Ich hab gedrückt. Was ist mit mir? Hä, wo bist du? Ich war auf den Laptop gedrückt. Ich bin in Kitchen gerade und konnte irgendwie drücken. Ja, wow. Ich bin gerade mit Matteo. Achso, ich bin gerade. Aber Shusho war gerade. Also ich weiß, das Light gefixt. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ich weiß einfach, wer der Mörder ist. Ja, aber es ist doof. Oder erste Runde in Dingens, es dauert zu lange. Ja, sag lieber nicht, lass dich töten. Ja, okay. Ich habe auch gleich eine Info. Also, ihr müsst mir ja nicht glauben, aber die Mörderin ist Baso. Okay, warum? Ja, weil Baso den Mord begangen hat und dann ist sie gewendet. Von Kitchen ist sie rausgewendet in dieses Schlafzimmer links unter dem Fotoentwicklungsraum. Das habe ich halt gesehen. Okay, ich habe eine Frage. Ich beschreibe alles. Ich habe eine Metafrage und zwar, ich glaube, meine Rolle ist Buggy. Es wurde doch gesagt, der Hacker sieht doch nur die Farben, ob es hell oder dunkel ist. Ja, aber du siehst alle Farben? Ja, egal. Habe ich wahrscheinlich einfach nicht umgestellt. Ja, okay. Sei einfach OP. Also spielen wir jetzt so. Du darfst jetzt sagen, was du weißt. Ja, aber Simon, warum? Weil das Blöde ist, ich war an dem Hacktable und ich habe gesehen, wie Simon so richtig schnell von überall hingeploppt ist. Ja, und jetzt stell dir mal die Frage, warum ich gesehen habe, dass Baso gewendet ist. Weil ich bin Engineer und Baso ist in meinen. Baso ist in meinen Vent gesprungen. Das musstest du jetzt hier probieren, ne? Also das Ding ist, es kann ja sein, dass du Engineer bist, aber ich bin da nicht gewendet. Ich bin aber in die Main Hall da durchgelaufen. Also ich bin da vorbeigelaufen, weil ich durch Showers gelaufen bin am Anfang. Da waren Vlesk und Chantau, glaube ich. Und dann bin ich nach links gelaufen und bin da halt einfach vorbeigelaufen. Ja. Ich war nicht unten im Kitchen. Ist unwahr. Was ich auch noch sagen muss, ist, dass Shusho im Kitchen war mit mir und dann ich Shusho mit Jeff alleine gelassen habe. Ich bin erstmal bin ich nach links gelaufen und dann bin ich unten durch Showers gelaufen und Vlesk und Chantau müssen mich gesehen haben. Ihr wisst ja, wenn ich sterbe, wisst ihr ja, wenn ihr wollt. Ich habe dich gesehen. Ihr wisst ja, wenn ich sterbe. Simon hat das so überzeugend rübergebracht, dass er der Dings ist. Ich glaube, Simon, deswegen würde ich Baso voten, aber ich vote erstmal nicht. Ich habe gewotet, weil ich es halt gesehen habe. Also natürlich voten wir nicht, wir sind bei 9. Ja, ich habe auch nicht. Oh, ich habe auch 2 Votes bekommen, krass. Sehr gut. Oh, Simon, dann bist du ja safe. Es waren aber 10 Votes. Also Chantal, Leute, wenn ich tot bin, wird es mir liebe Persönlichkeit, die ich gerne in meinem Leben habe und auf gar keinen Fall missen möchte. Viel Spaß. Ich hab gesagt, wir finden direkt den Mörder. Wir finden direkt den Mörder. Die Sache ist, wenn ich jetzt hier drin bleibe, wenn ich jetzt hier drin bin, wenn diese Tür aufgeht, kann ich abhauen. Wenn jemand rüberfährt mit diesem Fluggerät, kann ich abhauen. Von oben kann keiner kommen, weil da keiner gerade ist. Oh, und da kommt auch schon jemand, und zwar Vlesk. Und er geht nach oben, okay. Schade, jetzt hat Vlesk mir leider meine Sicherheitstür kaputt gemacht. Das finde ich nicht so gut. Die Sache ist, eigentlich kann ich halt meine Aufgaben erledigen, weil falls ich sterbe, ist
falls ich sterbe, ist Barso halt raus. Also ich brauche nicht mal safe spielen. Oh. Oh, ich könnte repairen. Brauche ich aber nicht. Ich mache einfach normalen Fix. Ich will diesen Müller mal auslernen, aber das kriege ich nicht hin. Oh mein Gott. Da habe ich jetzt eine ganz, ganz brennende Frage an Mr. Matteo in Grün. Jo, was denn? Wo bist du hergekommen? Du bist ja gerade die Leitern runter in die Electrical. Ja. Genau. Aus der Schiffsmitte, also... Mainhole von Mainhole. Links. Genau. Okay, weil am Anfang der Duschen in Showers, Englisch, da liegt... Englisch, danke. da liegt Schuhe. Chantal könnte so richtig geil für Netflix Untertitel schreiben. Ja, Showers, Englisch. Ich habe auch einen lustigen Bug-Report, aber da habe ich noch Zeit. Könnt ihr erstmal also, diskutieren. Jetzt habe ich auch Käferbericht. Deutsch. Käfer. Ja, da liegt Schuhe schon. Mäntel kam halt so ein bisschen aus der Richtung. Käferbericht, lol. Also. Ja, also ich kam aus der Mitte und bin runtergeslidet, bin zu den Kameras. Vless, du kamst auch die Main Hall lang. Von wo kamst du? Meeting Room. Das stimmt, okay. Ich habe gesehen, wie der hochgegangen ist. Ich war unter dem Event. Okay. Ja, die Sache ist, ich habe noch einen Bug gefunden. In diesem Dreiecksvent zwischen Gap Room und Besenkammer oder was es ist, wo der Mülleimer drin ist. Da ist ja so ein Mülleimer, wo man Müller-Task machen muss. Aber da ist Boris ja. Becker im Teppich als, drin, oder? Genau, als, das wissen die Kinder nicht mehr, Mäntel. Das haben Scheiße, die, das ist schon allzu alt. Wer ist das? Also, in dieser Besenkammer, wo man diesen Mülleimer-Task machen muss, die kann man als Ingenieur nicht machen, weil du immer den Vent drückst, anstatt die Tasks, Maus, also. Maus. Mausklick, ja. Ach, auf den Mülleimer? Ja. Ah, okay. Das ist immer so schon immer so gewesen bei Tasks, die neben Vents sind. Ah, okay, das wusste ich noch nicht. Polus im Office war das genauso. Gut, also ist immer noch Barso und ja. Ja, ich würde gerne noch kurz gesagt haben, dass wenn der Kill in Showers war, ich auch eben noch Vless gesehen habe im Gap Room, als Licht aus war. Ich wollte darüber flappen, aber das war nicht auf der Seite von dem linken Gap Room. Und davor habe ich, keine Ahnung, bestimmt auch noch irgendjemand gesehen, aber gerade als reported wurde auch, war ich im Gap Room. Also nicht mal in der Nähe von Showers so. Nur weil gut, es jetzt gleich wieder heißt, so, dass ich sus bin. Es waren aber gerade drei Leute in Showers. Drei? Der reported hat, Leiche plus eins. Vielleicht okay, dann könnte Killer echt noch drin sein. Und Mäntel war es eventuell vielleicht doch Simon nicht. Im Vent? Vielleicht ich ja. War's nicht. Nee, ich war es aber nicht. Warst du im Vent? Nee, ich war im Gap Room Besenkammer. Also Chantau, du müsstest wissen, dass ich nicht bin, weil ich in der ersten Runde gecallt habe, dass Simon gewendet ist. Und das konnte ich ja nur, weil ich die extra Rolle habe. Das stimmt. Das ist richtig. Drei kluge Crewmates haben auf Barso gewotet. Nee. Zwei Imposter und einen Idioten-Crewmate. Gut. Ich bin der Idioten-Crewmate übrigens dann. So, jetzt versuche ich die Task nochmal zu machen. Wo ist denn die Müller-Mal-Task jetzt? Hä? Da. Ah. Geil. Das klappt ja wirklich. Duschen. So, Ich spiele jetzt komplett offen, weil warum soll ich mich verstecken, wenn ich sterbe, wissen die Leute halt, dass es Barso ist. Ich bin halt doppelsicher, weil wenn ich sterbe, ist meine Aussage sozusagen gut. Warum soll ich mich verstecken? Ich kann doch auch die Vents hacken. 05211. Das ist übrigens meine Telefonnummer, die geht genau so. Der Repair-Button ist schön. Oh oh, da kommt jemand. Oh. Das finde ich gut. Good mornings! Oh, Caruso ist Imposter. Caruso. Mornings. Soll ich proven, dass ich kein Imposter bin? Nee. Timmy, nur für dich? Nee, bitte nicht. Nein, wir glauben es. Nee, möchte nicht. Party. Yo, also Chantau liegt in Records. Mitten am Tisch. Girls, put your ach nee, Quatsch. Ja, nee, ganz am Tisch, aber so ein bisschen unten rechts. So zwischen Tisch und Regal. Also auf jeden Fall so, dass man ihn in Camp sehen könnte. Ich war an Lifeline, hab den Kill fallen sehen. Bin dann hochgelaufen. Eine Sekunde später kam mir Caruso entgegen. Ich glaube, dass er ganz, Imposter ganz schwer ist. Den Kill theoretisch gemacht haben könnte. Deshalb würde ich ihn eigentlich dafür sogar rausnehmen. Mhm. Wie, Caruso Andere kommt dir entgegen und du nimmst ihn raus? Oder wie? Jein, weil ich den Kill, wie gesagt, live gesehen habe. Ach so. Eine Sekunde später entgegen kam. Die einzige Möglichkeit wäre, dass er das beste Timing ever hatte und direkt von diesem One-Way-Event direkt runter in Gap Room rausgesprungen und sofort zu mir gelaufen ist. Aber das, glaube ich, kommt vom Timing nicht hin.
Ja, so, also ja, es müssen Blast und Baso sein, oder nicht? Ich habe die ganze Runde niemanden gesehen. Wo wart ihr alle? Nee. Kannst du nochmal Lifeline-Info geben, Pazzi? Die Zeit? Die Lifeline-Info, genaue Zeit, Kause, wir müssen 10 Sekunden, wir schätzen. Ja, ich hätte auch 10 Sekunden geschätzt. Also ja, die Zeit, Matteo, der Kill ist so lange her, wie man von Medical bis in die Main Hall läuft. Matteo, there's no way, wenn der Kill in Records liegt. Ich stehe gerade oder stande gerade mit dir am Admin-Panel. Hab meine Task da oben gemacht, die mit dem Steuerrad. Wir standen gerade am Admin-Panel im Cockpit, Matteo. Auf der anderen Seite. Den Kill auch nicht gemacht. Den hat er besser gemacht. Ja. Was ich auch noch mitteilen möchte, ist, ich dass meine Rolle nicht ganz so. Also, dass meine Rolle relativ pointless ist, wenn sie nicht funktioniert und ich doch noch manuell an die Lifeline rennen muss. Weil ich sehe nichts. Also, wenn ich das nächste Mal. Vielleicht bin ich erased. Wenn ich das nächste Mal in Imposter bin und mich entdeckt irgendjemand, seid auch so lieb und wartet bis 6. Wir sind bei sieben. Ja. Das würde. Können wir ja noch was warten. Was ist denn, wenn der Eraser das nicht sichtbar für dich macht, sondern du nach wie vor quasi die Rolle hast, aber sie einfach nichts mehr macht? Nee, Eraser ist raus. Der Eraser ist doch raus. Ach, Eraser ist raus. Okay. Es ist immer noch Baso übrigens. Ich glaube, du hast Engineer bist, aber ich glaube, dass du dich verguckt hast. Ja, aber du hast ja gewendet, das weiß ich ja. Nein, ich bin da lang gelaufen. Wer hat jetzt Baso gewählt, alles? Ich hab Baso gewählt. Aber ich habe immer die zwei Imposter-Votes drauf, ne? Zum ersten Mal. Sonst würden das gar nicht so viele Votes haben. Crewmates haben gewotet. Oh, jetzt habe ich Angst. Ich glaube, Mantle ist der Killer. Ich muss mich doch wieder verstecken. Ah! Oh Gott. Wenn ich jetzt nach da oben wende, wird Mantle mich sofort töten, oder? Ist schon jemand gestorben? Was denkt ihr? Ist schon jemand gestorben? Oder soll ich den Knopf nicht drücken? Ich hab den Knopf noch keinmal gedrückt heute. Ach, ich drück den Knopf nicht. Was soll's, oder? Soll ich den Knopf drücken? Ah, nee, drück ich nicht. Sehr gut. Ich hab mit mir selbst gekämpft. Soll ich den Knopf drücken oder nicht? Ich benutze mein Unge und Mental, wisst ihr, was richtig geil ist? Was? Wir alle drei sind Crewmates. Ich bin Mayor, Unge ist Engineer, Mental ist der Typ an den Dings. Ja. Und ich bin ein Kind gewesen. Und wir haben zu dritt 4 Votes für Baso bekommen und Timid ist ein Imposter-Kind. Wir haben den ultra-raren Shiny-Fall, dass das Kind ein Imposter ist. Und zwar, wie Prozent ist das? 10% oder so? Ja, aber es ist passiert, denn... Timid, wo warst du denn zuletzt? Hast du Blast gesehen, die Runde? Nö. Gar nicht, ne? Auch nicht in Nö. Electrical. Ich bin als Hacker an Admin gegangen. Ja. Hab gesehen, dass Timid und Blast in den Electrical waren. Hab dann gesagt, wenn Blast jetzt tot ist, dann war es der kleine Timid. Er war es wirklich. Sehr gut. Aber lass uns trotzdem bitte zuerst Baso voten. Wir fangen jetzt bei Timid. Bitte bei Baso zuerst. Ich würde ganz gerne noch mal kurz sagen, dass ich Timid gerade unten in der Kitchen und beim Viewing Deck noch gesehen habe und ich gerade durch Security ins Electrical gelaufen bin, zurückgelaufen bin, aber noch Matteo im Electrical gesehen habe und eine Sekunde später reportet er. Sehr gut. Ja, seltsam. Weil er wahrscheinlich dachte, dass ich da langkomme und den Kill sehe. Caruso, hören wir ganz kurz zu. Deswegen, Matteo, wolltest du mich nämlich auch schon ab Runde 8 voten, weil du mich einfach raushaben wolltest. Caruso, bitte, lass uns zuerst Baso voten, weil da war ich zu 100%, dass sie Imposter ist. Bei Timid weiß ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht. Bei Timid weiß ich noch nicht. Ich glaube tatsächlich, es sind Unge und Matteo. Leute, wir wissen, dass es Timid und Baso sind. Wir einigen uns jetzt einfach. Ja, bitte zuerst Baso. Bitte zuerst Baso. Okay. Dann? Baso. Votet doch einfach alle. Ich bin doch sowieso das entscheidende Zünglein an der Waage als Mayor. Nee, wenn wir beide jetzt auf Timid gewotet hätten und du auf Baso und wir sagen es nicht, dann hättest du überhaupt Arschkarte. Also ich kriege seit 5 Runden jedes Baso. Mal die zwei Imposter-Votes. So. Nee, die bekomme ich jetzt, Baso. Look at me, ich bekomme jetzt 2 Imposter-Votes. Caruso, ich sag dir einen Schlagsmoment, du hast Baso mitgewotet die letzten Runden, deswegen hatte sie so viele Votes. Ich will jetzt hier ein Argument von Linda hören, warum ich sie nicht vote. Weil ich glaube, dass Matteo da gerade self-reported hat im Electrical. Timid könnte ich rausnehmen für den Kill.
im Electrical, weil der gerade unten, also legit voll, der war Kitchen Viewing Deck und ich bin zur Security gegangen. Ich habe nichts verstanden, was du gesagt hast, weil ich gerade geredet habe. Ein Argument! Es tut mir leid, Linda. GG. Oh, Timmit hat mich nicht gewortet, danke. Also ich weiß immer noch nicht, ob es Mensch oder Timmit ist. Weil ich... Also es könnte immer noch Mental auch sein, ne? Oh, das wäre wild, oder? Ah, wäre wild. Ey, du feist richtig schön, Herr Uso. Dankeschön. Mach die Türen auf. Ich bin der Türmeister. Der Türchef. Ich musste leider den Knopf drücken, dass jemand die Leiter hochgekommen zu mir und ich wollte nicht abgestochen werden. Ja, also ich denke, können wählen. Ich habe repaired gerade. Also ich habe gerade instant das Light gefixt. Und Caruso. Simon, lass hier eine Silent-Vote-Runde draus machen. Das finde ich ja, spicy. Aber Caruso, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher, wir machen hier eine Silent-Vote-Runde raus. Okay, lass mal ganz kurz rechnen. Also Caruso hat 2 Votes, alle anderen haben 1. Dann sind es 2-3. Wenn jetzt alle falsch voten und Caruso richtig, dann hat Caruso trotzdem verloren. Ja, also, das stimmt. Das ist natürlich gefährlich, weil du verstehst nicht, wie dumm wir sind, Caruso. Also, die Sache ist, ich bin so dumm, dass ich immer noch... Das, ich guck mal, bin so guck mal, dumm. Caruso, wenn Wendel sich selber votet und ich auch noch Wendel vote. Egal, was du jetzt votest, ja, egal, was du jetzt votest, es kann nicht mehr. Ja, dann vote ich mich jetzt selber. Let's go! Ja, ich hab dich auch gewonnen, Simon, mach nicht! Okay. GG. GG. Ich weiß nicht, Matthäus ist. Ich bin's übrigens. Ja, ey, das mit dem Hacker ist viel zu OP, ey, what the fuck. Aber ja, also Hacker ist einfach eingestellt. Let's go! Krass. Ja, also wir müssen, müssen wieder ja, in diese Farben schade. Ändern, weil ich habe direkt am Anfang die Venta gesehen und direkt dann auch den Kill. Hättest oh mein Gott, also Bless war ja total versteckt. Wärst du kein Hacker gewesen, hätte niemand gefunden. Mhm. Es war halt aber auch, also wenn es wenig Leute sind, hat man auch einen guten Überblick. Am Anfang ist es noch schwer, weil es wirklich viele sind. Aber am Ende sagst du dann, okay, da laufen 2 zusammen rum, der ist verdächtig. Ja, vor mir hatte der auch alle Rollen, also... Ja, ich hab's umgestellt. Es war auch mega unlucky, weil ich Time Master war und ich hab in der Millisekunde, in der du mich getötet hast, auch draufgeklickt, aber es ging nicht mehr durch. Oh. An die anderen Sia, wie deutlich sieht man, dass jemand stirbt? Weil, also, kann ich nur Caruso beantworten. Sia, Caruso? Das war eben Sia, du warst eben Sia, oder hast du gelogen? Ich war ein Poster, ich hab verloren. Der war ein Poster in der Runde. Nee, aber da habe ich ihn umgebracht. Du hast mich einfach angelogen. Also ich hab gar nichts angelogen. Gesehen. Da war nichts. Ich habe mich ja sogar parallel an Lifeline gestellt, um zu gucken, wann jemand stirbt. Hab an Lifeline einen Kill fallen sehen und nichts gemerkt. Hm. Ja, wenn du in dem Ding drin bist, dann siehst du das auch nicht, glaube ich. Ja, flasht dich der komplette Bildschirm blau auf? Ist das nicht wie sonst auch hier der Keine Ahnung. Das ist doch nicht CSGO, Mann. Hör auf, den Chat zu stalken. Der Einzige, der das beantworten kann, ist Caruso. Doch. Ich guck mir den Chat richtig schön an. Wollen wir jetzt dann mal Polo spielen? Aha. Wir wollt, gerne. Ich hab den Chat schon auf dem Handy. Jetzt sind wir schon gestartet. Eine Runde. Caruso! Good mornings, good mornings, good mornings, good mornings, nix, nix, good mornings. Oh, der Leiter, die nutzlose Müllrolle. Stopp. Let's go, das ist doch geil. Oh. Ich kann jetzt Licht anmachen. Hui, das ist ja toll. Das ist ja wunderbar, ja. So, merken wir uns. Münze, Diamant, Smaragd, Münze. Münze, Diamant, Smaragd. Okay. Jetzt gehen wir komplett außen rum. Einmal komplett außen rum laufen. Gucken wir, ob jemand schon tot ist. Das war nicht so schneller Kill. Münze, Diamant, Smaragd, Münze. Münze, Diamant, Smaragd, Münze. Münze, Smaragd, Diamant, Münze, Smanz, Münze, Smanz, Münz. Münze, Diamant, Münze, 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 Smaragd. Münze, Diamant, Smaragd, Münze, Münze, Smaragd. Münze, Diamant, Smaragd, Münze. Boom! So ein Ding ist das. Der Diamant. Münze, Smanz. Okay. Wir bringen die Handtücher weg. Wir bringen die Handtücher weg. Yahoo, yahoo. Oh. Oha. Ist Caruso. Electrical eine Common Task? Hallo. Electrical.
Ja, nein, es gibt zwei Common-Tasks auf dieser Map. Kabel und oben im Meeting Room der Code. Aber alle Kabel dann? Wenn Kabel Common-Tasks sind, sind alle Kabel Common-Tasks? Oder nur eine? Was alle Kabel? Ja, okay, eine bestimmte Kabelsorte oder alle Kabel? Nee, das ist ein Unterschied. Alle Kabel. Kabeljau nur Kabeljau. Okay, Vase, hau raus. Ich habe Caruso gefunden im Security, der liegt vor der Kamera. Ich kam oben von Engine Room, glaube ich. Da habe ich Pazzi habe ich noch in der Kitchen getroffen. Jo, der hat Burger gemacht. Genau. Mich hast du auch getroffen. Ja, in der Main Hall oder so, glaube ich, ne, Unge? Ja, jetzt in diesem Gang, wo so zur Fotokamera geht. Ja, jedenfalls bin Security reingelaufen und der lag da vor den Camps. Dann ist es Matteo. Ja. Warte mal. Weil er auch einen Weihnachtsbaum am Kopf hat. Ja, ich habe. Und es ist kein Weihnacht. Ach, Mann. Also, warte mal ganz kurz. Jeff, wo bist denn du lang gelaufen, nachdem wir uns gecrossed haben in Electrical? Ich habe die ganze Zeit bis 7 gezählt. 1 bis 7. Schalter umgelegt. Und dann sind mehrere Leute gekreuzt. Du bist mir gekreuzt. Simon habe ich einmal gesehen. Timmit kam von Main Hall runter und dann wieder hoch und wieder runter. Wo hast du mich gesehen? Bist du nicht einmal durchgelaufen bei Electric und dann bist du hochgegangen zu Main Hall? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich gesehen habe. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur vergesslich. Ich habe dich einmal gesehen. Du bist da die Leiter hochgeklettert. Ich habe da bis 7 die Schalter umgelegt. Oh, da hast du wohl eine sehr große View Range. Okay. Nee, ich bin ein stinknormaler Crewmate. Timmit, warum glaubst du, dass ich es bin? Weil du mit Caruso gelaufen bist in Kitchen, dann habe ich euch verloren und Caruso war in den Camps und du warst weg. Patzi, also wo warst du vor Kitchen? Kamst du da? Ich kam von hier Weapons Armory, wie auch immer das Ding heißt. Okay. Habt ihr beide Waffentasks gehabt? Folgendes, ich bin gespawnt mit Baso, Shushu und Unge auf der rechten Seite in Cargo Bay. Und dann bin ich nach oben gelaufen und hab meine Task gemacht und dann war ich mit Chantau in Records und die Kamera ist ausgegangen vor so 5 Sekunden, glaube ich, Chantau. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber kann sein, ja. Sprich, ich würde gerne von Matteo die Rolle hören. Warum? Sag doch mal, was du für eine Rolle hast. Crew. Boah! Was? Ich hab letzte Runde gesagt, Baso von erster Runde aus. Ich hab Baso wenden sehen, alles. Baso wird nicht gewotet, 5 Runden lang. Und wie OP bin ich eigentlich? Ich bin da komplett raus. Und wisst ihr, ich hab mich nicht mal gewotet. Hä? Ich hab Timmit gewotet. Da muss ein Mayor mit drauf gewotet haben. Also explain yourself. Junge. Ich bin ja eine komplette Maschine. Ach, ja, du Scheiße. Du bist der beste Jester. Hey, what the fuck happened? Ey, aber ich hasse diese Jester-Rolle einfach so. Das wäre unsere Runde geworden, Les. Ja. Scheiße. Ey, wart ihr verliebt oder wart ihr beide Imposter? Wir waren beide Imposter. Ich frag mich jetzt eine Sache. Ey, ich bin ja. Wie sehr hasst du alle Menschen? Weil, guck mal, Baso habe ich outgecallt und es war obvious. Also, Baso wurde nicht gewotet. 6 Runden lang, bis nur 5 Leute da waren. Und dann wird Baso dann gewotet. Und Menschen. Ja, das ist irgendwie so dieses. Wir voten Matteo-Meme. Vor allem, ich war ja nicht mehr so krass Hass oder so, oder? Also, ich habe jetzt. Ich habe bei 9 Leuten. Also, bei 10 Leuten habe ich mir schon. Bei 9 Leuten habe ich schon gedacht, so knapp, würde ich jetzt mit drauf? Weil, also, die Chance, dass er wirklich Joker ist, der ist so verschwindend gering. Ja, wieder. Ah ja, du kannst ja nicht erkennen, dass er Joker ist. Aber hat den Mayor, der mitgewotet hat auf Matthias? Ja, Mayor hat mich drauf. Wer war denn der Bürgermeister? Sag mal, wer war der Bürgermeister? Gib ruhig zu, Simon, dass du es warst. Nee, ich war's nicht, ich war Leiter. Ja, ich war normaler Crewmate. Elena, wenn du irgendwen anderes getötet hättest. Ich glaube, wir haben einfach alle drauf gewotet. Das war kein Self-Report. Der instant Self-Report gegen den Seer. Einfach unlucky. What the fuck? G-Man, du bist einfach ein Tier. Ja, das ist richtig. Ey, Matteo, danke, dass du Jester warst. Ich habe mich schon vorbereitet auf die 40 Minuten Just Chatting jetzt vom Airship. Sehr gut. Wow. Let's go. What the fuck? Wollen wir noch mal eine Runde hier spielen, dann gucken, ob ja, eine Runde noch da und dann Polos. Gerne. Wow. Linda, ich konnte das jetzt trotzdem einfach als Win, deswegen. Nee. Masterclass. Masterclass, Matteo. Viel Spaß. Time Master, Leute. Ja, das heißt, ich kann mich schützen mit einem Schild. Das ist geil, ich kann mich schützen mit einem Schild. Oh. Brot, Fleisch, Fleisch, Brot. Okay. Brot, Fleisch, Fleisch, Salat, Brot. Ist falsch. Hä? Auf einmal ist was anderes. Ey, es ist immer was anderes. Brot, Zwiebel, Fleisch, Tomate. Brot, Zwiebel, Fleisch, Tomate, Brot. Okay, ich habe ein Timeshield. Jetzt wird's heftig. Oh, ich kann das Licht fixen. Scheiße. Mein Timeshield...
Halt nur 3 Sekunden. Oh oh. Oh oh. Wird Tim mit mich töten? Das ist die Frage. Boah, das Timesheet muss doch im richtigen Moment. Ah! Tim, ich hab gesehen. Ich hab gesehen, wie Tim gerade gekillt hat. Und zwar gelb. Ja. Aber erstmal Blesk. Ja, bitte Blesk. Ja, Tim hat gelb getötet. Ja, das hab ich auch gesehen. Keine Ahnung. Gelb liegt links. Inner. Nee, nicht links. Warte, lass mich mal Map aufmachen. In der Main Hall unter der Dusche. Also unter dieser Einzeldusche, nicht in Showers. Unter der Dusche? Unter der Einzeldusche. Dann was nochmal. Tim mit. Hallo, hört man mich? Ja. Wann habt ihr Tim mit killen sehen? Perfekt. Tim mit habe ich gerade killen sehen, wirklich vor einer Sekunde. Nein, also, Tim und ich sind eingesperrt. Tim und ich sind eingesperrt. Ich würde gerne noch was dazu sagen, Pazzi muss relativ frisch sein, weil der ist vorne auch in Mainhall unterwegs gewesen, der ist Richtung Showers gelaufen. Ist es gerade der allererste, ist es die erste Runde gerade, sind 2 Leute gestorben, ja, oder? Ja. Ich habe Lifeline-Info, Chantau ist vor 38 Sekunden gestorben und Parzival muss irgendwann in der Zeit gestorben sein. Ja, also bist du sicher, dass du auch richtig gezählt hast? Ich habe richtig gezählt. 40 Sekunden ist der Kill-Cooldown. Also ich stand an der Lifeline, Licht ging aus, Chantau ist gestorben und da habe ich richtig gezählt. Ja, dann kann ich Timmit jetzt wirklich rausnehmen, blöd, komplett. Ja. Ja. Also Timmit und ich waren gerade eingesperrt unten bei dem, wo Lichtschalter, wo man auch zu diesem Deck rausgeht. Das ist ja Parzi rechts neben uns getötet. Ja, ich könnte der Killer sein, aber du nicht. Danke. Weil Timmit, ich habe beobachtet, wie er das Handy-Signal gesucht hat, Tür war abgeschlossen. Ich wollte die Tür nicht aufmachen, ich dachte, ich bleibe jetzt mit Timmit hier eingesperrt. Und ja. Also Timmit ist zu 100% safe, also, ja. Danke. Ich habe eine schlechte Nachricht, Freunde. Was ich nicht verstehe ist, Party ist nach rechts weggelaufen in Main Hall. Der müsste über die Leiche drüber gelaufen sein. Wenn er gestorben ist, warum? Dann war Party wahrscheinlich Joker und hat die Leiche nicht reported. Weil wenn die älter gewesen ist, Party ist nach rechts gelaufen, wo soll er denn hinlaufen? Ja. Einen Treppensound gab es nämlich nicht. Sprich, er muss nach Showers gelaufen sein und dann ist er über die Leiche drüber gestiefelt. Ja. Warum? Ja. Jeff, oder hat die in Showers einfach nicht gesehen? Oder? Ich bin die liegt mitten in der Stadt unter das Ding. Der muss da drüber gelaufen sein. Ich habe mit Simon einen veganen Burger gemacht, bin dann nach rechts in die Kamera gelaufen, dann habe ich mein Elektrik gemacht und dann kam mir Basel entgegen aus Lifeline. Das stimmt. Ich habe potenziell schlechte Nachrichten. Sollte Vlesk Imposter sein, der Sheriff wird sich dran erschießen. Potenziell oder zumindest nicht durchkommen. Was ist denn jetzt? Du hast also Vlesk ein Schild gegeben. Nicht mehr das. Wow. Okay. Ein Schild. Vlesk, du hast also ein Schild. Vielleicht habe ich Blödsinn gebaut. Okay. Vielleicht. Ja, also schaltet nicht auf. Ich habe nicht nur ein Schild. Er hat auch ein Straßenschild. Oh, geiles Geräusch. Komm, wir gehen hier rein. Lass hier drin bleiben. Lass hier drin bleiben, David. Lass hier einfach im Klo bleiben. Es hat sich geil angehört, das zu fixen, das Klo. Ich vertraue dir mit jetzt. Oh, da ist Mantle vorbeigelaufen am Klo. Da ist Mantle am Klo vorbeigelaufen. Wir sind Cyber-Klo. Wir sind Cyber-Klempner. Die Cyber-Klempner, Cyber-Klempner. Wir sind halb Mensch und halb Maschine. Wir sind die Cyberklempner, ja, die Cyberklempner. Wir befreien jedes Klo von Verstopfung. Wir sind die Cyberklempner, Cyberklempner. Falls Sie Probleme mit Ihren Rohren haben, dann rufen Sie uns an. Die Cyberklempner, Timmit und Unge, ja, wir sind Cyberklempner. Cyberklempner, Cyberklempner. Timmit, wo bist du? Da ist er. Wir sind Cyberklempner. Cyberklempner, wir sind Oh oh. Okay, er hat sich versteckt. Okay. Cyberklempner, wir sind halb Maschine, halb Mensch und halb Klempner. Oh nein. Nein, Timmit, nein! 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 Okay, Moment. Vlesk, fang du an. Ich habe viele, viele wichtige Informationen. Aber fang du an, du hast reportet. Matteo. Du sagst, Matteo ist der Mörder? Matteo. Höchstwahrscheinlich, würde ich von ausgehen. Du bist gerade zu leicht gelaufen, oder nicht?
Ja, aber ja. Matteo ist gerade von mir, wir sind gerade mit ganz vielen Leuten in dem Raum gewesen, Lifeline, und Matteo ist gerade aus dem Raum rausgelaufen, also das ist schon sehr unwahrscheinlich, da musst du den Kill wirklich gesehen haben. Ich bin in Kameras, Tim ist an mir vorbeigelaufen, der ist an Security rein, in Electrical, ich laufe gerade rüber und die Leiche liegt neben Security rechts in dem kleinen Gang bei Electrical. Okay, mein Problem kann menschlich geschafft haben. Mein Problem ist, ich hatte gerade die Cam auf, als ich gelaufen, also die Map auf, als ich gelaufen bin. Deswegen, ich kann jetzt weder das eine noch das andere halt Also sagen. Es ist nicht gerade umgefallen, aber es sah so aus, als ob Matteo umgekehrt ist. Also, naja, doch, so letzten 10 Sekunden. Ich war in Medical und gehe nach oben und laufe Unge, Matteo und Timid entgegen, die alle nach links gelaufen sind. Ich bin in Cargo Bay reingelaufen, also es muss Unge oder Matteo gewesen sein. Nein, bestimmt nicht. Also Barso war es auf jeden Fall nicht. Also ich kann dir sagen, wie es ist. Mental war es nicht, das hat von der Zeit nicht gereicht. Barso war es nicht, die ist nach rechts oben gelaufen. Jeff war es nicht, der ist auch nach rechts oben gelaufen. Es können für den Kill nur in Frage kommen, Shushu und Vlesk. Der Kill und überhaupt. Shushu war Kill, ich aber bin, der Kill. Ich bin auf der linken Seite und beim Lights da unten und jetzt mache ich gerade den Burger und davor habe ich Jeff da gesehen. Aber Vlesk, auch als Kind Marzi hätte er... Marzi muss der Joker gewesen sein, du kannst jetzt nicht auch nur Joker sein. Matteo steht gerade in Report Range und ist nochmal umgedreht. Ich hab die Map auf. Also, das kann zeitlich irgendwie nicht so hinkommen. Ja, dann müsst ihr es beide sein. Also, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass du ihn rausnimmst. Jetzt ist kompletter Bullshit. Für mich sah es so aus, als wäre es zu früh. Für mich sah es so aus. Ich habe Matteo gewotet. Also, entweder sind Matteo. Dann ist es Simon. Dann, oder? Bist du dumm? Ich kann die Map auf Simon. Ich weiß nicht. Wer hast du jetzt gewotet, Mental? Ich habe dich jetzt gewotet. Ja, ist ja komplett dumm. Ich bin der Einzige, der dich rausgenommen hat. Ja, ich vote jetzt Mental, aber ist mir scheißegal. Ja, weil die anderen dich gewotet haben, ist eh zu spät bei 6. Aber. Du kriegst doch nur einen Vote von mir. Oh mein Gott, Blessing. Ja, Mental ist Jeff. Mental ist Jester, oder was? Timmy, du warst nicht müde. Ist Mental schon wieder Jester? Weil Mental kann es nicht, gewesen sein. Es war wieder ein Fehler einfach. Hä? Ja. Ja. Nein, aber wer hat denn den Kill gerade gemacht? Ich hab doch gerade gesagt, es kann Mental nicht gewesen sein. Mann, aber du redest halt, er steht auf der Leiche drauf. Ja, aber hör mir doch einfach zu. Er kann es zeitlich nicht gewesen sein. Doch, kann er. Er steht auf der Leiche drauf. Nein. Vor ihm das gibt's Unge, nicht, ich habe vor ihm getötet. Oh, vor seinem Gesicht. Was? Ja. Ist das geil. Aber Ich habe vor ihm getötet und er hat nicht auf mich geschossen, weil er Map auf hatte. Aber das wusste ich natürlich nicht. Ich hatte die Map nicht auf. Er hatte natürlich nicht die Map auf, aber ich wusste nicht, dass ich vom Joker töte. Barso, warst du zweiter Imposter? Nee, ich war zweiter Imposter. Ich hab doch gesagt, es kann nur Shushu oder Bless gewesen sein, habe ich gerade gesagt, aber ist egal. Ja, also ich habe den Kill auch gesehen, weil mein Charakter ist weitergelaufen und man sieht ja dann, was der sieht und da stand halt Bless in der Ecke. Und genau deswegen hat Vesto auf dich geschossen, weil er konnte erst in diesem Report-Moment weitergelaufen sein zur Leiche. Aber er hat nicht die Zeit gehabt, die Leiche zu töten, weil er ist gerade Sekunde bevor er reportet wurde, ist er aus dem Raum rausgelaufen, wo ich drin war. Deswegen wusste ich, dass Mantle es auf keinen Fall sein konnte, Barso es auf keinen Fall sein konnte und Jeff es auf keinen Fall sein konnte. Das Leben für mich Schuhe und Flesk. Einfach mal ich hätte daran denken sollen, dass er Joker ist, aber es ist halt, ich bin bei 6 Leuten. Okay, ich bin bei 6 Leuten. Ja, ich hab's mir, ich konnte es mir natürlich schon denken, nachdem er nicht auf mich geschossen hat. Nachdem ich hab ja einen Meter vor seinem Gesicht getötet und ich hab alles nachdem ich gewinne das 50-50. Und dann merke ich so, oh, ich bin im 50-50 mit jemandem, der potenzielle Joker ist. Was mache ich jetzt? Ich werde gewotet oder er wird gewotet. Sprich, ich gehe das Risiko in jedem Fall ein, weil ich sonst sowieso verloren habe. Ich dachte halt nicht, dass Vlesk Imposter ist, weil er ja, also es hätte ja auch ein Jester sein können, so deswegen war das für mich so. Ja, ja, ich fand's schön, wie Unge versucht hat, noch so letzte Sekunde zu sagen, Mental ist Jeff. krass. Weißt du, was hältst du so von Jester, von der Rolle? Gefällt dir, oder? Ja. Jester, Matteo. Aber es ist ich hab auch so gelacht. Ihr müsst einfach mich hören. Ich hätte einfach mich hören müssen, ich hab's gesagt. Aber die Sache ist, ihr sollt euch selber rausvoten, oder was? Nee, du hättest wissen müssen, weil Matteo hat sich da beim Kollegen. Nee, ich war da nicht. Ich wusste ja nur, dass Mental kein Imposter sein kann. Ich wusste ja. Aber so von meiner Sicht hätte es halt Matteo oder du sein können, Unge, weil ihr mir davor noch verstehe ich auch, Barso, weil du schon weiter weglaufen bist. Selbst aus meiner Sicht hätte es Matteo sein können. Weil er stand ja auf der Leiche drauf. Ja, ja, ich hätte den Kill aber wirklich machen können. Aber da hättest du sofort töten müssen, sofort, kaltblütig. Du gehst aus dem Raum raus und drückst sofort Kill, das hätte ich dir nicht zugetraut. Kaltblütig. Wenn du jetzt Map wechselst auf Polos, musst du wieder alles einstellen? Nee. Dann musst du einfach nur auf zu Polos. Und dann machen wir Morphling und so rein, ja, das ist gut.
Ich habe nur eine Frage, kann ich als Child die Treppe nicht benutzen? Weil ich konnte eine Runde lang komplett die Treppe nicht benutzen. Wie gut wäre das denn? Ja, es gibt wie gesagt einfach ein paar Bugs. Das ist kein Bug, das ist Assistenz. Das ist kein Bug. Du bist mit deinen kleinen Ärmchen da einfach nicht rangekommen. Kinder sind so dumm, um Leitern hochzugehen. So dumm. Das ist mal nämlich nicht hochgepackt, die Leiter hoch. Aber überleg doch mal. Mal ganz ernsthaft, das ist kein Bug. Das ist tatsächlich so, dass du auch so eine kleine Hitbox hast, das heißt an Task zum Teil nicht rankommst. Wie zum Beispiel auch auf Polos an die Mülltask unten links. Du kannst sie aber mit der Maus anklicken. Genauso wie wenn du Engineer von der bist. Ja, aber Task mit der Maus manuell anklicken, frage ich euch, kann ein dreijähriges Kind Leiter hochklettern? Oder zweijähriges Kind? Ja, nein, doch, ich war tatsächlich da ein Jahr. Mega Griffkraft. Warte, sorry, ich bin mit 1 aufs Hausdach hochgeklettert, weil meine Bauarbeiter eine Leiter stehen haben lassen. Ich bin fast gestorben. Mit 1? Ja, ja. Aber mit 1 konntest du mit 1 schon gehen? Ist das so für Affenarme? Oder krabbeln? Aber ich bin anscheinend auf dem Hausdach hochgeklettert, weil die Leiter stehen geworden ist. Kinder können auch so Klimmzüge und so ein Zeug. Ohne Scheiße. Ich bin mit 1 schon Marathon gelaufen. Let's go einfach bouldern. Ich jetzt sein, wir haben keinen Bock mehr. Joker ist so eine Scheiß-Therapierende ja, aus. Ich hab's euch gesagt. Das nächste Mal hört ihr auf mich. Das nächste Mal hört ihr auf mich. Spaß. Okay, Leute, wir sind Medic, wir können Leute shielden. Aber ich will niemanden shielden. Ich werde Mantle shielden. Hä? Wo ist Mantle? Ich hab's gesehen. Weißt du, warum ich's gesehen hab? Doch, ich hab's gesehen. Du hast einen scheiß Morphling gesehen. Ja, aber ich weiß, wer der Morphling ist, Flesk. Ich weiß, du hast angeblich gekillt, aber ich weiß, wer der Morphling ist. Ja, aber ich stehe daneben. Also der Morphling hat neben mir gemacht. Ja, und ich weiß auch, wer es ist. Weil ich wollte der Person ein Schild geben. Ich bin nämlich gerade Medic und ich dachte, dafür, dass er jetzt zweimal Jester war, gebe ich ihm jetzt direkt ein Schild. Es war Mantle. Ja, Mantle, du hast dich gerade in Vesk... Mantle hat sich gerade in Vesk verwandelt und hat dann gekillt. Und ich wusste, ich bin ihm einfach hinterhergelaufen, weil ich wollte ihm ja schillen weiter. Ich wollte trotzdem noch weiter schillen, weil mir scheißegal. aber jetzt vote ich. Das war frech. Das Problem ist, es ist dieser Bug, wo man direkt, wo man direkt dann Dings wird. Ja. Okay. Matteo, ich hoffe, du bist Joker jetzt. Nee, ist er nicht. Das geht gar nicht. Simon, hast du auch den zweiten Killer gesehen? Den zweiten Killer habe ich leider nicht gesehen, weil ich nur noch Augen für Mantle hatte. Verständlich. Ja. Aber auf jeden Fall, gute Runde. Ja, den zweiten Killer kann ich sagen. Ich musste gerade die ganze Runde daran denken, an die Vorstellung, wie Matteo mit Blesko zum Dreijährigen einfach bouldern ist. Also ich glaube, Chantau war der zweite. Ich glaub's. Ja, halten wir mal Chantau im Auge. Wer möchte ein Schild? Wer möchte ein Schild? Ich einfach von einem Dreijährigen outbouldert. Okay, keiner, danke. Was? Ich glaube, ich gebe besten Schild. Zack. Hat sich doch gelohnt, auf Mantle aufzupassen. Tja. Hat sich doch gelohnt, auf Mantle aufzupassen. Es hat sich doch gelohnt, auf Mantle aufzupassen. Ist ja niemand da? Doch, da ist Flesk. Krass. Oh, ist wirklich Chantau, ja. She moves in her own way. Ich bin schon groß und 8, komm doch und habe Spaß. Jo. Chantau? Der muss verbannt werden. Das ist lustig, weil Chantau aussieht, ein bisschen aussieht wie Caillou. Und das stimmt. der lebt rechts vor der Tür vor Electrical. Rechts vor der Tür vor Electrical, ja, okay, aber es ist ja einer in Camps, einer am Baum, einer in Lab und ich dann Table. Denn Lab ist Vlesk nach wie vor? Nee, ich war gerade mit Vlesk im Lab und Parzival ist gerade in Deacon unten gegangen. Die würde ich dann rausnehmen. Oben, Entschuldigung. Ja, oben vom Labor aus. Du hast mich dann nicht gesehen, ich war Weapons hast du gesagt, okay. Aber Jeff ist unwahrscheinlich, dass er Imposter ist, denke ich. Da heißt Baso und Vlesk. Wer ist denn in den Caps von euch? Jeff war es auch nicht.
Chantau. Also entweder Chantau lügt mit dem, wo die Leiche liegt, oder Parsifal, weil der in Camps ist. Woher weißt du, dass Parsifal ist oben im Labor? Ich bin in Camps, ich bin in Camps. Achso, Parsifal ist in links, aber wer ist in Camps? Weil als ich aus Electric, als ich aus Lab rübergelaufen bin, da waren die Camps noch nicht an. Ich stehe am Admin-Table, es ist ein Punkt in Camps. Hier. Und wer soll das sein? Jeff? Hm. Was? Actually war Chantau wirklich vorher im Labor. Hast du eine Rolle, die dich nicht fixen kann, Jeff? Nö, ich bin nur sehr. Ich habe aber auch den Kill nicht gesehen. Ich glaube, es ist raus. Ja, wie gesagt, sehr war bei mir schon raus mit Chantau. Raus. Wollte ich eh noch fragen, Caruso, wie sieht man, wenn ein Kill fällt? Blinkt das so blau auf wie sonst beim Schild? Kennst du das, wenn du als Imposter jemanden versuchst zu töten, der ein Schild hat, dieses rote? Ja, 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 ja. Ja, das ist halt in blau. Ja, genau, beziehungsweise wenn du. Ja, okay, dann habe ich das nicht bekommen, dann ist es vorbei. Aber es kann hier sein, dass Caruso das Bad Child ist, ne? Und genau. Gekillt hat und gar nicht im Admin steht. Das kann ja auch niemand. Ich glaube, es steht so komplett außer Frage, dass Caruso ein Bad Child ist. Okay. Ich denke, Chantau war. Nur nicht, ob er Imposter tötet. Ja, raus mit Chantau. Raus mit Chantau. Arme Bad. Was würde passieren, wenn wir denn. Ich hab Caruso geworden. Was? Ich kann Vlesk und Party covern, 100%. Was würde passieren, wenn man ein Child rausfällt? Verlieren alle. Ja, dann hat man verloren. Ja. Deswegen habe ich dich auch mitgewotet, einfach nur um Barso zu sagen, das wäre deine Schuld gewesen. Das heißt, der Sack kann von Free töten, bis er erwachsen also ist. Also Jeff, ich und Unge. Okay, jetzt kann ich es leider nicht mehr sagen. It's time for High School Musical, I guess. Das mussten die Leute auch checken, dass es. Das ist der. Ich moderiere jetzt. Ja, wir sehen hier, wie Gelb ganz gezielt zur Tür läuft. Er versucht, die Tür zu öffnen und er läuft weiter. Aha. Er tut so, als würde er das Licht fixen wollen, aber natürlich möchte er es überhaupt nicht. Er möchte natürlich am liebsten, dass es dunkel ist, aber er fixt das Licht, um ein Alibi zu bekommen von Barso. Jetzt rennt er rechts raus. Er denkt sich, ja, Barso glaubt jetzt, ich habe das Licht gefixt. Top. Habe ich auch gemacht, aber ich bin trotzdem der Mörder. Er rennt zurück. Er weiß nicht, wohin. Wohin mit seinem Leben? Was ist mit ihm los? Er rennt runter. Er rennt am Geist von Mantle vorbei. Er weiß aber nicht, dass Mantles Geister ist. Und er begegnet in wenigen Sekunden Caruso, der 16 Jahre alt ist, darf er nicht töten, weil sonst ist das Spiel vorbei. Wenn er das Kind tötet, ist das Spiel vorbei. Er weiß es, deswegen tötet er das Kind auch nicht. Kinder tötet man nicht. Aber manchmal schon. Manche Eltern machen das. Ist nicht schön. Und eine Gestalt ist ihm entgegengelaufen. Er hat nicht gekillt. Warum? Er hatte Angst. Okay, Koms. Er will, dass die Koms nicht gefixt werden. Er springt in den hier rein. Oh, 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 oh. Ja, wohin will er? Er kommt wieder raus. Okay, er hat keinen Bock, durch den Vent zu gehen. Er geht unten rein. Okay, alles klar. Er geht zum Wasserrad. Nein, er täuscht nur an. Er geht zum Baumraum. Nein, er macht gar nichts. Er rennt durch die Schleuse. Zack, 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 zack. Und da ist Parsifal. Und Parsifal ist tot. Das ging schnell. Ein gezielter Stich in die Brust. Und Chantau geht wieder in seine altbekannte Route durch die Kanalisation. Mal schauen, wie es weitergeht. Er ist vor Vlesk gewendet. Hat Vlesk das gesehen? Man weiß es nicht. Vlesk hat es wahrscheinlich nicht gesehen, aber wir gucken weiter. Er hat in dieser Route. Chantau ist wieder draußen. Chantau rennt an Vlesk vorbei. Ganz frech. Er geht so zu tun. Aha, und Weiß ist am Start. The sun is shining. We've got to work, figure out how to vote out Chantau. Caruso, lass ihn aufbrechen, bitte. Ich würde jetzt nicht im Boden, bitte, weil du jetzt erwachsen bist. Jeff, kannst du nochmal reden? Die Leiche liegt oben in Electrical und ich denke, dass es Chantau ist, weil wir alle gerade im Office waren und hochgelaufen sind und Chantau nicht bei uns war. Doch, ich bin auch in Office. Wer steht unten am Wasserrad? Ich, hallo. Hi. Hey. Hey. Ich glaube tatsächlich, bei dem Comms-Fix waren wir alle außer Chantau, actually. Also, ich kann euch aus der ersten Runde ja sagen, dass Matteo mich gemorpht hat und dann neben mir Jeff und Unge getötet hat. Sprich, von uns kann ja niemand den zweiten Kill gemacht haben. Jeff lebt noch, Chris. Timmit und Shushu wurden gekillt in der ersten Runde. Ja? Ja, Jeff lebt ja noch. Ja? Timmit und Shushu. Matteo hat neben mir Jeff und Unge getötet. Sprich, wir drei fallen raus, weil ist ja nur ein zweiter Kill gefallen, ganz am Anfang. Ach so, meinst du das? Sprich, Jeff, Unge und ich konnten gar nicht zweiter Imposter sein. Ja, aber ich bin oben im Dropship noch gewesen. Aha. Und dann ist noch ein Kill gefallen, als ich mit Barso in Lab war. Und ich bin da links gelaufen, bevor sie aus Lab raus ist. Ihr seid alle rausgelaufen aus dem Dropship. Ich stand da doch oben links in der Task. Kann auch ein Lover-Couple gewesen sein, ganz am Anfang, oder? Rein theoretisch? Wir müssen ja auf altbewährte Taktiken zurückgreifen. Ja, das ist ein guter. Ich habe zwei Leute teleportieren sehen, Flest. Ich habe zwei Leute auf Leute draufgehen sehen, deswegen.
Ach so, wen denn? Ich weiß nicht, ob es Chantau war oder vielleicht Caruso als kleines Kind. Deswegen, ich habe nur auf deinen Namen geachtet. Weil aber du wie, als wie kannst du das verwechseln, rein theoretisch? Weil ich nur auf Les geachtet habe, weil der pink war. Und ich habe halt noch gesehen, dass direkt nebenan noch jemand draufgesprungen ist auf die zweite Leiche. Okay. Hm, ich glaube schon nicht, dass er im Dropship war. Doch, war ich schon ganz oben. Ich glaube, also selbst wenn Chantau war, das mit dem Lover-Couple war ein guter Punkt, deswegen würde ich ihn gerne weiterspielen lassen. Mal gucken, wer es ist. Ich kann ja, tatsächlich Chef einfach lieben. Einfach direkt gewinnen. Na gut. Nein, ich habe jetzt mitgeskippt. Ja. Na gut. Wir wissen ja nicht hundertprozentig, was es so ist. Müssen wir nicht rausgehen. Und da geht es weiter. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Chantau geht los in die Startlöcher. Er flitzt los, er öffnet eine Tür. Wie ein Großer macht er das. Er hat die Tür geöffnet. Wie ein Großer. Wahnsinn, er faked die Computertask. Oh, mal gucken, wie lange er sie faked. Caruso macht sie in Wirklichkeit. Chantau faked aber nur. Jetzt ist die Frage. Chantau darf Caruso nicht töten, denn Caruso ist die andere hauptverdächtige Person in dieser ganzen Geschichte. Wenn Caruso aber jetzt Chantau hinterherläuft, dann wird es eine ganz schwere Nummer für Chantau. Dann wird es eine ganz schwere Nummer. Chantau faked den Download. Caruso rennt weg. Und Chantau faked den Download viel zu kurz. Viel zu kurz. Und es wird alles... Alle werden zu irgendwelchen grauen Schleim. Kommt hier raus? Kommt er kommt da raus? Okay. Und was macht er? Er geht in den Admin-Table. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Oh, 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 oh. Das war Vlesk. Und Vlesk ist nun tot. Mars Chantau versucht nach rechts zu flüchten. Wird er entkommen? Das ist die Frage. Da kommt Jeff. Jeff hat ihn noch gesehen. Jeff wird jetzt die Leiche wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird Jeff die Leiche finden. Chantau denkt sich so, oh, oh, Jeff wird die Leiche finden. Das ist nicht so gut. Wird er die Leiche finden? Das ist die Frage. Er rennt um den Stein rum, er rennt hinterher. Er will Jeff auch noch erledigen, aber zu spät. Jeff hat die Leiche schon... Nee, Baso hat die Leiche gefunden. Baso ist scheinbar... Baso ist scheinbar, Jester, deswegen... Was war das denn? Oh, er versucht da noch was zu töten. Oh, oh. Und jetzt hat Baso doch reportet. Good mornings. Wir können nicht zweimal voten. Comms sind gefixt. Was? What? Ich habe die Comms gefixt gerade, wir können nicht zweimal voten. Also, warum hast du nicht vorher reported? Weil ich wollte, dass jemand die Comms fixt, damit ich Admin-Panel-Info bekommen kann. Okay. Wer war gerade im Electrical? Caruso oder Jeff? Da war ich. Das war ich. Jeff? Okay. Nee, ich habe da Comms gefixt. Caruso hat gefixt. Caruso nee, war im Electrical, du warst, Caruso. Du warst vorher Lab. Das sieht gut aus für Chantau. Das ja, sieht verdammt gut aus. Ich war nie im Electrical, ich war jetzt ist die Frage, glauben die Leute, dass es Caruso? Ja, dann aber jetzt, nicht, dass du kannst ja. Aber wie soll ich denn im Electrical gewesen sein? Guck mal, meine Sicht, du hast Admin-Panel-Info von nachdem die Comms gefixt wurden, ah. Oder? Ja, ich habe einfach nur gefragt, wer im Electrical war. Und dann habe ich gesagt, Caruso oder Jeff. Jeff. Okay, Vlesk liegt im Admin-Panel. Ich bin durch Labor-Specimen gelaufen. Der lag da schon. Ich habe auch noch gewartet, bis Comms gefixt wurden, bevor ich reportet habe, weil ich gehofft habe, dass ich noch irgendwo eine Info haben kann. Chantau ist zwischendurch auch daran gesteppt, als ich da stand und Comms nicht gefixt waren, hat aber nicht reported. Nee. Oh, keine Ahnung. Ich denke, dass es Chantau ist, weil ich glaube nicht, dass ein Camouflager, Child und Imposter gleichzeitig sein kann. Außer Baso trickst uns ganze Zeit. Tweaks er euch. Nee, ich glaube auch, dass es jetzt Chantau hier ist. Wenn Caruso Comms gefixt hat, so würde er, glaube ich, als Imposter nicht Jeff machen. Jeff hat Comms gefixt, oder? Jeff war oben im Electrical. Du warst halt auch in der Nähe, Chantau. Es war ein dadurch, Fehler. Dass du da gerade rangesteppt bist. Ist ja, egal, ob du da jetzt nicht reported hast. Aber die Person war ja schon tot auf dem Boden. Ansonsten hättest du da reported, aber oder? Du warst, ja, lag da schon, als ich gekommen bin. Aber also, du warst halt in der Nähe, Chantau. Deswegen. Das war aber du warst ja auch in der Nähe. Du er hätte ja Baso abstechen sollen. Ah, er hätte Baso abstechen sollen. Laufen. Er hätte Baso abstechen sollen. Ja, aber Baso würde sich ja auch nicht selber voten, Chantau. Das macht ja keinen Sinn. Das ja, das stimmt. Ich würde trotzdem auch Caruso voten. Und ich bin auch, Jeff ist mir auch oben bei Specimen begegnet, so der hätte mich so easy wegnehmen können. Schade. Linda, du warst auch in der Nähe. Würdest du dich nicht selber voten, weil du es sein könntest? So? Hä? Ist doch gar keinen Sinn gerade. Ist doch okay, war doch mal bei Scheiße. Es ist ein bisschen blöd, dass Caruso noch sass war, rein theoretisch, aber er ist ja Child, er kann ja nicht beides sein. Ja, kann man, nice aber man Child. Kann doch Imposter-Child sein, oder nicht? Ja, aber ich hab ihn die ganze Zeit Camouflage. Ah, ja, true. Deswegen reicht das ja gerade auf. GG. GG. War interessant. Deshalb war ich auch so, ich bin nach true. Dem Comms, also ich hatte ja Comms gefixt, als wir da irgendwie zu fünf dran standen. Und ich war so, Moment, hä? Caruso kann's ja gar nicht sein.
Oh, dann muss es ja schaffen. Tot. Hey, ja, vor allen Dingen, das ist so bitter. Mantel wird rausgebotet und Jeff so, ich glaube, stand Tauber der Zweite, ja, ja, stand einfach nur oben im Dropship. Ihr habt nichts gemacht. War ja ein Lover, ne? Ja, ja, die Sache ist, es war ein Lover-Kabel, lol. Ja, 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 aber das war richtig gut geschalten von Gentau, dass er noch gesagt hat, das ist ein Lava. Ach, es ist aber wirklich ein Lava-Kabel. Es war wirklich ein Lava-Kabel. Ja, 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 Lava-Kabel. Ja. Für mich die Sache ist, Mantel, normalerweise achte ich nie darauf, wer sich verwandelt oder so, weil ich immer so lost bin. Aber ich wollte dir halt ein Schild geben und auf einmal bist du zu Celeste geworden. Das war halt Anlage, ne? Ja, also da standen halt 30 Leute einfach und ich drücke den Knopf für Sample, auf einmal bin ich Celeste. Ich so, okay. Aber ich glaube, es ist sonst niemandem aufgefallen, oder? Es hat sonst niemand gemerkt. Nee. Naja, also wir sind dann, ich bin mit Celeste zusammen rumgelaufen. Ja, aber Celeste hat auch nicht gesehen, dass du es warst. Ich glaube, Celeste hat auch nicht gesehen, dass du es warst. Man verliert nur, wenn das Kind Crew ist, wenn es rausgewotet wird. Übrigens. Ah! Wenn es ein Posterkind ist, dann kann man es rausvoten. Das ist halt ein sehr riskanter Vote dann. Krass. Ernsthaft? Krass. Leute, ihr habt mich da eben auch rausgewotet, als ich ein Posterkind war. Ja, aber da warst du schon erwachsen. Nachdem du erwachsen warst. Du warst erwachsen. Ja, ja. Das ja, aber man kann den auch, wenn er klein ist, rausvoten. Ach, echt jetzt? Achso, okay. Krass. Das hab ich, das finde ich aber sehr, sehr cool. Ich finde das Kind ist viel, viel cooler, dadurch, dass es auch ein Poster sein kann. Finde ich auch, ja. Ich würde mir so wünschen, Kind zu sein, weil ich dann weiß, ich bin bis ich 18 bin sicher. Ja, das ist voll geil. Kannst du machen, was du willst, überall rumlaufen. Und in die Ecke kacken. In der Mod gibt es keine Vampire, oder? Doch. Warum wollen wir keine Vampire aktiv machen? Statt Morphling, weil das Buggy? Oh, weil Vampir ist halt... Ist OP? Finde ich ja, das mega OP so, weil du halt nie genau weißt, wer welchen Kill gemacht haben kann. Ja, okay. Und alles auf einmal möglich ist. Ja, genau, okay, dann ist nur noch Rollenraten und irgendwie... Ja, ja. Aus dem gleichen Grund, wieso der Jackal halt, finde ich, schwer ist, weil du dann halt... Es ist nur noch ein Ratespiel und nicht mehr so... Denk dran, Matteo, stick to the step. Aber können wir eine Jackal-Runde machen, so als letzte Runde oder so? Irgendwas? Ja, ihr könnt ihn dann am Ende mal reinwerfen, wenn er wollt. Also, ja, können wir gerne machen. Macht die Regeln ja nicht. Also theoretisch könnte es auch... Theoretisch könnte es auch so sein, dass ich den Sample-Button gespammt habe und deswegen mich direkt verwandelt habe. Ich hatte den Bug auch schon gleich machen. Also aus Versehen doppelklickt. Ja, doch, wenn du einen Doppelklick machst, verwandelt sich sofort. Normalerweise das könnte auch sein. 10 Sekunden. Ja, ja, das ist ein Bug einfach nur. Das ist ein Bug. Achso. Achso, man hat einen Cooldown zwischen der Verwandlung. Mhm. Eigentlich hat man einen Cooldown, ja. So, ich glaube, so 5 Sekunden oder so nur. Okay. Ja, das bedeutet... Arschkarte. By the way, als Kind... Das ist kein Bug, das ist einfach kein Cooldown mehr. Wenn man als... Achso. Sicher. Wenn man als Kind Imposter Lichter ausmacht, hast du wieder einen Kill-Cooldown auf 30. Einfach nur einmal klicken und das Sample so. Dann geht der Glaube auf Nummer. Ich glaube, mit der Tastatur kann man es auch drücken, tatsächlich mit E, oder? Es ist im nächsten Update, wenn es gefixt, da ist dann das in 1 Sekunde Cooldown drauf, damit man nicht double-klicken kann. Aber aktuell müsst ihr aufpassen, wenn er Morphling wird. Okay. Also ich habe den Button safe gespammt, weil ich wollte unbedingt noch Samples, wo wir alle da zusammenstanden. Viel Spaß! Viel Spaß! Oh, Camouflage. Mal gucken, ich bin gespannt. Didim. Jim, 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 Jim. Didim. Tote. Da. Da.
Die Aufgabe habe ich nicht, die Aufgabe habe ich nicht. Ah, Chantal ist das. Good morning, America. Ich habe sehr interessante Infos. Aber erstmal lasse ich Caruso reden. I got a dead body found next to Cam's above the administration building. Yes, that's correct indeed. Wo genau? Wo genau? I can tell you. Wo genau? Wo genau? It was bare bones, a blue body. Chantal muss sagen, Englisch. Ist Englisch. Englisch. Danke. Caruso, wo genau? Above the administration building. Yep. Ah, okay. Top left side. Zwischen Adnan und Adnan. Cam's nearly got the killer, but weren't quite able to. Okay, ich kann jemanden exposen. Weiter, okay. Expose mal, Simon. Expose me, Simon. Nee, diesmal nicht Basel. Also, Caruso, willst du noch irgendwas erzählen, sonst expose ich direkt. Expose. Okay, also Parzival hat wahrscheinlich, nein, Parzival ist kein Imposter, aber Parzival hat wahrscheinlich eine Rolle, mit der er das Licht nicht fixen kann. Deswegen habe ich mich an seinen Arsch gehangen, weil ich dachte, okay, bei dem bin ich sicher. Weil er hat am Anfang, er war als allererst beim ersten Light aus, war er beim Licht. Richtig. Ich gehe zum Licht, er geht aber weg vom Licht, ohne es zu fixen. Dann dachte ich, okay, halt, wahrscheinlich ist er Major oder er ist dieses andere, was? Swapper. Und dann dachte ich, oh, da renne ich Parzival hinterher. Hier bin ich sicher und es ist auch nichts passiert und ich war bei Parzival, also er hat keinen Kill gemacht. Ich war auch beim zweiten Light tatsächlich der erste und bin dann wieder gegangen. Aber ich habe die Leiche auch, also ich kann das bestätigen, was Caruso soweit sagt, weil Chantal und ich haben beide die Leiche in der Cam gesehen, nachdem wir von Camouflage und Lights kamen. Ja, ich habe Lights gefixt. Ja, ich könnt auch. Ihr noch mal auf, könnt ihr nochmal auf Deutsch sagen, wo die Leiche liegt, weil ich kann kein Englisch. Links über Atmen, okay. Ich habe gerade Cam Atmen geguckt und da ist David Attenborough gerade hingelaufen und hat reported. War kein Self-Report und liegt ja laut den Leuten schon ein bisschen länger da. Irgendwer ist in der Natur reingelaufen vor, aber ich weiß nicht. Ich finde es so toll, dass Englisch euch so abholt. Linda, wo 12. bist du hingegangen? Schuschus ja, 12. Ich bin bald volljährig. Ich bin gerade aus dem Labor rausgegangen. Schuschus stand ja da noch eine Weile, als du dich gescannt hast. Und ich hab dich gesucht, ja. Jeff, du kamst unten aus O2. Wo warst du vorher? Genau. Ich war vorher in Communications. Ah, also da, wo dein Fehler war? Ich bin fast fertig mit all meinen Tasks. Ich muss noch einmal in Communications. Also ich find's schön, dass Shushu mit 12 sagt, sie ist fast erwachsen. Jetzt 13. Gleich bin ich voll hier. Ich bin auf Shushu aufgebaut. Gibt es Infos, wie lange? Gibt es Infos, wie lange der Kill sein könnte? Ich würde die vier Leute, im Lab rausnehmen. Zwischen 5 und 60 Sekunden. Da waren nur 4. Haben mich 2 Leute gewotet und dann wurde geswappt? Nein, es waren 4 Leute. Es waren 4 Leute im Lab, die würde ich rausnehmen. Aber ich habe 2 Leute gewotet, Possible. Voll gefährlich. Bin ich gemütet? Ja. Ja, dann kann ich euch sagen, Simon Unge ist eine Legende. Boah, scheiße, nicht gemütet. Ich kann da nur so stimmen. True. Caruso aber auch. Ich würde sogar das Kind töten. Okay, so hold on there a second. I can explain. It's really not that simple as it looks, alright? Wirklich, ich kann es erklären. Jeff, bitte. Okay, erklär. Also, folgendes ist passiert. Mental ist Sheriff gewesen. Und ich bin Engineer gewesen. Und ich bin in den Vent gesprungen. Und Mental dachte, er hat mich erwischt beim Wenden. Und dann ist Kartenflash angegangen. Und Mental hat einfach wild in den Vent reingestochen. Hat sich selber an mir getötet. Und dann bin ich aus dem Vent halt rausgekommen. Und dann bist du angekommen.
Und dann stand ich halt camouflaged neben Mantle und jetzt käme der Punkt, an dem wir uns küssen müssten. Aber jetzt hey, müssen wir kurz, okay, müssen wir kurz eine so eine Technicality klären. Als Sheriff kann man ja nicht mehr im Vent auf Leute schießen. Ach, der Part der Story macht natürlich keinen Sinn mehr. Oh. Ach so, okay. Ich glaube, aber ich bin halt rausgekommen, Caruso er hat auf mich geschossen. Ja, ja. Ah, hä? Okay. Kannst du auch kurz sagen, wo, Caruso? Also ich habe auch Wichtiges noch zu erzählen. Nee, aber Jeff kann sagen, wo, damit meine Story auch stimmt. Ich will nur wissen, wo, dann könnt ihr alle reden. Bei Communication, der Vent. Okay. Okay, ja, Jeff, ich habe auch was Lustiges zu erzählen. Und soll ich euch was Lustiges erzählen? Ja, raus. Mir sind zwei 16-jährige Teenie-Girls entgegengelaufen. Und zwar ist mir erst Shushu entgegengelaufen in Höhe von FBI, open up! Ich habe dich nicht gesehen. Ja. Aber ich hab dich zweimal gesehen, Shushu. Ich hab dich zweimal nicht gesehen. Ja, was sagst du jetzt? Oh nein, 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 Shushu. Zweimal habe ich ganz böse Flashbacks sofort. Aber also, wo hast du mich denn gesehen? Ich bin im Lab. Ja, ich hab dich, also ich hab dich einmal, vielleicht war es doch zweimal der Falsche. Vielleicht war es doch zweimal der Falsche. Ich hab dich einmal, wie heißt der Raum, wo man Kanister auffüllt, wie heißt der Raum nochmal? Storage? Sorry, so, sorry. Einmal Storage und einmal bei Communication. Also ich habe zweimal Shushu gesehen. Zweimal. Nee, also pass auf, ich kann euch auch sagen, ich habe Matteo im Electrical gesehen, als Koms ausgegangen ist. Dann dachte ich mir, was macht er da? Dann hat er der Electrical die Tür aufgemacht. Dann ist er runtergelaufen und ich bin Richtung Lab drüber. Also ich war weder in Koms noch in Storage drinnen. Also entweder muss die Person, die Shushu verhandelt war, dann gewendet sein und mir zweimal entgegengelaufen sein, oder es waren wirklich beide Shushus. Ein bisschen weniger Alkohol vielleicht auch. Hast du doppelt gesehen, weißt du? Könntest du. Ich habe bei Geburtstag gesagt. Shushu, warum warst du nochmal im Lab? Wir waren noch voll. Ich hatte meinen Klickschalter noch zum Umlegen. Glauben wir Caruso übrigens? Ja, ja, ich glaube Caruso, weil der Kill ist umgefallen und Caruso kam erst raus, also. Okay. Also Flesk und Basso standen eher live gerade und noch ein bisschen. Danke, Caruso. Schön Tausch, Verschwundung. Tot. Ich hab's gerade an Lifeline gesehen. Aber Chantau, bist du gerade gewendet? Ist egal, aber das, nee. Da hat jemand bei seinem Plan was nicht bedacht. Nee. Weil da hat jemand gerade im Office ganz entspannt neben mir Jeff weggebolzt, um dann zum Button zu rennen und selbst drauf zu drücken, bevor er sich zurückverwandelt. Ja, er hat mich erwischt. Simon, rede. Ich hab dir so vertraut, Simon. Ich hab dir so vertraut. Ja, Pastor hat mich, was Lustiges erzählt. Pastor hat mich erwischt. Pastor, ich habe irgendwas Lustiges. Ich sag. Also, Pastor war es nicht. Ach was? Ja. Ja. Und deswegen hast du jetzt auf den Button gedrückt? Du hast dich selbst gewotet, oder was? Ja. Simon hat wirklich keinen Ausweg gesehen. Simon, are you okay? Nein, nein. Nein, Pastor hat mich einfach erwischt. Da kann ich nicht raus aus der Nummer. Aber Chantau, okay, bist du gerade gewendet? Simon. Nee, ich war oben im Lab und bin dann runtergelaufen. Vielleicht habe ich jemanden geworfen oder so? Vielleicht denkt Simon jetzt, dass ich swappe, aber ich bin ja nicht. Du bist jetzt nicht im Admin unten? Nee, ich bin nicht im Admin unten. Nee, Chantau, der zweite war. Ich bin Lifeline rechts rausgelaufen. Der zweite hat auch richtig geilen Move. Ja, das stimmt. Warte, wo hast du Chantau wenden sehen? Also, ich war unten im Admin, kam Chantau aus dem Vent. Ach so. Was Chantau gerade gemacht hat, ist, er war an Lifeline, dann ist Camouflage gegangen, ist aus Office raus und dann rechts oben zum Vent gelaufen, das sah man in der Kamera. Außer er macht die Task jetzt an der Stelle, aber... Aber er kam unten aus dem Vent raus. Ja, ist egal, also getötet hat gerade ungefähr mir, um dann auf den Ball zu hauen. Ja, ja. Chantau, du kleiner Venthase. wie habt ihr mich da gerade gesehen? Beim Wenden war es wahrscheinlich gerade. Nee, Lights. Nein, also Lights war aus. Nicht du, Flesk. Nicht du, Flesk. Ja, Lights war aus und ich bin dann unten gewesen im Admin und dann bist du unten so aus dem Vent gekommen. Ich hab noch gehofft, dass irgendwie... Ich hab noch gehofft, dass irgendwie... Als Lights gerade aus und dann wieder anging. Lol.
Ey, Simon, nimm das bitte nicht persönlich, okay? Das ist voll okay, hey. Passiert im besten. Ich hab gehofft, dass die Leute irgendwie noch denken, dass ich Jester bin. Mann, wenn man so in diese verschiedene Farben geht, in diese Grau-Dinger, dann hat man so einen Zeitdruck und da habe ich einfach mein Gehirn ausgeschaltet. Ich nehme den Märtyrer tot. Drück da einfach. Okay. Ja, dann tschüss, ey. Also scheiße, 8 Sekunden. Einfach auf. Ja, der musste sich ja schon mal durch so eine Runde boxen gerade da. Hallo YouTube, schwer. Votet alle mich. Können wir trotzdem skippen und auf Chantau schießen, falls wir nicht. Nein, der hat sich ja getötet an mir. Der leidet. Ich finde, wir sagen jetzt noch mal einmal alle eine Eigenschaft. Wir sagen jetzt mal alle eine Eigenschaft, die uns an Chantau wenigstens gefällt. Ja, das gibt's nicht. Ich finde ihn lustig. Ich finde, Chantau ist, echt nett. Ja, komm, so einfach, ne? Wie war's denn? Also, jetzt ist die Frage, schaffe ich es potenziell noch, den Jester rauszukriegen? Nein, du musst jetzt auch nicht swappen, du kannst einfach jetzt... Oh. Actually, wenn Chantau Jester ist well played, gönne ich ihm komplett. Ja, aber dann darf er nicht Button nennen. Nee, da, wenn ich Jester, wenn er Button drücken. Buttonen, ja, aber mit Ö wird es geschrieben. Ich hab trotzdem gemacht. Ah, juhu! NN. Du kleiner... Kleine Ratte. Nee. Eieiei. Ich hatte überlegt, Chantau. Hätte ich noch gerettet. Gigi. Mann, ich hab gedacht, dass ich, wenn ich einfach so obvious sage, vielleicht denkt ihr noch irgendwie, dass eine Chance besteht, dass ich Jester bin. Aber ich hab. Die Sache ist. Ich hab Camouflage. Du drückst den Button und redest ja, einfach nicht. Ja, war einfach dumm, mein Gehirn. Ich hab Camouflage und dann war mein Gehirn auf einmal ausgestellt. Und dachte, ich hab Zeitdruck, ich töte jetzt jemanden. Aber hab ich vergessen, dass. Ich komm ja nicht weg. Aber ich hätte wenden können. Ach so, ich glaub, du wärst nicht zum Wend gekommen. Ich dachte, genau deswegen hast du so gepennt. Hätte vielleicht noch gereicht. Der Cooldown ist nach den Meetings auf 40 Sekunden, soll das so sein? Ja. Also wir haben auch wenige Tasks für Polus. Es echt geht super schnell mit den Tasks. Wir haben Maximum. Wir haben 2-3 Tasks. Aber es wurde auch sehr langsam gekillt, diese Runde. Oh, okay, okay. Ja, wir haben fast, also ich habe keinen Kai-Kill gemacht. Ich habe erstmal versucht, mir Vertrauen aufzubauen und dann habe ich... Ja, du warst die ganze Zeit mit Parsimal unterwegs. Ja, dann habe ich vor Parsimal gekillt. Einfach wegmachen, so. Das war eine gute Runde. Simon beschützt mich die ganze Zeit. Aber wenn ihr Lover-Couple gewesen wärt, wären es 10. Das wären 10 gewesen, ja. Mann! Ja, ich habe so richtig, das war so richtig branded. Ja, stell dir mal vor, du bist Sheriff und schießt auf einen Engineer im Vent. Imagine. Ich wollte Caruso gerade aus dem Vent holen, dann holst du ihn aus dem Vent. Oh nein. Hey, voll gut, oder nicht? Ich glaube, dass manchmal übrigens die Anzeige buggy ist. Manchmal leuchten einfach Vents blau, obwohl Caruso nicht in der Nähe war. Dann nehmen wir drin. Leuchten nicht alle blau, in dessen Komplex er gerade ist? Ja. Also falls er gerade zum Beispiel in Security ist, leuchtet auch am Baum und draußen vor dem Zaun der Eventblock. Ja, dann let's go. Ja, aber okay. Also okay. Jetzt schon sehr lustige Runden heute. Sehr lustige Runden. Ich hab sehr viel Spaß. Ich dachte so, was macht mein Gehirn? Spaß, so geil. Was mache ich jetzt? Okay, wir haben direkt die nächste Chance bekommen. Let's go. Tidim. Ah. Soll ich das Kind einfach abschlachten? Oh Mann, soll ich das Kind einfach abschlachten? Ich weiß es nicht. Ich will einfach einen schnellen Kill jetzt machen. Blau ist tot. LOL? Bye, Timmy. Also. Good mornings. Naja. Vote me out. Ich stehe. Ja, das. Ja, ich weiß. Wusstet ihr, dass Timid rückwärts Timid heißt? Also, ich. Nee. Hä? Stimmt. Stimmt. Ja, also, ich stehe gerade auf der Leiche und wisst ihr, wer neben mir steht? Schuschu. Ja, aber Moment. Ich kann auch begründen, warum. Weil ich bin. Also, Matteo war draußen, dann bin ich reingelaufen, habe am Lifeline gesehen, da war Blau schon tot. Dann bin ich zum Admin-Panel unten, dann habe ich gesehen, dass sozusagen. Also, er liegt ja da. Und daraufhin habe ich geguckt, wo die Leute sind. Einer war im Lab
Und 4 oder 5 Leute waren O2. Ja, Chantau, ich und Linda waren O2. Kann Matteo das bestätigen, dass die Leiche schon das ist, dass Timmit schon tot? 100% korrekt. Okay, und zwar, okay. Timmit war schon tot, als Schuh reinlief. Ja. Okay, das heißt, okay. Sie ist auf jeden Fall raus für den Kill. Deswegen habe ich auch nicht reportet, weil ich gucken wollte, wo halt jemand hingeht. Und einer war im Lab. Wer war die Person? Caruso. Ah, okay. It was me. Wenn Schuh für den Kill raus, das sollte halt wirklich, also dann ist Jeff, der an Camps stand, raus. Und nach Aussage von Vlesk, wer war das bei dir noch? Ich und Linda Chantau. Und Freddy. Chantau. Ja. Aha. Ja, dann sind wir eigentlich alle 5 dafür raus. Jeff kann proven, dass ich in die Cam gelaufen bin und danach nach unten zu. Die Cam waren auch an, als ich reingegangen bin in Lifeline. Das habe ich gesehen. Ich bin danach rausgegangen und bin Parzival. Wer jetzt hier was proved, ich glaube Parzival nicht. Perfekt. Der hat so einen Unterton. Hört ihr das nicht? Ich würde ja sagen, sag mal was. Ist so aber nach links gegangen, Mann. Ja. Aber das ist der High-IQ-Play. Das ist der High-IQ-Play. Aber wir testen das mal ganz kurz. Weil ich, wenn ich jetzt gegen Schuschu mit rückwärts. Schwierig. Ach, scheiße. Ich bin nicht so gut im Namen rückwärts. Ja, sorry, schon verkackt. Schon hat mein Vote. Ja, ich hab auch gewotet. Einfach reingeschissen. Ja. Oh, Nash. Einfach reingeschissen. Ich glaube, Ome ist es. Ich glaube auch. Ich auch. Aber, random call, aber ich warte, bis ich, wie heißt das, grau mache und den dann Button drücke. Hallo. Was für Vote auf Party war da gerade? Ich hab gerade den richtigen Vote. Hey! Ja, warte mal, da rausgeflogen bist. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man Kind in Lava schmeißt. Oh mein Gott. Okay. Mach dir keine das Sorgen, brennt. Die Männer mit den. Oh Gott, Chantau. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Fertig, 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 fertig. Ich will das Baby töten. Ich will das Kind die ganze Zeit töten. Ich will das Kind töten. Ich will das Kind töten. Ich will dein Kind umbringen. Das dürft ihr nicht klippen. Das könnte falsch rüberkommen. Ich habe schon wieder eine Leiche gefunden. Ach du Scheiße. Also langsam wird's verdächtig, dass ich hier vielleicht der Mörder bin. Also. Simon, du musst dich verteidigen. Du hast im Drop reported. Ich musste Pause machen, obwohl das Lied gerade einen Drop hat. Ah, es tut mir leid. Also ich bin taub. Er liegt in der Schlucht. Englisch. In der sogenannten Schlucht. Wo ist die Schlucht? Wisst ihr, wo die Schlucht ist? Also, zwischen Communications und Admin, da ist doch so eine Gasse. Ich nenne sie auch gerne mal die Schlucht. Und da ist eine Leiche in die Schlucht gefallen. Warte mal, komm und atmen. Ich versuch's. Ja, zwischen, also dieser Gang halt. Da würde, ja, am Comfix quasi. Ich weiß, ich bin gerade aus Lab rausgelaufen, ich weiß, dass Caruso in Lab ist. Und ich weiß auch, dass Mantel in Lab weiter reingelaufen ist. Deswegen würde ich die beiden ausschließen. Ja, Parzi ist auch da. Man kann mich sogar auch ausschließen, weil ich stehe im Decon, richtig. Und Vlesk war da vorher auch. Oh. Ich bin nämlich auf den Scanner gegangen, da ist er Richtung Vent an die Kabel rangelaufen. Wilder Wer hat denn gerade Electrical die Tür aufgemacht? Und dann ich muss er wieder rausgelaufen sein. Auf welche Tür meinst du? Ja, die zu Electrical rein. Also. Ja, doch, das war ich. Chuchu, warst du eingesperrt und an Camps? Nee. Ich lauf gerade in Electrical rein. Ja, da würde aber schon wieder. Schuschu ist schon wieder sehr gefährlich nah am Kill. Schon wie eher. Ja, aber ich. Also, ja. Dann muss ja Matteo mein Partner sein. Ja, das glaube ich auch. Warum? Hä, warum? Weil Matteo du eben das Alibi gegeben hast. Ja, weil du ja gesagt hast, dass ich den Kill an Timmit nicht sein könnte. Also, davor war sie es nicht. Der Kill, den kann sie gemacht haben. Ich habe übrigens das Gefühl gehabt, dass so. Jo, bitte. Weil sie in Communications war, wo ist die danach hingegangen? Weil, wenn die Schlucht daneben ist, dann. Ja, ich bin auch, ich war gerade in Comms, hab Download oder Upload oder so gemacht, was man da macht, bin rechts raus, hatte den Report-Button auch schon, aber dadurch, dass es noch dunkel war, wollte ich nicht direkt einfach nur drücken, sondern bin noch so hoch runtergelaufen. Ja, aber Simon hat mich wahrscheinlich gar nicht gesehen, ich habe ihn auch nicht gesehen. Die Leiche liegt wirklich da, ich hatte auch schon Button. Aber Soll ich was sagen? Ach so, Baso, du bist auch da, okay, ich habe dich nicht gesehen. Nee, ich habe dich auch nicht gesehen, Simon, es war ja auch dunkel noch, Licht aus. Baso. Nein, nix, Lukas. Okay. Oh.
Be that way. Ja, also auf jeden Fall, ich wollte auch kurz sagen, es kann gut sein, dass Vlesk Ingenieur war, weil ich kann mir nicht so wirklich... Jetzt vertraue ich dir, Baso. Ich hab dich gewotet, weil du mir meine Frage hast. Ja, dann bist du ein Imposterkind. Ja, bist du ein Imposterkind. Hast du dich selbst gewotet? Ich bin ein Imposterkind dann anscheinend. Vote mich doch, kill mich doch, Simon. Ja, okay, ich werde jetzt abstechen. Ich steche jetzt ab. Komm, ich steche ab, komm. Ich steche ab, komm. Komm, ich steche ab, komm, ich steche ab, komm. Komm, ich steche ab, komm. Ich stech dich ab. Komm, Caruso, ich stech dich ab. Komm, Caruso, ich stech dich ab. Du bist nämlich kein Kind mehr. Du bist kein Kind mehr, Caruso. Du bist kein Kind mehr. Na komm, Caruso, na komm. Na komm, Caruso. Du bist kein kleines Scheißkind mehr. Komm, Caruso. Du bist kein kleines Scheißkind mehr. Komm schon. Ich werde dich jetzt abstechen, Caruso. Ich werde dich jetzt abstechen. Ich werde dich jetzt abstechen, Caruso. Ich werde dich abstechen. Werde ich dich abstechen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt werde ich abstechen. Jetzt werde ich wieder abstechen. So, ich werde wieder abstechen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, so, ich abstechen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Von beiden Seiten steche ich dich ab. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, zwei Leute sind tot. Oh, 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 oh. So werde ich dich abstechen, so. So werde ich dich abstechen, so werde ich dich abstechen. Die liegt electrical, die sind electrical. Die sind electrical. Die sind electrical. Ich werde dich abstechen. Ist keine Leiche, ist keine Leiche. Ah, ich hatte Kill-Cooldown. Mist, ich wollte gerade Caruso abstechen, weil er 18 ist. Es ist... Simon Unge. Ja, er hat mich erwischt. Er ist ein Killer, ein Killer, ein Killer, ein Killer. Er ist ein Killer der G. Was? Mhm. Mörder, pass auf. Shut down, du bist so dumm. wen habe ich denn reported? Welche Farbe? Pazziva. Ja, scheiße. Pazzi, ja. Ich hätte am liebsten Linda reported. Rot-Weiß sind gestorben, ne? Pommes. Chantau, bitte. Simon Unge hat keinen dieser Mord. Ich hätte dich aber fast gekillt. Ich habe die ganze Zeit. Ich bin knapp übers Messer. Ja, ganz knapp übers Messer. Ich habe die ganze Zeit. Du musst dir den Stream. Du musst dir den Stream nachher angucken. Du musst dir den Stream nachher angucken, weil ich habe die ganze Zeit wirklich pausenlos gesagt: So werde ich abstechen, so werde ich abstechen, so. Simon Unge und ich sind aus Dekon unten rausgekommen. Kinder, 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 wir müssen gleich voten. Ja, okay. Wir sind sechs Leute, wir haben zwei Poster drin. Ich habe einen Toten gefunden. Über Weapons. Da kam gerade Shushu raus. Das ist einer an Camps und es ist auch einer an in Lab gerade. Wer ist in Camps? Ja. Da ist Baso. Wer ist in Camps? Tote Person. Ist da tot wahrscheinlich. Caruso, also Sache ist schon sehr lange. Ja, Caruso, ich war Lab, danach ist Jeff rein. Kam doch erst aus Weapons unten raus. Ja, genau. Nee, ich kam aus Comms raus und ich war eingesperrt und hab vorher den Download gemacht und dann Weapons die Task und die Tür ging zu, als ich reinging. Ja. Und jetzt bin ich rausgekommen, da seid ihr mir gecrossed. Also ich würde tatsächlich Shushu eher rausnehmen. Ich sag euch warum. Same. Weil, als warum wir auf Lifeline geguckt haben, warum sollen die ganze Zeit... Ja, links da drüber ist warum, ein Leiche. Genau. Warum soll die... Weil es waren zwei Leute tot, als wir Lifeline geguckt haben. Warum soll Shushu die ganze Zeit von Leiche bleiben? Toll, dumm. Ja, ich denke, ich war wirklich super lange da drin. Mensch, du kommst ja von links. Mensch, du kommst ja von links. Warum? Ich bin Sheriff, ich kann gleich noch schießen. Ja. Für mich sind es Mantle und Jeff. Ich bin's nicht, ich bin Mayer. Wir müssen uns auf einen einigen. Okay, dann vote zweimal auf Jeff. Ich vote jetzt zweimal auf Jeff. Ich bin's nicht, ich bin cool mit. Ich hab's aber getan jetzt schon. Okay, Rest wurde doch Mantle, let's go. Ich habe aber zwei. Ja, wirklich, Caruso, sag mir, Caruso oder nicht? Ich würde Mantle voten an der Stelle hier. Ich bin Mayer, ihr verkackt. Ich bin Mayer. Ich bin cool mit. Chantau schießt auf Caruso. Oh! Chantau schießt auf Schuh, bitte. Caruso ist es nicht. Warum haben wir nicht Shushu gewotet? Die Sache ist, wir haben die Kills gesehen. In Weapons, ja. Sie war eingeschlossen in Weapons und da drüber... Shushu macht keinen Sinn, Caruso macht keinen Sinn. Wieso hast du nicht geschossen? Links, okay, Chantau raus. Man hat 45 Sekunden Killcode als Sheriff. Warum sollte ich da schießen? Ah, gut. Also ich würde jetzt gerne nur noch mal mich verteidigen, bevor ich dann wieder nur 5 Sekunden... Nö, wir glauben nicht, Shushu.
Weil also ich werde dich voten. Du kannst auch nicht mehr raus. Safe. Du kannst nicht mehr raus. Guck mal, Chantau ist Sheriff und er ist geproved. Lass Mantle, ihn doch mal trotzdem reden. Nein, nee, nee, nein, sie ist geproved. Chantau ist safe. Mantle ist Imposter. Ich wollte halt nur, also ich verstehe tatsächlich nicht, warum Chantau auf mich geht, weil ich habe gesagt, was ich gemacht habe, die Leiche stand irgendwo über. Doch, du hast gesagt, warum wird nicht auf Schuh gewotet, aber also ich verstehe es nicht. Ich stehe, keine Ahnung, wie lange das dauert, 20 Sekunden oder 30 Sekunden in Web, Comms unten drin, gehe raus und danach wird eine Leiche reportet und ich bin aber rechts rumgelaufen. Deswegen verstehe ich nicht, wieso dann zum Schluss so in der letzten Sekunde gecallt wird, ja, warum wird nicht Schuh gewotet, dann schießt doch einfach. Ja, also, weißt du, was auch dumm ist? Ja, aber wenn Jeff falsch ist und du wegrennst, Chantau, und diese zwei Imposter noch drin sind, dann kann ich ja niemanden töten. Okay, Chantau, ich sag dir was, okay? Pass auf. Es sind zwei Leute gestorben, weil ich mit Caruso unterwegs war. Caruso ist safe raus. Mantle ist Mayors, haben wir gesehen an den Votes, glaube ich. Glaube ich, wenn wir nicht. Oben Lab vor. Wer, ja, es war mehr drin. Schuh. Es waren 4-2-1. Ja, es war ein Wort zu viel, genau so. Schuh, sehr unwahrscheinlich, kann aber sein. Und jetzt, pass auf, RXZ war relativ wahrscheinlich Imposter, weil es muss ja zwei noch drin sein und wir haben ja von allen anderen die Rollen. Und deswegen denke ich, dass wir Jeff richtig liegen und du drückst den Button aus Verzweiflung. Also das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist. Warum könnt ihr kein Tech-Team sein? Caruso und Unge, warum geht ja, das nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, aber ich. Keine Ahnung. Warum nicht Mantle? Gar nicht. Nee, er hat es überführt. Scheiße. Nein, er hat es überführt. Sag euch, warum nicht? Und zwar, ich kam in Admin rein. Simon, und Lifeline was jetzt? Okay. Jetzt hat er kann nur einfaches Wort. Er kann nur einfaches Wort. Er kann es nicht aufhalten, Simon. Zusammen holen wir das noch, oder? Ja. Komm, wir wollen einfach Chantau. Sag Mantle. Also Caruso und Unge sind es einfach nicht. Es können nur noch Chantau und Schuh. Ich habe Caruso gewotet. Du hast Caruso. Okay, ihr votet also beide Chantau. Ich wollte Schuhschuh. Ja, ich bin Schuhschuh. Nein, das ist doch. Selbst ja, ich wurde Schuhschuh. Er ist Chantau. Ich hab Chantau gewonnen. Ja, ist vorbei. Mayor. Ist vorbei. Chantau ist ja wirklich bad. Chantau, was soll das? Ja, wie? Warum? Was soll das, dass du nicht schießt? Ja, weil noch zwei Imposter drin sind, rein theoretisch. Ich fand sein Play eigentlich ziemlich geil. Es sind wirklich zwei Imposter drin! Ja! Let's go! Let's go! Hey, Caruso, warum konntest du nur rausnehmen? Wie hart wurden wir denn verarscht? Schon ist Simon. Simon, ja. Ey, aber ey, ohne Witz. Nein, wir waren gar nichts. Sie waren gar nichts. Ich hab gesagt, ich steche da. Aber wie sind das? Also, manchmal eine dieser schlechten Romanzen mit der Person. Ja, ganz gut. Bin ich einfach super dumm? Ups, ja, nee, also ich hab pass auf, ich hab den Killern Parsi gemacht, hab mich unten Weapons reingestellt, aber einfach gewartet. Ich war da wirklich einfach die ganze Zeit gestanden. Nee, also die Sache ist, Caruso und Unge konnten sich safe. Warum hast du so reingeschissen gerade? Nee, Caruso und Unge haben sich gesaved, weil beide gestorben sind. Nee, Caruso konnte auch mit saven. Die haben Parsi und Basi waren ein Matteo, ich war mit Simon in Specimen und es war ein Lover-Couple dead. Deswegen. Ah, dann hab ich reingeschissen. Ist meine Schuld. Ich dachte wirklich, es wären zwei Leute getötet worden. Meine Schuld, ist meine Schuld. Aber Unge, ich wüsste, mein Herz. Ich dachte die ganze Zeit, warum verkaufst du? Ich hab dich kein Mal verkauft, Schuschel. Ich hab dich kein Mal verkauft. Matteo, hättest du in der letzten Runde auf mich gehört? Nein, das war ja absichtlich. Und mit mir zusammen Unge gewotet, dann hätten wir es immerhin retten können. Was nicht ändert, dass wir davor reingeschissen haben mit Jeff. Das Wilde ist, ich dachte, das ist ein Joke, dass ihr euch gegenseitig votet. Simon? Nee, ich hab Simon gewotet. Ja, was denn? Was denn? Ich war Medic, hab dich geschildert, du hast mich umgebracht. Ja. Was hast du davon, du Schwein? Ja. Hat mich abgeholt. Ja. Lass einen Daumen nach oben, da, gute Runde. Ich komm zu Unge, erzähle mich. So. Timmy, hier, nimm meine Liebe. Und Simon hat so, ich will deine Liebe nicht. Caruso, was glaubst du, wie schwer das für mich war, nicht zuzustechen, als wir ins Festival waren? Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich stech dich ab, aber ich hab's nicht gemacht. Geil, ey. Scheiße, das war dann richtig geil. Tut mir leid. Nee, ist okay, Passi. Ich möchte nicht drüber reden. War eine sehr, sehr geile Runde. Ich habe sofort immer die Leiche reportet, sofort, damit Schuschu rausfliegt. Spaß. Die erste Leiche, die erste Leiche habe ich selber hinterlassen, also Timid, und bin dann hochgewendet, bin runtergekommen wieder und habe dann auf Schuschu geschoben, obwohl Schuschu damit nichts zu tun hatte. Damit Schuschu, damit ihr, wenn einer von uns rausfliegt, damit ihr sagt, ah nee, der hat die und die verdächtigt. Ah. Ja, und beim zweiten Kill, wo ich dann Bless getötet habe, hast du mich auch verdächtigt. Natürlich, so, ja. Natürlich. Ich dachte mir so, hallo. Das ist ja. Das ist das Psychopathen-Play. Ja, ich merke schon, das ist ungeschimpft ein Psychopathen-Player. Ja, Unge ganz wild. Simon fucking Unge. Dass du da am Ende durchgekommen bist mit dem scheiß Lover-Ding, das war anlackend. Caruso, dass ich gesagt habe, ich wollte dich und du wolltest mich. Ja. Aber nein, ich wusste das. Ist toll. Ui, wir haben Jackal. Simon, ich hab's geklappt. Oh, ist Jackal drin? Ui, jetzt ja, ich hab auf Airship nur. Airship.
Nummer gewechselt. Oh, geil. Let's go. Geil. Vom Poloch zurück. Das heißt, es ist jetzt ein Jekyll auf Airship, das wird ja gar nicht. Das heißt Polust. Ja, das sind viel zu viele. Polust und Airship. Viel Spaß. Ey, was ist das für eine Rolle? Oha! Imposter? Leute, ich habe meine besten Runden jetzt gehabt. Ich kann sterben, ist mir scheißegal. Ich weiß, was ich jetzt mache. Es sind drei Mörder im Spiel. Ein Jekyll, zwei Imposter. Ich hau einfach nur ab. Ich gehe einfach nur Treppen laufen. Ich gehe einfach nur hinterher fliegen. Oh. Hat er verdient. Wir können einfach weitermachen. Timmel. Und Chantau, zwei Leute direkt. Lava oder Doppelkill? Lava oder Doppelkill. Wisst ihr, was das Komische ist? Was? Also ich laufe, so, ich bin gespawnt und laufe so straight Richtung Cockpit und da liegt Timmit halt schon. Polust, Cockpit. Cock. Ja, also da war... Hey, du bist gespawnt, Matteo? Ich glaube, in dem Mittelraum. In dem mittleren. Ja, nee, doch. Also da, wo man einfach in der Mitte vom Schiff ist. Wo einfach dieser Reaktor, also nee, wo diese Boiler stehen und das ganze Zeug. Da war ich gerade noch, da war keine Leiche. Krass. Ich bin auch im Engine Room. Wer ist mit mir im Engine Room gespawnt? Der kleine Mann ist auch im Engine Room gespawnt und ist zur Kitchen gelaufen. Wir drei, ja. Ich hab den Diamanten poliert. Mit ihm gespawnt ist und ist mit ihm gelaufen, hat dann gekillt, ist weggewendet. Moment, ich habe eine Frage an Pasi. Du bist im Engine Room gespawnt, sagst du? Und wie bist du dann unten zum Viewing Deck gekommen gerade? Mit meiner winzigen Größe habe ich mich tatsächlich vorbeigesneakt. Weil ich war nämlich Armory gestanden und... Ich bin mit Caruso in Kitchen gespawnt und Caruso war dann bei den Burgern und ich habe dich aber nicht durchlaufen sehen. Also, ja, kann auch Timing sein, Er ist ja das Kind, der kann ja nicht wenden oder so. Er kann nicht wenden oder töten. Achso, als Kind kann... Hä? Ja, nein. Kinder im Poster? Natürlich. Kinder sind so dumm, die können gar nichts. Aber warum sollte Spawn in Vent hüpfen und dann Kitchen wenden und dann Viewing Deck laufen? Warte, das hat mich nicht gerafft. Ich wusste, ich hatte der ja ein Vent Richtung Viewing Deck. Ja, Kind kann wenden, wenn er halt... Imposter-Child ist, ja. Sind Imposter-Girls. Und dann kann er auch töten als Kind, oder was? Ja, kann er Imposter ist? Hä, wie OP ist das denn? Ja, Kinder sind OP. Matteo, hast du... Ja, aber Matteo, bist du gerade Joker schon wieder? Matteo, lass den mal rausvoten, Pazzi. Ich hab Pazzi mal gewotet. Ohne Witz, die Runde vorbei. Aber ganz kurz, wann kommen wir in diese Situation, dass wir ein Kind voten können? Einfach for fun. Let's go. Ich hab Pazzi mal gewotet. Ich hab geskippt. Warte. Ich sag's euch, wie es ist. Holt euch den scheiß Jekyll, weil der hat Chantau meinen Imposter Mate rausgeballert. Hä? Ich flieg nicht! Das ist ja eine Frechheit. Du schlecht, Pazzi, Mann! Ey! Was ist das denn für eine Runde? Pazzi, Mann hat sich so komplett verraten. Das ist unfassbar. Da hab ich auch gesagt, ich hab keinen Bock, die Runde zu spielen, als ob Chantau so reinscheißt, dass er vom Jekyll in der ersten Runde erschossen wird. Jekyll hat euch lieb. Ey, ich bin mit Baso. Chantau, die Runde ist noch nicht vorbei, der Jekyll kann nicht gewinnen. Ich check gar nichts. Ja, wir voten jetzt Caruso, oder? Der hat Button gedrückt hier ohne Grund. Ja. Pazzi, du hast richtig reingeschissen. Spielen können ganz normal, oder nicht? Pazzi, so wie du heute reingeschissen hast, hat doch keiner reingeschissen. Und das ist nicht mal ich mit meinem Button. Das Problem ist, jetzt hat Chantau auch reingeschissen, weil er halt geredet hat. Hat Chantau auch was verraten? Nee, ne? Ja, jetzt hat er confirmed, dass Pazzi halt nicht lügt. Aber wenn wir jetzt Pazzi kicken, dann ist er sowieso confirmed, dass er Imposter ist. Ich würde ja als Kind eh nicht dafür sorgen wollen, dass die Crew da stirbt. Ja, aber wir wissen jetzt, dass Chantau wirklich dein Kollege war. Wir suchen jetzt also nur noch den Jekyll. Kann ich ihm doch sagen. Ja, und wir haben jetzt, und er hat ja, also habt ihr den Namen nicht gehört? Dann ja, aber er kann ich auch so spielen. Du hättest ja lügen können. Aber ich hab den Namen nicht gehört. Wissen wir, dass es wirklich nur noch ein Jekyll ist. Ich kann auch so spielen, als hätte Chantau keinen Namen gesagt. Ich hab nur deinen Namen gehört, Caruso. Caruso. Was mit diesem mehrmals klicken? Das stimmt doch nicht, oder? Matteo, doch, stimmt. Aber es geht nur beim Aktenschrank, nicht bei den Regalen.
Es war gefaked, ich bin Imposter. Ach so. Ah, hast du mich reingekriegt. Oh, Leute, ich weiß gar nichts. Schuschu, machst du den Karten der Tür wirklich gut. Ach Mann. Ja, Dings hat auf mich geschossen einfach. Ja, nein, der hat auf mich geschossen. Der Lilane. Jeff hat auf mich geschossen. Der ist uns die ganze Zeit hergelaufen. Der ist uns die ganze Zeit hergelaufen. Ich dachte, er wäre Joker, weil er hat keine Task gemacht. Er ist die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit bei Shushu geblieben und habe mich hinter Shushu immer gestellt, dass wenn Jeff es ist, dass er mich abschießt von Shushu. Und dann hat er jetzt auf mich geschossen. Ja. Also Baso und Matteo sind es auf jeden Fall nicht. Weil die stehen an den Camps. Ja, Baso und Matteo stehen an den Camps. Nee, ja, die waren auf jeden Fall der Kill gerade nicht. Die waren der Kill gerade nicht. Ja, der Kill kann nur ich. Der kann Kill nur ich gewesen sein. Euch. Oder der hat die selber gekillt, ja. Ihr seid zu viert reingelaufen, oder? Nee, zu viert. Caruso hab ich nicht gesehen. Ja, dann weiß ich nicht, wo. Ja, also entweder Matteo ist quasi an den Camps mit mir, ja. Jeff hier Sheriff gewesen oder Unge hat ihn getötet. Aber der Kill ist schon tot gewesen, bevor Matteo in den Camps war. Ja, der Kill, also meinst du Jeff jetzt? Nee, Jeff ist gerade da. Nee, Jeff ist schon eine Weile tot. Okay. Jeff ist schon eine Weile tot. Noch jemand tot. Lesk war tot. Jeff ist schon seit 10 Minuten tot. Lesk war tot, bevor Jeff umgefallen ist, ja. Den Shushu und Unge reportet haben. Mantle und Caruso haben Lesk tot an Lifeline gefunden. Damit bleibt er auf Basis. Nee, hä? An Lifeline? Hä, was? Nee. Ich hab doch gesehen, ich bin Camps. Mantle, guck doch auf die... Mantle, wir beide waren zusammen. Ja, aber warte mal kurz. An der Lifeline und haben Lesk tot gesehen. Ich habe eine Frage, Caruso. Du hast also eben gesagt, du hättest den Namen gehört, aber würdest du jetzt, wenn du den Namen gehört hättest, würdest du jetzt so auf Baso schießen? Also wenn du wüsstest, dass es Baso ist, oder würdest du lieber den anderen so die Chance geben? Ich würde ganz gerne kurz erklären, warum ich glaube, dass Chantau da meinen Namen gecallt hat, ist, weil wir zusammen gespawnt sind. Ich glaube in Records am Anfang, oder Main Hall, ich bin mir nicht mehr sicher, aber so in dem Dreh. Ich bin halt zusammen mit ihm gespawnt. Ich glaube, er wollte halt sagen, ja, ich bin mit Baso zusammen gespawnt und dann keine Ahnung, was er dann sagen wollte. Wahrscheinlich ist er dann nach rechts gelaufen und umgefallen und ich habe es halt nicht gesehen oder so. Also ich kann auf jeden Fall Shushu rausnehmen für beide Kills. Shushu. Ja gut, und ja, genau, dann nehme ich Unge auch raus. Nein, Shushu, du darfst mich nicht rausnehmen. Ich bin vielleicht der Mörder von Naja, aber Lesk wurde ja auch getötet, also funktioniert es ja nicht. Stimmt, es gibt ja noch einen. Ah, ja, eben, also perfekt. Deswegen kann ich dich auch rausnehmen. Sehr gut. Mantle, wir beide waren an Lifeline und haben Lesk tot gesehen. Ja, ein Wort Spaß. Was ist da jetzt mit Jeff passiert gerade? Jeff hat quasi Unge erschossen als Sheriff, aber blieb uns gerade auch gar nichts anderes übrig, als so zu voten. Parzival und Chantau. Ja, yes, also komplett rein. Ja, das ist mal meine Schuld. Ich dachte, wäre da vorbei dann. Ich habe das aber tatsächlich gar nicht gehört. Ich dachte, ich flieg da eh. Naja, doch, das hat man schon gehört. Ja. Ich habe wirklich überhaupt nicht zugehört, weil ich gelabert habe gerade. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum Parzi nochmal den Button gedrückt hat. Ich bin einfach ein guter Zuhörer, deswegen habe ich das gehört. Ich habe gerade mal. Ich habe den Button nicht gedrückt, Caruso. Ich wollte sagen, Parzi, ich schaue dass ich mit Barso spawne und sie in der einen Runde Jackal, also direkt tun, das Imposter. Ich dachte, wäre da noch vorbei direkt. Ey, Junge. Ich wente vor Parzi. Ich so, oh, er hat's gesehen. Ich wente nochmal raus kurz. Er tötet mich. Ich so, oh mein Gott. Das kann nicht sein. Ja, let's go. Simon, übrigens, lass mich doch dich einfach abschießen. Warum? Warum? Ich war hier, habe ich keinen einzigen Kill gesehen. Also ich raff das nicht mit dem blauen Bild. Ich war so confused wegen euch da. Okay, es war bei mir auch. Okay. Ja, das viel war Spaß. Spaß. Oh, was ist das denn für eine Rolle? Die habe ich noch nie gehabt. Ui, selten. Oh, mit Simon im Pass, let's go. Okay, es geht nur noch darum zu überleben. Ich bin ein Lover, Leute. Ich muss einfach nur überleben. Okay, komm. Jetzt mache ich das, was ich am besten kann. Mich vercampen und verstecken. Let's go. Oh. Oh, wow. Es ist einfach genau dieselbe Runde wie gerade eben. Bevor ihr was sagt, ich bin Child, aber diesmal bin ich das gute Child. Also alles ja, gut. Ja, das sagst du jetzt, weil du eben reingeschissen hast. Also Caruso, hast du deine Jacke gerade gewechselt?
Ja. Oh, warte mal. Und die Mütze? Nee, die Mütze ist immer okay. Die gleiche. Ah ja, okay. Also mit der Jacke, das finde ich sass, deswegen würde ich jetzt hier Caruso vor. Okay. Ich wollte gerade fliegen. Oh, lass mal Caruso. Ja, Caruso, erzähl. Oh, yo, jetzt wollte ich auch. Let's go. Nein, er ist doch Dings, Jeff. Yeah, da bin ich dabei. Okay, Caruso, erzähl, Caruso. Linda. Was? Also okay. Du hast reported, oder? Redest du darüber, was passiert ist, oder? Das ist doch, eine leichte Worte reported. Relativ unangenehme Situation für uns beide, weil. Also, als ich gerade im Cargo bin. So, was ist mit dir? Den Safe halt gemacht und hab den aufgemacht. Und ich hab dich noch links an meinem Bildschirm vorbeilaufen sehen. Ach, so ein Bullshit. Und ich bin nach oben Richtung Toiletten gelaufen, weil da wollte ich gerade mich um die nächste Task kümmern, um das Schiff irgendwie sauber wieder zu halten. Also irgendwie habe ich dann. Caruso! Was ist denn mit dir los? Es tut mir so leid für Barso. Ich habe das schwere Gefühl, du hast da jemanden getötet vor den Toiletten, Barso. Nee, ich habe da überhaupt niemanden getötet. Mörderin. Mörderin. Ich habe an der Seite nur auf Timid stehen sehen, aber ich habe auch Chantau nicht gesehen, also keine Ahnung. Barso, warum machst du das? Wir hätten auf dem Schiff alle, wir hatten so viel Platz, jeder hat einen Raum, man hat Fotos. Hab ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, was Caruso da gesehen hat oder sich eingebildet hat. Caruso wird niemals lügen in der Morgen. So, vielleicht ist er Jester oder so. Aber ich denke, er ist Jester, aber er hat auch dich trotzdem töten sehen. Nee. Bei Chantau bin ich gekreuzt. Ich war in Records gespawnt mit Timid und Barso, bin nach rechts gelaufen, Timid stand an der Tür. Jo. Dann bin ich Chantau gekreuzt, der ist zu den Toiletten gelaufen. Und dann wurde er reported. Entweder ist es Caruso, Timid oder Barso. Ich habe Chantau da nicht gesehen. Ich habe Timid noch gesehen, aber Chantau habe ich nicht gesehen. Jeff, hast du schon mal daran gedacht, dass es auch noch Unge, Mantel, Flesk und Parsi sein können? Ich denke auch, dass es entweder Parzival ist oder Jeff oder ich oder Tim oder Caruso oder Basel oder Matteo. Gar nichts passiert. Oh nein, hast du heute einen. Es waren nur zwei Wochen, scheiße. Hallo? Ich dachte, das wäre so lustig jetzt. Wo ist denn der Code? Achso. Mach doch immer den Code. Mach doch diesen Code aus. Oh yes. Nice. Das heißt, die Person, die Code jetzt gerade. Wer ist hier die Person, die den. Ich bleib hier. Ich bin einfach nur der nutzlose Lover. Ich glaube, Les könnte vielleicht ein Passer sein. Ich bin. That's weird. Blesk, hast du das gerade? Egal. What? Ach, es war einfach gerade lustig. War eine lustige Situation. Allein ist er mit Blesk. Ich hatte Angst, aber ich weiß, dass Blesk safe ist. Ja. Von wo kam Simon? Was? Ich wollte meine Kommentare im Meetingraum machen und die Momente, wie ich auf Leiter klicke, höre ich ihn schon runterwuschen. So. Ja. Jeff liegt, also RxZ liegt an der Lifeline. Also es ist halt immer noch Barso. Weil ich weiß. An der Lifeline? Haben wir uns nicht gerade zu viert in Security getroffen? Les, ja. Timid, ja. Ja. Jeff und ich? Also ich weiß, dass Pass hat links den Code gelöst, ich habe rechts den Code gelöst. Als der Party, glaube ich, dass er kein Imposter ist. Ja, warte, aber wo bist du denn hin, Barso? Ich bin zur Seite gelaufen, glaube ich. Zu welcher Seite? Gerade bei den Toiletten.
Oh, du bist also durchgelaufen. Jeff ist nicht mit mir mitgelaufen. Ich weiß nicht, Jeff muss irgendwo... Ja, läuft an der Leiche vorbei, ohne zu reporten. Umgefallen. Nee, also bei mir lag du bist ja, aber du bist doch theoretisch, unkillable, oder? Wenn du immer nur die Leiter benutzt, wenn andere hoch und runter gehen. Nee. Du hast, du kannst dich sogar von der Leiter runterholen. Du kannst jemanden von der Leiter, genau. Ja, ist mir schon passiert. Runterholen gesagt, oder was? Dann hätte ich dich ja theoretisch einfach wirklich runterziehen können. Du hättest mich töten können und deswegen weiß ich auch, dass du safe bist. Ich bin jetzt 16 tatsächlich. Ja. Oha, ich glaub, Matteo und Baso, glaube ich. Nee. Vlesk hat mich gesehen, also, in der Dusche nicht meine Tasks gemacht. Bei Matteo bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass das Vlesk hier wahrscheinlich war, weil Timmit, du würdest ja nicht self-reporten, ja, da, oder? Ja, wenn Timmit nicht. Also wir sind doch jetzt bei 30 Sekunden. Wie wär's denn bei 30? Also ich gebe dir sogar noch Zeit, dich zu verteidigen. Wie wär's denn, wenn wir Timmit voten jetzt? Ich bin es nochmal. Ich glaube nicht, dass Timmit das reporten würde. Baso. Nein, Quatsch. Ich bin zwar Hey, wandelt das macht aber keinen Sinn. Vlesk, kannst du bitte helfen, dass ich in der Dusche war? Hallo? Er möchte ja gar nicht helfen, Mantel. Aber vote jetzt Baso. Das ist die einzige Chance. Nein. Baso. Aber wenn Baso darauf besteht, dass Vlesk mit in der Dusche war, dann kann er ja gar nicht. Es waren doch vorhin nur Baso, Jeff und ich. Ja, deswegen doch damit. Ah, nee, das ist ein Fehler. Also, das sieht echt auch ein Fehler aus. Also, oder? Really, die Imposter haben sich abgesprochen. Doch, Mantel hat einen Vote, Vlesk hat einen Vote. Habt ihr falsch abgesprochen? Aber warum? Ich hab Matteo gewotet. Ich hab dich gewotet, weil du mir so ein Alibi holen willst die ganze Zeit. Nee, duschen. Ja, weil ich. Duschen. Okay, jetzt muss ich nur noch überleben. Ich bin nur noch der Lava, der überleben muss. Ich bin dieses nutzlose Stück Scheiße Lava, was einfach nur überleben muss. Überleben. Ich bin Lava. Ich überlebe. Ich bin Lava. Oh! Hui! Ich bin Lava. Ich überlebe. Ich bin Lava. Und ich überlebe. Ich bin Lava und ich überlebe. Ich bin Lava und ich überlebe. Ich bin Lava und ich überlebe. Ich will einfach nur sicher bleiben. Hier ist mein Safe Space. Oh nein. Nein, Vlesk wurde getötet. Nein. Nein. Nein, Vlesk wurde getötet. Nein. Nein. Vlesk wurde getötet. Nein. Ich hab gedacht, ich muss sicher sein, aber Vlesk wurde getötet. Vlesk, warum bist du getötet worden? Vlesk, warum bist du getötet worden? Vlesk. Ey, wo sind die Leichen? Oh Mann. Warum bist du nicht einfach fix gegangen? Was war das jetzt? Oh mein Gott. GG. GG, Matteo. GG. Du warst kein Simon, du warst kein Imposter? Nein, ich war kein Imposter. Ich dachte, du wärst Imposter und deswegen dachte ich, dass du Baso nicht voten willst, weil du deine Imposter-Kollegin... Pass auf. Ich war auch nicht Imposter. Ich dachte, du warst Imposter und deswegen dachte ich, dass Linde Nummer 2 ist und Matteo Jekyll. Und deswegen wollte ich erst Matteo voten, damit er uns nicht andersrum tötet. Also du bist zweimal Jekyll geworden und töte ich mich am Anfang wieder? Ja, komm, Chantal, dass du dich da... Also das war halt... So. Ich hab gehofft, dass du Imposter bist. Chantal, du bist einfach nur durchgelaufen. Ja, wir waren Lava. Und ich dachte, okay. Simon hat mir zu kennen gegeben, dass er Imposter-Lover ist, weil er meinte, oh, eine richtig seltene Rolle. Wow, die hatte ich noch nie. So. Wow, er war stinknormaler Lover. Super, danke für den Kick. Das sage ich immer, wenn ich Crew bin. Ja, ich konnte als Zopper auch keinen Emergency callen. Mann, ich dachte, Vlesk ist der. Ich dachte, ich bin der nutzlose Lover und Vlesk macht Kills. Und meine einzige Rolle war, Vlesk in Schutz nehmen. Ja, nee, Vlesk war es nicht. Baso war es. Vlesk war es. Ja, das dachte ich mir auch. Simon, du bist immer mein Untergang, Simon. Also ich hatte heute sehr viel Spaß, ganz ehrlich. Ich hatte heute richtig viel Spaß. Schön, Matteo. Matteo, du hattest auch einfach die Jessa Wins und den Posse. Aber Jekyll ist echt krass, dass man wirklich dann drei Mörder hat. Ja, das ist schon echt. Ich hab's voll vergessen, das waren wirklich geile Runden. Und dann mega Spaß. Fand ich echt geil. Aber wenn man zu 15 irgendwann spielt und man hat einen Jekyll und zwei Imposter, das würde ja wieder funktionieren, ne? Vielleicht sogar drei Imposter, weil wenn, aber wenn 15 halt kommt, dann wird's dann machst du wahrscheinlich einfach den Sidekick an, damit der Jekyll halt zu Not zu zweit ist, aber nicht sofort zu zweit töten kann und dann ist es, glaube ich, relativ cool. Boah, das wird dann heftig, ey, mit den Lobbys. Ja. Aber es sollen ja auch, es sollen noch neue Rollen, also ich glaube, es kommen noch ein paar neue Rollen dazu. Sehr nice. Und die werden das Spiel, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz krass verändern, tatsächlich. Aber auf eine mega coole Art und Weise. Ja, also ich finde,
Jackal ja, bei 10 finde ich. Macht so voll Spaß. Ja, finde ich auch. Mit den Rollen macht die auch Spaß. Ja. Ich finde auch zwischendurch Maps wechseln auch gut. Aber Jackal bei 10, finde ich, macht tatsächlich nicht so viel Sinn. Er ist hardcore halt, ne? Weil so schnell Kills fallen. Zumindest nicht. Ich darf schon teasern. Okay, pass auf. Spy kommt dazu. Spy ist ein dritter. Spy ist ein Crewmate. Der, die Imposter werden aber denken, dass der Spy auch ein Imposter ist. Sprich, so eine Ratte. Imposter sehen dann quasi, okay, Timid und Caruso. Ah. Einer von den beiden ist der zweite Imposter und einer von den beiden ist der Spy-Crewmate. Wie geil ist das? Du weißt quasi nicht mehr, wem du glauben kannst, weil der Spy weiß es natürlich und kann halt so tun, als ob er der Imposter ist. Und hoffen, dass der Imposter dann denkt, okay, Nummer 1 ist der Spy und bringt dann aus Versehen seinen Imposterkollegen um. Wie geil, oh mein Gott. Ach so, kann man dann seinen Imposterkollegen töten? Ja, das kann man jetzt schon, anmachen, glaube ich sogar. Da gibt es ein paar Optionen, aber das ist halt dann ganz wild, weil es einen Crewmate gibt, der weiß, wer die Imposter sind, glaube ich, und dann so ein bisschen reinlügen kann. Nee, der Spy weiß tatsächlich nicht, wer die beiden Imposter sind, so aber er kann trotzdem langsam versuchen, die Leute ein zu verarschen. Bachelorstudium für. Stimmt. Es ist schwer zu erklären, aber es ist, glaube ich, wenn es drin ist, leicht zu verstehen. Spy ist einfach. Nice. Er wirkt auf die Imposter wie der Imposter-Kollege und die Imposter wissen nicht mehr, wer der wirkliche Kollege ist und müssen dann halt anhand der Meetings erraten, wer der wirkliche Kollege ist. Das ist cool. Ziemlich geil. Ey, vielen Dank fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Einen schönen Tag. Schönen Abend. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Sehr gut, war nice. Ich habe heute auch nur einmal, glaube ich, den Button gedrückt. Siehst du, Leute? Heute mal ein bisschen auf entspannt gewesen unterwegs. War nice, Leute, war nice. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also, noch was. Morgen nach Unklick spielen wir Outriders. Das wird auch sehr, 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 sehr geil. Mit Miki zusammen und noch einer geheimnisvollen Person, die ich euch noch nicht verrate. Das seht ihr morgen. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich einfach sehr drauf, ja. Ich freue mich auf das Spiel. Falls ihr Bock habt, euch das Spiel selber zu holen, macht's noch nicht, okay? Weil ich habe morgen einen Code für das Spiel. Und wenn ihr euch das Spiel holt, holt ihr euch über meinen Code, okay? Auf Ehrenbasis. Wartet noch einen Tag, falls ihr euch das Spiel holen wollt. Mashallah. Okay, gut. Wenn ihr das Spiel holen wollt, guckt euch das erstmal bei uns morgen an, ob es euch gefällt. Und dann könnt ihr es über meinen Link holen. Besser. Besser als jetzt direkt zu holen. Ehre. So, ich wünsche euch. Mache ich auf jeden Fall noch Mercy Child. Kuss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr wisst es, immer mit Code einreiben. Ich rede von richtigen Code. Ich rede nicht von einem Code. Ich rede von Code. Ich bekomme morgen Code. Den schicke ich euch per Post. Elefantencode. Wird geil. So. Also, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis morgen. 20 Uhr umgeklickt. Und dann Outriders. Kuss. Ciao. Kuss. Waren wilde Runden. Ihr könnt einfach mal in den Chat schreiben, was für ein kranker Imposter ich heute war. Außer diese eine Runde, die vergessen wir, aber sonst, die letzte Imposter-Runde, wo ich gespielt habe, mashallah, könnt ihr einfach mal schreiben. Tschüss.